Liebe Freunde, lange haben wir uns nicht gesehen. Lange Zeit habe ich aus der Ferne gewartet auf den richtigen Moment, um wieder online zu kommen. Und heute ist es soweit. Und natürlich hätte ich mir vermutlich kein besseres, kein passenderes Thema, zumindest für meinen Kanal, für meine kleine Mini-Rückkehr hier aussuchen können, als das, was ohnehin gerade in der Luft zu liegen scheint. Denn die Story, die Schlagzeilen, in Anführungszeichen, wenn es sowas überhaupt gibt, bei den Schwurblern dominiert hat diese Woche, dreht sich rund um Rainer Füllmich, der Mann zu meiner Rechten hier, der noch nie besser ausgesehen hat, bei dem es gleich zwei Dinge diese Woche zu beanstanden nicht, aber zu beobachten gab, die man doch mehr oder weniger als spektakulär bezeichnen kann. Die eine Sache, die vornehmlich heute im Raum stehen wird und die wir eigentlich als Anlass nehmen wollen, um diese Sendung heute hier euch anzubieten, liebe Freunde, die dreht sich rund um ein sogenanntes Geheimdossier, das die Verteidigung von Rainer Füllmich jetzt, präsentiert hat. Wo auch immer die das herbekommen haben, wir stellen uns Fragen über den Inhalt und die Integrität von dem Dossier Rainer Füllmich, aller Menschen, die mit ihm etwas zu tun haben und der ganzen Story insgesamt. Darum wird es heute gehen im größeren, längeren Teil dieses Streams. Aber die Sensation, die uns ansonsten heute hier versammelt und mit der wir beginnen werden, liebe Freunde, ja, die dreht sich um einen noch spektakulären Fall. Was soll ich euch sagen, liebe Freunde? Die wollt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und die ist mein Gast heute mit, verwoben, der Gordon van Kahler, der uns nachher zugeschaltet sein wird. Genauso wie natürlich auch klar, Denker Uwe, der mein Analyst und Adjutant extraordinär ist, ja, um in dieser ganzen Sache in puncto Rainer Füllmich mich und euch auf dem Laufenden zu halten und hoffentlich eben aufs Laufende zu bringen. Ja? Denn wir machen also zusammen heute hier eine Art kleiner Prozess-Update, nachdem der Auftakt ja nun schon eine Weile zurückliegt. Und nur um wirklich diejenigen, die über einen Monat lang vielleicht mich vermisst haben und inzwischen vergessen haben, wer ich bin und warum ich über Füllmich rede, um also all diese Leute abzuholen, liebe Freunde, möchte ich euch eine kleine Mini-Rückschau hier an dieser Stelle anbieten, damit wir eben in dieses spannende Thema heute einsteigen können. Ich werde also nicht im Urschleim anfangen, aber ich werde euch auf jeden Fall, denke ich mal, das Nötigste mit auf den Weg geben, damit ihr diese Sendung nachvollziehen könnt, in der Hoffnung, dass sie euch gefällt und dass ihr sie dann teilt, ja, damit wir möglichst also viele Leute hierher früher oder später wieder zusammenbekommen, um eben eine alternative Sichtweise darauf zu bringen, was ansonsten bei anderen alternativen Kanälen, ja, vielleicht ein wenig verblendet dargestellt wird. Rainer Füllmich ist der Mann, den ihr gleich seht, sobald das Banner da unten wegfliegt. Und was soll ich euch sagen? Er wurde betitelt, zu Recht, zu Unrecht, wie dem auch sei, als Querdenker-Anführer. Und dieser Rainer Füllmich, seines Zeichens Anwalt, der schon lange nicht mehr prozessiert hat, zumindest lange Zeit nichts mehr richtig gewonnen hat von den Sachen, die er so auf dem Zettel hat. Lange Rede, kurzer Sinn, Rainer Füllmich, der ist in Untersuchungshaft gekommen. Und zwar schon letzten Herbst, möchte ich mal sagen, liebe Freunde, wenn man hier reinguckt und diesem Artikel Glauben schenkt, darf dann bereits also im Oktober letzten Jahres. Diese Untersuchungshaft war eine Folge von, ja, was soll ich euch sagen, einer Anklage, die jetzt gerade im Raum steht, die sich zusammenfassen lässt, so ein bisschen halt hier unter diesem Moniker Money for Nothing. Ja, also Geld genommen worden ist zuhauf, und zwar natürlich, wie hätte es anders sein können, von Rainer Füllmich und seiner ganzen Bespoke, die da so bei ihm dranhängt, sei es jetzt Viviane Fischer, sei es Robert Siebes, ja, sei es aber auch die Hafenanwälte, alle haben sie sich ordentlich bedient. Und zwar geht es da um Millionen an Spendengelder, die wir Stück für Stück im Prinzip heute wieder auseinanderklamüsern werden. In diesem Interview, das Apolut mit ihm geführt hat, mit Rainer Füllmich, ja, ist man darauf nicht eingestiegen, denn man hat, wie so oft, die Freunde eigentlich immer nur, ja, drumherum gesülzt und Rainer Füllmich im Prinzip versucht, in ein wunderbares Licht zu rücken. Er sei doch so ein wunderbarer Aufklärer, was er alles für die Bewegung getan hätte und so weiter und so fort. Genützt hat es ihm alles desto trotz leider Gottes nichts. Er ist in diese Untersuchungshaft gekommen. Er bestreitet natürlich die Anklage, nämlich diese hier. Ja, der habe da in irgendeiner Form Gelder veruntreut. Aber diejenigen, die das vielleicht so wie ich, ja, über die Jahre inzwischen verfolgt haben und den Kontext kennen, die werden verstehen. Es ist zumindest begründet, dass man dort mal genauer hinschaut, ja, ob da nicht eventuell tatsächlich eine Untreue im Raum steht. Denn verwoben in dieser ganzen Story ist, wie ich gesagt habe, nicht nur er, sondern auch dubiose, möchte ich mal an dieser Stelle sagen, auf jeden Fall spannend benannte
sogenannte Hafenanwälte, die jetzt gerade, wenn mich nicht alles täuscht, auf über 1 Million Euro aus euren Taschen sitzen. Und natürlich irgendwie ein spektakulärer Notar, der es geschafft hat, in einen Hausverkauf, der inzwischen getätigt wurde, einzugreifen. Und ja, obwohl das Geld von einem mutmaßlichen Käufer, Klammer auf, wer war das überhaupt, ja, gezahlt worden ist, dieses Haus eben nicht an den Käufer zu überschreiben und auch das Geld zu nehmen und weder also das Geld an den Verkäufer, nämlich Rainer Füllmich, auszugeben, noch etwa das Gekaufte, nämlich das Haus an den Käufer zu übergeben. Also eigentlich zwei Geprellte, nur vom Käufer des Hauses hört man irgendwie nichts. Auch wieder so eine Verschwörungstheorie. Na, wie dem auch sei. Und obendrauf Hafenanwälte plus Notar. Die ganze Sache stinkt natürlich zum Himmel und so bin natürlich nicht nur ich das, der sich diese ganze Sache anguckt und sagt, das kann doch hinten und vorne nicht stimmen. Ein Profi-Anwalt, als der er sich ja immer wieder ausgegeben hat, Rainer Füllmich, ja, will von einem Mitternachtsnotar, was auch immer das für ein Zitat sein soll, aber vielleicht hat das ja Füllmich selber gesagt, er soll also von einem Mitternachtsnotar und einigen Hafenanwälten aufs Kreuz gelegt worden sein. Wie so oft ist er hier niemals der Täter, sondern immer nur das arme Opfer und schuld sind immer alle anderen. Auf jeden Fall in letzter Instanz Mr. Global. Dabei war er der Mr. Global in letzter Zeit, liebe Freunde. Der hat im wahrsten Sinne des Wortes, liebe Freunde, am anderen Ende des Globuses, ja, nämlich mit all diesem Geld, 2,9 Millionen Euro, sich in Mexiko eigentlich ein schönes Leben gemacht. Diese Auflistung, die haben wir mehrfach schon auf meinem Kanal durch uns angeschaut. Und kein Wunder, dass er da mit seinem American Dream Beach Boy, Sunny Boy Lächeln, ja, wirklich halt auch gut lachen hatte, mit all dem Geld sich im Prinzip auf eure Kosten in Mexiko ein schönes Leben gemacht zu haben. Leider Gottes, ja, hat ihm nichts genützt, denn aktuell schaut er mir ein bisschen so drein. Fairerweise muss man sagen, das war noch bevor er ja in Mexiko im mehr oder weniger Exil gelandet ist. Tatsächlich muss man sagen, jetzt sitzt er ja nicht mehr in Mexiko und in keinem Exil, sondern vor Gericht. Und die letzten Bilder, die ich zumindest von dort habe und kenne, liebe Freunde, ja, das sind auch die Bilder, die ihr habt. So sah der Mann aus, als er im Prinzip zum Auftakt dieses Prozesses vorgeführt wurde, wo er seither im Prinzip seine Shitshow, die da heißt die Rainer Füllmich Show, eben jetzt vor Gericht abzieht. So, und wir wollen heute im Rahmen unserer Sendung hier ein bisschen Prozessupdate machen, indem wir uns auf ein paar der Highlights, sag ich mal, fokussieren, ja, die uns natürlich in Erinnerung geblieben sind von diesem Prozess, den wir aus der Ferne aber nur beobachten konnten. Und da muss ich an dieser Stelle sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Ja, wir müssen uns an dieser Stelle bedanken und ein bisschen auch an den Kopf fassen, ja, bei Roger Bittel. Also Roger Bittel nicht an den Kopf fassen, sondern wir fassen uns an den Kopf darüber, was Roger Bittel macht, denn er hat sein gesamtes Leben auf jeden Fall gefühlt, seinen ganzen Kanal, seit diesem Prozess Rainer Füllmich hier gewidmet, wo auch immer man hinschaut auf seinem Kanal, überall schaut ein Rainer Füllmich an. Wenn man den Namen Rainer Füllmich sucht, dann findet man den. Er umgibt sich mit allem und jedem, der irgendetwas zu Rainer Füllmich zu sagen hat, und die meisten natürlich alle nicht objektiv, sondern sehr subjektiv. Und was soll ich euch sagen, liebe Freunde, das sind sie auf dem Kanal von Roger Bittel gut aufgehoben, aber fairerweise auch, muss man dazu sagen, gut informiert gewesen, denn der Mann hat sich ja wirklich nicht nehmen lassen, den Rainer Füllmich so gut es geht in dieser Justizvollzugsanstalt wirklich auf Schritt und Tritt zu begleiten. Ja? Also sei es seine Sendungen, die er ansonsten eigentlich in Afrika macht. Für Rainer Füllmich hat er alles stehen und liegen gelassen und ist sogar nach Deutschland gekommen. Oder sei es halt eben sogar hier im Regen vor dieser Justizvollzugsanstalt. Er hat ja wirklich keine Kosten und Mühen gescheut, ja, um in der Tat euch allen, liebe Freunde, Rainer Füllmich ein bisschen näher zu bringen. So nah er konnte, ist er dort, dieser Roger Bittel, wirklich an diese Justizvollzugsanstalt selbst im Regen gegangen und hat dann dort natürlich auch, wie so oft, mit Katja Werner und anderen mehr oder weniger, ich muss an dieser Stelle sagen, nichtssagenden Persönlichkeiten gesprochen. Warum? Weil sie extrem vorbelastet ist, was die ganze Sache angeht und natürlich kein objektives Bild ihres Mandanten zeichnet. Naja, was soll ich sagen? Kein Wunder, sie soll ja auch ihn eigentlich verteidigen, aber nichtsdestotrotz eine objektive Sichtweise auf diese ganze Sache, die wäre doch schon, denke ich mal, von Vorteil. Ich weiß, was ihr sagen werdet, wenn ihr mir im Chat zugeschaltet seid, liebe Freunde. Auf den Chat werde ich nachher eingehen. Seht mir bitte nach, wenn ich jetzt ein bisschen im Schnellfeuertakt hier durchgehe. Ja, ihr werdet aber sagen, wenn ihr mir im Chat wieder schreibt, worauf ich mich freue, liebe Freunde, das Dankeschön an alle, die hier abonnieren und den Kanal anderweitig unterstützen, liebe Freunde. Ihr werdet mir sagen, dass Roger Bittel eben gerade ein Statement von dem Füllmich bei sich auf dem Kanal gebracht hat. Und es stimmt. Und wenn wir dazu kommen, liebe Freunde, können wir uns das auch sehr gerne irgendwann im Verlauf dieser Sendung nachher anschauen. Aber ich kann euch jetzt schon mal beruhigen, es war die übliche
ja, reiner Film ist so ein bisschen halt Shitshow, die überhaupt nichts gebracht hat und die anderweitig auch inhaltsleer war, ja, wenn man mal nicht diese ganzen Anspielungen auf sein doch sehr esoterikgläubiges Publikum im Prinzip halt hier doch dann mal analysiert, weil das war wirklich spannend, um sich vor Augen zu führen, wem man da eigentlich noch seine Geschichten, seine Märchen erzählt. Der Märchenonkel, sowohl Roger Bittel als auch der Rainer Füllmich. Also in diesem Sinne, ja, ich weiß, dass es ein neuestes Statement gibt, aber Spoiler Alert, es war wie so oft die übliche Shitshow, die wir von dem Rainer Füllmich gewohnt sind. Stattdessen, liebe Freunde, habe ich keinen Bock auf Shitshow mit euch, sondern möchte hier Tacheles reden und ihr könnt sehr gerne mit dabei sein, wenn wir uns vertiefen in ein Gespräch. Entschuldigung, da ist mir kurz die Spucke weggeblieben, angesichts meiner wunderbaren Gäste, die ich hier anmoderieren darf bei diesem spannenden Thema, liebe Freunde. Denn ein Gespräch muss per Definition natürlich nicht nur zwischen einer Person passieren, sondern zwischen mehreren. Und mehrere will ich mir jetzt hier auch in den Stream holen. Und beide sind sie wunderbar gewappnet, um mit mir dieses Thema hier anzugehen. Von daher begrüßt bitte mit mir im Stream meine wunderbaren Gäste zu meiner Linken. Hierhin muss ich zeigen, Klardenker Uwe. Und zu meiner Rechten, Rechtsanwalt Gordon Pankalla. Bevor wir uns ins Gespräch vertiefen, ich war lange Zeit nicht auf Sendung. Jungs, es ist schön, euch alle wiederzusehen. Gebt kurz ein Lebenszeichen von euch, wie es euch im letzten Monat ergangen ist, bevor wir uns aufs Thema vertiefen. Lieber Uwe, vielleicht du zuerst. Wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen in Hamburg? Ja, es ist mir gut ergangen in Hamburg. Alles paletti. Ich habe ja meinen Kanal vor 2 Monaten umgestellt und mache jetzt jeden Tag immer ein Kurzvideo. Ja, und es entwickelt sich alles soweit ganz erfreulich. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ein Mann, ein Wort in aller Kürze. Lieber Gordon, ohne dass du vorwegnimmst, ja, worüber wir jetzt gleich sprechen, wie ist es dir ergangen letzten Monat? Schön, dich zu sehen. Gib uns einen kurzen Überblick, wie es dir geht. Mir geht es soweit ganz gut. Ich habe ja jetzt mehr zu tun mit diesen Freiheitsdelikten, Stichwort Strack-Zimmermann, wo ich sehr viel mache. Also nach wie vor viel zu tun und ja, ansonsten ganz, ganz okay. Es geht, man schlägt sich so durch. Man schlägt sich so durch, genau. Aber dann kommen die Schicksalsschläge, möchte ich mal sagen. Und die haben in diesem Fall auch mit Rainer Füllmich zu tun. Also, Uwe kennt ihr ja, auf dem Kanal. Die Welt klar sehen, könnt ihr mehr von ihm finden. Er hat sehr viel zum Thema Corona-Ausschuss zu sagen. Ich will das der Vollständigkeit halber hier schon mal eingeblendet haben, ja, liebe Freunde, weil nicht ohne Grund sitzt er hier. Aber wir werden uns in erster Linie halt im Prinzip jetzt erstmal mit dem Gordon Pankalla beschäftigen. Denn was ihm zugestoßen ist, liebe Freunde, das wollt ihr nicht verpasst haben, das ist auch spannend. Aber wie gesagt, Uwe ist hier, um dann im nächsten Teil dieses Gespräches, er wird jetzt ein bisschen halt hinten angestellt werden, wird er uns dann im Prinzip zum Thema Corona-Ausschuss und wie er vor Gericht, ja, in diesem Prozess unter die Lupe genommen wird, gleich Rede und Antwort stehen. Ja? Aber vorher, liebe Freunde, wie angekündigt, jetzt also zu Gordon Pankalla, dem Mann also auf meiner Rechten, dem es Gott sei Dank den Umständen entsprechend gut geht. Und dabei war es doch ein bisschen auf dem das schneide, ja, denn unmittelbar gestern, lieber Gordon, ist etwas passiert. Ich glaube, vorgestern war es, um korrekt zu sein. Aber das hat dich ordentlich mitgenommen. Du siehst auch noch ein bisschen mitgenommen, aus. Und deshalb möchte ich dir Gelegenheit geben, darauf noch einmal einzugehen. Was ist da passiert und was sind deine unmittelbaren Gedanken dazu? Ja, schon recht. Die Augenringe sind nicht zu verschweigen. Deswegen habe ich extra trotzdem schick gemacht hier für die Sendung. Ja, ich bin da einer Fake News aufgesessen sozusagen. Und zwar bekam ich hier eine E-Mail. Ich glaube, ihr seid ja auch im Verteiler von einer, ich glaube, Renate, wo eben drin stand, dass Rainer Füllmich verstorben sei. Ganz groß oben, Rainer Füllmich verstorben in der Justizanstalt und so weiter. Ja, da haben wir es ja noch, ne? Und naja, also das sind natürlich so Sachen, ist nicht schön. So etwas, ich habe mir dann überlegt, teilst du das jetzt? Ich habe das dann ganz kurz geteilt. War natürlich irgendwie ein Fehler, weil ich hätte mich rückversichern sollen. Ich hatte aber eigentlich auch keine Kontakte zu Katja Wörner. Den habe ich jetzt, habe mit ihr gesprochen, war tolles Gespräch, muss ich sagen. Und hätte ich besser nachfragen sollen. Ich habe aber auch geschrieben, es wäre nicht verifiziert. So, jetzt muss ich mal sagen, dieses ganze Rainer Füllmich Prozess ist ja, ich sage ja immer, Denver Clan so ein bisschen, weil mit unserer ganzen Aufklärungssache hat das ja eigentlich nichts mehr zu tun. Trotzdem ist Rainer natürlich eine wichtige Person in der Aufklärung gewesen. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Du siehst seinen Anteil ja nicht so groß. Ich würde sagen, zumindest bis zum Ahrtal war Corona-Ausschuss auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Sendung. Und Rainer hat auch vielen
Hoffnung in dieser Zeit gegeben. Es kam dann dazu diese Geschichte mit der Class Action. Man darf ja hier niemanden kritisieren. Das ist auch so eine Geschichte, wenn man die Regierung und so weiter kritisiert, dann muss man aber auch selber Kritik ertragen können. Und das Gordon, scheint wohl jetzt nicht bist so du schon viel. in der Analyse. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Lass uns Ja. nochmal auf dieses Event eingehen, weil das ist ja schon spannend. Das ist nicht jeder Tag, dass man so einer Fake News aufsitzt. Komm nochmal bitte dahin zurück. Ja. Ich lasse dich gerne alles erzählen, was du zum Thema dann zu sagen hast, aber lass uns bei diesem erstmal bleiben. Also, dir Ja. kommt eine Fake News dir per E-Mail ins Postfach geflattert von einer Genau. Dame. Ich fairerweise muss ich dazu sagen, mir ist die seit Jahren bereits bekannt, Uwe auch. Ja. Kanntest du die vorher? Nutze bitte die Gelegenheit, um den Leuten ein bisschen vor Augen zu führen, wie das auch wirklich erfahrenen, gestandenen Nein, Medienmenschen wie ich kenne dir die Dame, ich passieren kenne die kann. nicht. Ich kenne die nicht, aber wir kennen das alle hier in der Szene, dass man halt unglaublich viele Nachrichten bekommt, ja. Und da ist man im Grunde genommen vorsichtig. So, aber wenn da ganz klar steht, Rainer Füllmich verstorben und dann am heutigen Morgen in der Justizvollzugsanstalt und Herzstillstand und sonst was, ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich trotz auch der jetzigen Vorwürfe, es hat mich so mitgenommen, dass ich jetzt gesagt habe, Mensch, das musst du jetzt irgendwie, ich habe aber drunter geschrieben, ist nicht verifiziert, was natürlich ein Fehler war, aber ich bin dieser Fake News aufgesessen. Ja, und ich kriege ganz viele von solchen irrsinnigen Nachrichten rein. In dem Moment hat es mich aber auch mitgenommen, weil ich hatte ja auch mit Rainer zu tun, bei all den juristischen Vorwürfen, die jetzt da bestehen. Wenn ich jetzt überlege, der Mann sitzt seit 6 Monaten im Knast, du hast ja gezeigt, der sieht nicht gut aus und so weiter, dann hat es mich schon mitgenommen, muss ich sagen. Und dann habe ich mir gedacht, dann musst du das jetzt irgendwie auch teilen, habe aber extra drunter geschrieben, das ist nicht sichergestellt. War wahrscheinlich ein Fehler. Ich hätte wirklich dann mal den Kontakt suchen sollen, um das weiter zu verifizieren. Ich habe es dann aber auch sofort rausgenommen und klargestellt, muss ich auch Richtig, wieder. weil es gab ja sofort eben eine Reaktion, sag ich mal, von den Menschen, die den Kanal von Rainer Füllmich hier administrieren. Ich bezweifle, ob er selber mitbekommen hat, dass es diese ganze Story überhaupt gab. Ich weiß auch nicht, ob seine Leute das an ihn rangetragen haben. Aber in der Tat haben seine Admins also sofort, ja, dich offensichtlich kontaktiert oder zumindest Stellung bezogen, Richtig, haben geschrieben, genau. Ich wir wurde von sind einer Dame entsetzt. angerufen. Ich glaube, Katja hat sogar tatsächlich in der Justizvollzugsanstalt angerufen, um zu fragen, was da Sache ist. Also das hat ein Ob er noch Riesenaufsehen. läuft, wurde also tatsächlich, entschuldige, ob er noch Ja. lebt, wurde also tatsächlich gefragt. Okay, Ja, also wir sind genau, entsetzt, ja. haben sie geschrieben, ganz kurz, ja, und empört über die unverfrorene und respektlose Verbreitung von Falschinformationen, den Gesundheitszustand von Dr. Rainer Füllmich betreffend, dein Name im Zusammenhang mit dem Wort Falschinformation, als wenn du die verbreiten würdest, dabei bist du ja Haben die aber selber auch, haben die auch dieser Lüge klargestellt im Nachhinein, weil, ne, das haben aufgesessen. die auch klargestellt. Genau. Ich habe keine Falschinformation, ich habe gesagt, es ist nicht verifiziert. Ja. Aber ich hätte mich natürlich weiter versichern sollen. Also nur mal ganz ehrlich, so eine Nachricht, wer postet denn sowas? Also ich muss auch sagen, das ist ehrlich gesagt unmenschlich, egal was Rainer da jetzt gemacht hat, so eine Scheiße zu posten, ja. Und ich Idiot. Fall dann drauf rein in dem Ja, aber Moment. Aber ich war auch ehrlich mehrfach. gesagt geschockt über diese Ja. Nachricht. Und es ist ja auch gar nicht mal so unrealistisch. Guck mal, wie viele Leute wir auf diesem Weg verloren haben. Clemens Awey hat ja auch, glaube ich, Freitod gemacht. Das ist ja, also man könnte sich das ja auch vorstellen. Der Rainer ist zwar ein Megakämpfer, aber das könnte man sich vorstellen, dass das stimmt, ja. Na Und da habe klar, ich wir ja gedacht, leben alle nicht ewig. Ich kann schon nachvollziehen, dass man im ersten Moment so emotional so ein bisschen überreagiert. Richtigerweise muss man sagen, du hast es ja dann wieder eingefangen. Ja, so gut du konntest. Du hast dich also mehrfach entschuldigt. Du hast das erstmal rausgenommen, diesen Post bei dir auf dem Kanal. Du hast es aber nicht dabei belassen, was ich wichtig finde. Ja, in diesem Fall jetzt also hier ein bisschen eine Lektion, eine Art Lehrstunde, wie man also mit Fake News umgehen sollte, liebe Freunde. Weil stellt euch mal vor, er hätte es einfach nur rausgenommen und hätte gehofft, in Anführungszeichen, wird schon keiner mitbekommen haben. Diese Dinge, gerade im Internet, können sich versetzen. Selbstständigen. Und glaubt mir mal, was einmal im Internet ist, liebe Freunde, ja, ist dort für immer und ewig. Und richtigerweise hast du deshalb also mehrfach, ja, Audiotapes geschickt, also Sprachnachrichten in deiner Gruppe, bei Gordon Pankala auf Telegram, mindestens habe ich das gesehen. Und danach hast du nochmal mit dem Video nachgelegt. Ohne dass wir uns das Ganze jetzt angucken, gut, dass du es gemacht hast. Wer das in seiner Gänze sehen möchte, der findet das auf dem Kanal von Gordon. Ihr seht, wie ernst er das genommen hat, sich da wirklich zu entschuldigen und klarzustellen, dass er da ebenfalls Opfer dieser Attacke geworden aber auch ist. total Ja, liebe mitgenommen. Freunde, Das also war ja nicht alles laden. sehr, sehr aufregend heute von der angeblichen Todesmeldung von Rainer Füllmich. Da merkt man erstmal eigentlich, wie nah einem das geht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist mir auch wirklich nahe gegangen, wenn ich auch überlege, dass dieser Mann, und egal was er da in wirtschaftlichen Sachen falsch gemacht hat,
dass der jetzt seit Monaten im Knast sitzt, was das mit einem Menschen macht. Und deswegen sind so Meldungen natürlich dann, also bei den Leuten, mit denen wir es jetzt zu tun gehabt haben, wo viele aufgegeben haben, wo viele gestorben sind, dann auch nicht ganz so unrealistisch, dass man so einen Scheiß glaubt. Natürlich halte ich Rainer für einen Kämpfer, aber das macht man natürlich etwas mit einem, ne? Dass ein Mensch da seit Monaten im Knast sitzt, halte ich auch für völlig überzogen, genauso wie bei den Ärzteprozessen. Dann hat man was falsch gemacht, aber muss jemand deswegen Monate in den Knast gesteckt werden? Gut, da bist du jetzt schon bei einem anderen Thema, aber im Nachgang dieses Videos, ich habe es mir natürlich zur Gänze angeguckt, kriegst du nochmal die Kurve, gehst nochmal darauf ein, wie du im Prinzip auf dieser Fake News leider Gottes hereingefallen bist. Und das zeigt, liebe Freunde, deshalb wollte ich wirklich damit heute unsere Berichterstattung beginnen, bevor wir dann zu den inhaltlichen anderen Themen gehen, dass das Thema Film mich immer noch hoch emotionalisiert. Ja, gerade jetzt im Vorfeld von einem, wow, lieber Tobias, 10 Euro geschickt auf D-Live, du bist ein wunderbarer Unterstützer, danke, 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 wer sich dir anschließen möchte, etvc.de/danke, aber dir gebührt der ganze Ruhm für heute. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte sagen, dass im Vorfeld eines Ausgangs dieses Prozesses, Klammer auf, wir wissen alle, er wird in Berufung gehen, er wird weiter in Untersuchungshaft bleiben, bis die ganze Sache ausgestanden ist, aber es wird ja ein erstes Urteil geben, vermutlich Mitte Mai, munkelt man. Und das auch nur, wenn die Justiz schnell arbeitet, zumindest ist Mitte Mai einer der letzten Verhandlungstage. Das könnte sich also bis in den Sommer ziehen, bis ein Urteil gesprochen wird. Aber lange Rede, kurzer Sinn, im Vorfeld also einer Verkündung dieses Urteils, egal wie die ausgeht, ob er jetzt nur das Unschuldslamm bleibt, das er ist, angeblich, ja, oder ob er leider Gottes halt eben hier schuldig gesprochen wird. Das wird eventuell ein Nährboden sein für ganz viele Menschen, um diese Dinge in Umlauf zu bringen, um jetzt die Emotionalität, die du spürst, Gordon, die ich auch verspüre, ja, auszunutzen. Und deshalb möchte ich ganz ehrlich sagen, Obacht, passt auf, dass ihr nicht auf diese Sachen reinfallt, weil wie auch immer das ausgeht, es wird ausgenutzt werden. Ja, gut, Gordon, möchtest du, ich möchte die Sache damit ja auch beenden und zu den Inhalten übergehen, aber möchtest du noch vielleicht den Kanalbetreibern oder vielleicht dem Rainer Film mich in Anführungszeichen ein bisschen persönlich selber was in dieser Sache nur noch mal abschließend sagen oder wollen wir sie damit abschließen? Ja, ich will einfach mal unterscheiden, ja, zwischen der Geschichte, die jetzt hier im Raum steht, wo er vielleicht was falsch gemacht hat, wo er dann vor Gericht steht, sich rechtfertigen muss und seine Aufklärungsarbeit. Ich unterteile das. Und kein Mensch ist grundlegend irgendwie gut oder böse, ja, also es gibt auch Nuancen und es gibt auch die Möglichkeit mal zu sagen, wenn man was falsch gemacht hat, wie ich jetzt hier, zu sagen, das war falsch. Und ich sehe auch, da kommen einem die Sympathien sozusagen entgegen, wenn man sich auch mal korrigieren kann. Und ich würde mir da auch wünschen, dass der Rainer für mich sich vielleicht in gewissen Dingen vielleicht mal korrigieren könnte, wenn er da über seinen Schatten springen kann. Weil ich glaube, das wird ihm auch Sympathien einbringen. Aber dieses ganze Nebelkerzen, die jetzt Bittel da immer zündet, was hat der direkt gesagt, der sei unschuldig und so, ja, das werden wir alles rausfinden, ja. Das werden wir alles rausfinden. Aber mit diesen Emotionen zu arbeiten, anstatt mal in der Sache, da kommen wir ja noch zu, und man kann sich einfach mal sagen, das ist falsch, was ich gemacht habe. Und wie in der Politik, weißt du, so, also da sagen auch nicht die Leute dann, ich breche jetzt den Stab über den, sondern das kann auch wirklich dazu führen, dass Leute sagen, das ist okay, wenn einer mal falsch gelegen hat, dass er dann sagt, sorry, ja, Stichwort Class-Action-Klage, ja, aber da kommen wir ja noch zu. Das würde ich gerne sagen. Und menschlich muss ich sagen, jemand, der da so lange im Knast sitzt, wünsche ihm einfach als Person, als Mensch, wünsche ich ihm natürlich alles Gute. Ja, und ein gerechtes Urteil und eine faire Verhandlung. Das ist einfach so. Gut, alles klar. Dann lass uns jetzt auch über diese Verhandlung sprechen. Wir werden schauen, ob sie tatsächlich fair vonstatten geht oder ob man da den armen Rainer Filmich zu Unrecht vielleicht überhaupt angezeigt hat, in U-Haft gesteckt hat und vor allen Dingen jetzt ihm also nicht mal ein faires Verfahren gönnt. Das wäre ja furchtbar, aber was soll ich jetzt sagen, im besten Deutschland aller Zeiten, leider Gottes nicht von der Hand zu weisen, dass das zumindest möglich ist. Gut, ja, damit wird ja aber auch gespielt, Elia. Und das macht ja auch die Seite von Rainer jetzt und Bittel, dass jetzt direkt vorgearbeitet wird, das ist alles unterlaufen, Staatsschutz und dies und das und jenes, genau. Das ist ein Nazi-Paragraph und all so ein Blödsinn. Und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, Roger Bittel, wenn du keine Ahnung von Jura hast, dann äußere dich bitte nicht, wenn er sagt, das müsste im Zivilprozess geregelt werden. Ja, es gibt doch Vermögensdelikte und dazu gehört auch die Untreue und da spielt das Zivilrecht natürlich rein. Also dann, Roger Bittel, sorry, wenn du keine Ahnung hast, halt einfach die Klappe,
Aber diese Emotionalität und den Blödsinn, den du da verbreitest, das ist eben so unseriös. Und das war auch in der Corona-Zeit so, wo man uns Kritiker nicht mehr geglaubt hat, weil dann diese irren Theorien reingekommen sind. Ja, Ja. das muss ich ganz klar mal sagen an den Roger Wittel. Ich bin etwas sauer auf ihn. Ich hatte ein bisschen Draht zu ihm bekommen. Und der ist jetzt eigentlich zerbrochen worden. Das würde ich gerne noch erzählen, Ilja. Dadurch, dass ich hatte ja diesen Thomas Opfer von Polizeigewalt. Und da hatte ich ihn gebeten, du hast es ja eben erzählt, es sind nur noch Rainer, 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 ja, und Kochen mit Beate. So, aber wenn es um Polizeigewalt geht, dann habe ich ihm die Nummer gegeben und gesagt, das ist doch auch ein spannendes Thema. Habe ich keinen Bock drauf, habe ich keine Zeit für, ja. Und da endet bei mir die Geduld jetzt endgültig, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn Roger Bittel über Opfer von Polizeigewalt, es gibt nicht nur Rainer Füllmich, es gibt Aktivisten, die sind hier geprügelt worden auf der Demo und da hat er keinen Bock drauf. Und da bin ich so sauer, brauche ich nicht mal mit ihm zu diskutieren. Das ist ein Niveau, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ja. Und da bin ich auch wirklich böse drüber. Dass dann eine Bitte von mir, mal über jemanden zu berichten, der hier von der Polizei gefoltert worden ist, dass er dafür keine Zeit hat. Ja, Roger, du weißt es, dass es so ist, und da brauchen wir nicht mehr miteinander diskutieren, weil da war für mich die Grenze erreicht. Ganz ehrlich, es geht hier nicht um die Rainer Füllmich-Show. Und warum er das macht, Elia, das weißt du auch, wegen seinen Einschaltquoten. Ja, Ja. und das ist keine seriöse Berichterstattung, die der Roger da betreibt. Und deswegen hoffe ich, machen wir das hier besser. Gut, ich Und wollte nur da sagen, kommen kein wir. Wunder, dass er keine Zeit hat. Damit wollen wir das Thema jetzt auch wirklich mal abschließen und uns auf die Analyse hier stürzen, weil kein Wunder, dass er keine Zeit hatte. Roger Bittel ist ja wirklich im Begriff, jeden kleinen Furz, den Rainer Füllmich im Gefängnis lässt, hier Mikro zu analysieren und seinen Zuschauern da Aber wirklich darf halt ich noch einen Satz sagen, vor Ilja? Augen zu Ja? führen. Weißt du, wenn es um Einen die aber Bücher. bitte. Ja, wenn es um die Bücher von Beate geht, wenn es um Rainer Füllmich geht, da hat er Zeit ohne Ende. Aber wenn ich ihn bitte, über jemanden zu berichten, der hier verprügelt worden ist, gefoltert worden ist von der Polizei, da schreibt er mir, hat er keinen Bock, hat er nicht geschrieben, es entscheidet er selbst, dafür hat er keine Zeit. Und dafür habe ich kein Verständnis mehr. Weil es geht nicht nur um irgendwelche führenden Köpfe, das haben wir die ganze Zeit, sondern es geht um auch diese kleinen Leute. Ja, Ja. und da könnte ich mich schon wieder in Rage reden, aber ihr wisst, was ich meine, Ich weiß, was du dass da, meinst. Man kann ja. nicht alle retten und man kann aber auch nicht alle Themen, ja, ansprechen, nicht in einer Sendung. Wir wollen hier heute ein bisschen zügig halt zu den Fakten kommen und deshalb lass uns jetzt da in diese Sachen uns vertiefen. Wie gesagt, wer ein Beispiel haben möchte, ja, wie man alles zu Tode mikroanalysieren kann, insbesondere die irrelevantesten Dinge, teilweise auch destruktive Statements, die nichts anderes tun, als die Leute weiterhin zu halten, ja, dem empfehle ich den Kanal von Roger Bittel wärmstens. Da werdet ihr damit noch und nöcher versorgt, inklusive des eben jüngst eben veröffentlichten Statements von Rainer Füllmich, bei dem man wirklich halt sich nur noch an den Kopf fassen möchte. Aber das heben wir uns für den Schluss der Sendung auf, für wenn wir die wichtigsten Dinge erst einmal besprochen haben. Denn im Raum steht, liebe Freunde, ein anderer Vorwurf, den ich hier mal ganz kurz anmoderiere und danach komme ich zu meinen Gästen und in erster Linie zum Klardenker Uwe zurück, der da mit mir diese Sache auch ja, ein bisschen halt betrachten möchte. Denn liebe Freunde, jetzt sind wir da in diesem zweiten Teil dieses Streams, ja, auf den ich euch eingestimmt habe. Aber denn wir erinnern uns zurück, angefangen hat eigentlich alles mit einem Geheimdossier. Zumindest diese Woche. Das hat niemand kommen sehen. Ich weiß auch nicht, ob vor Gericht das jetzt irgendjemand eingesehen hat. Wir wollen der Frage nachgehen, was ist das für ein Geheimdossier? Wo kommt das überhaupt her? Kann das überhaupt echt sein? Rechtsanwalt Pankalla wird uns dann nachher ein Stück weit, soweit er das im Prinzip einschätzen kann, mit auf den Weg geben, ob das überhaupt jetzt in der Beweisführung noch relevant genutzt werden kann von der Verteidigung. Und danach werden wir uns natürlich den Kontext angucken, ob das alles mal wieder nur Meinungsmache, Stimmungsmache gewesen ist und vielleicht sogar die noch viel wichtigere Frage in Anführungszeichen versuchen zu beantworten, hier zumindest für uns persönlich, ob das nicht alles eine riesengroße Nebelkerze ist, um nicht zu sagen, alles Lüge, alles gefaked, alles eventuell nur produziert von wem auch immer, ohne dass ich jetzt mit dieser Unterstellung zu weit gehe, aber der Vorwurf in Anführungszeichen, der steht im Raum, den muss sich Rainer Füllmich, ein Mann, können diese Augen lügen, liebe Freunde, muss er sich jetzt gefallen lassen, weil dieses Dossier ist so unglaublich, um nicht zu sagen unglaubwürdig, ja, dass wir mindestens also in dieser Sendung darüber spekulieren müssen, wo es denn herkommt und vor allen Dingen, was es damit also auf sich hat. Ich moderiere diese Sache also ganz kurz für uns an und dann
werden wir meine wunderbaren Gäste, in allererster Linie Klardenker Uwe, zu diesem Thema hier befragen. Aus dem Nichts, liebe Freunde, gab es auf einmal ein Statement, ja, das von all den Sprechchören rund um Rainer Füllmich verbreitet worden ist, allen vorneweg seinen Anwälten und in erster Linie von einem Anwalt, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und schon gar nicht im Zusammenhang mit Rainer Füllmich. Ihr wisst, Rainer Füllmich wechselt seine Anwälte, die ihn da verteidigen, wie seine Unterhosen. Zumindest möchte man das hoffen. Ich weiß es nicht. Aber erinnert euch mal an Frau Dagmar Schön. Die hat die ganze Sache ja mal angefangen. Ja, das war die Superstar-Anwältin. Die ist dann irgendwie klammheimlich verschwunden. Dann war es Katja Wörmer, die Superstar-Anwältin, die man ja nicht hinterfragen darf. Ja, über Lothar Wieder offensichtlich nichts dazugelernt. Die ist über jeden Zweifel erhaben. Und dann auf einmal kommt er daher. Ich glaube, beim 5. oder 6., vielleicht sogar 7. Prozesstag. Ich weiß es gar nicht mal mehr. Er heißt Christoph, Dr. Christoph Miseret. Wer bitte? Klammer auf, woher überhaupt? Fragezeichen, warum? Fragezeichen, Klammer zu. Ja. Und dann hat er gleich mit dem Gepäck einen Wahnsinn, der so ja unglaublich ist, dass wir hier nochmal reingucken müssen. Lieber Roger, bitte, bevor du mich mal wieder verklagen willst oder sonst was, Zitatrecht, wir werden noch einen 3-Stunden-Stream hinten dranhängen. Wir gucken jetzt in deinen Schnipsel hier mal rein. Ja, es freut mich sehr, Christoph Miseret, Professor, Doktor. Doktor, Professor Doktor. Nicht, aber ja, das macht ja nichts. Ja, ja. Doktor Christoph Miseret, freut mich sehr. Wir hatten heute einen sehr spannenden Verhandlungstag. Kannst du mir ganz kurz sagen, wie du das zusammenfassen würdest, weil ich glaube, es ist ziemlich historisch. Ja, es zeigt eigentlich durch ein Dossier, was mir eben zugespielt worden ist, dass man eben Herrn Füllmich schon sehr lange verfolgt hat und versucht hat, durch irgendwelche Konstrukte es zu schaffen, dass er also nicht mehr in der Bundesrepublik Deutschland wählbar sein soll. Man hat versucht mit Staatsanwaltschaft und so. So ist es also von einem der Dienste, wie Bundeskriminalamt oder so, eben initiiert worden, dass man versucht hat, aus seiner Umgebung Leute anzuwerben, Informationen zu erlangen und versucht hat, final betrachtet eben eine Anklage gegen ihn zu erheben und dass er verurteilt wird. Das war geplant. Das war schon durch einen Vermerk, der schon im Jahre 2021 war, war das praktisch schon so vorgesehen. Also kann man sagen, das gibt Informationen, dass das schon so geplant war, glaube ich, am 21. August 21, wenn ich mich richtig erinnere. Es ist so ein Dossier, wo natürlich verschiedene Daten drin sind. Dass bis zum neuesten Stand geht das dann. Also über das Verfahren wird dort auch berichtet, über die Person allgemein. Ja. Und dann eben auch, dass man 2021 eben schon gesagt hat, man muss den irgendwie wegbekommen. Und quasi wegbekommen, auch dass er nicht mehr politisch wählbar ist. Das heißt ja im Endeffekt eine hohe Verurteilung, was es ausschließt, dass man dann eben noch gewählt werden kann in der Bundesrepublik Deutschland. Und man hat dann auch gesagt, wenn man es mit, also es gibt so eine Klausel, die kann ich Ihnen nachher vorlesen, wenn man es praktisch mit rechtsstaatlichen Dingen nicht schafft, muss man ein Konstrukt entwickeln und das mit den Akteuren, die man hat, durchführen. Okay, also sehr speziell, du hast vorher die Akte angesprochen, die wirst du nachher am Schluss noch vorlesen. Wie ist es das weitere Vorgehen? Gut, das machen wir jetzt nicht am Schluss, das machen wir jetzt, weil die quatschen mich kirre, die beiden, so viel Blödheit auf einem Haufen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das tut mir in der Seele weh. Sucht euch selber aus, wer von den beiden da hier für euch die Intellektuelle wirklich der Überflieger ist. Aber er liest dann tatsächlich halt von diesem Zettel da vor, den er wo auch immer sich wo auch immer rausgezogen hat oder produziert hat, ja, und kommt dann zu den Highlights, ja, die wirklich kritischen Stellen, die er hier dann, wie gesagt, auch nicht im Original, sondern abgetippt den Leuten angeblich mit auf den Weg gibt. Stößt, und jetzt kommt der wohl entscheidendste Satz, gegebenenfalls notwendige Konstruktionen sind abzuwägen und geeignete Drittakteure anzuwerben. Wahnsinn. Also nochmals, gegebenenfalls notwendige Konstruktionen sind abzuwägen, womit, und geeignete Drittakteure, wer ist geeignet, sind Sie geeignet, bin ich geeignet, anzuwerben. Also ich bin nicht geeignet. Wahnsinn. Ja, und als Vermerk am Ende steht, die Aktivitäten von Rainer Füllmich stellen eine komplexe Herausforderung für die Sicherheitsbehörden dar, der Mann ist absolut harmlos, die eine koordinierte und vielschichtige Antwort erfordern. Die Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen soll dazu... Also so viele Sachen gleich auf einmal her, ja, der Mann ist vollkommen harmlos, aber allein dieser eine Satz, ja, ich denke, das ist der Überanwalt, ich denke, der kommt mit der Billionenklage, eine Billionenklage, die nicht nur den deutschen Staat, sondern die gesamte globale Wirtschaft, ja, in den Ruin stürzen würde, und der Mann ist vollkommen harmlos, sagt sein Anwalt hier jetzt vor Gericht, der Mann, der sich hoffentlich ja mit
mit ihm auseinandergesetzt hat. Hat er das Wirken von Rainer Füllmich über die letzten 3 Jahre überhaupt mitbekommen? Der hat ja versucht, sich zu positionieren als nicht etwa absolut harmlos, sondern als der gefährliche Macher hier, ja, der hier über Brustsilikonimplantate jetzt erfahren gestählt, ja, eine Sammelklage nach der anderen rausballern wird, bis Christian Drosten und allen anderen dann die Knie schlottern. Und jetzt ist der auf einmal absolut harmlos. Also hinten und vorne, ja, weiß offensichtlich da die Verteidigung keine Ahnung, was die für eine Story von diesem Rainer Füllmich überhaupt erzählen wollen. Und da sind wir eigentlich schon dabei. Es ist ja eigentlich in erster Linie nur eine Story, ja, aber diese Story ist weitergetragen worden. Und zwar natürlich von allen Leuten, die in irgendeiner Form mit ihm zu tun haben, auch von seiner anderen Anwältin, ja, die Klammer auf ihn ja eigentlich mehr vor Gericht jetzt vertreten sollte als Dr. Miseré, die aber, Klammer auf, natürlich auch nur hinten ansteht, weil Rainer Füllmich immer nur selber quatscht bei seinem eigenen Prozess. Wozu braucht er dann eigentlich Frau Wärmer? Klammer zu, Klammer zu. Wie dem auch sei, sie hat jetzt also auch die Gelegenheit genutzt, um sofort also bei auf 1, ja, darauf hinzuweisen, wie es im Prinzip ja um ihren Mandanten steht. Also nur um mal zu sehen, es ist nicht einfach nur die Meinung von Dr. Christoph Miseré, sondern Frau Wärmer musste auch nochmal mit ihrer Expertise glänzen und hat auf 1 international jetzt also nach Österreich die Kunde von diesem Blättchen, möchte ich es mal nennen, ja, dieser Akte getragen. Katja Wärmer ist deutsche Rechtsanwältin und Autorin. Sie vertritt den inhaftierten Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich, über dessen Prozess ich mich jetzt mit ihr unterhalten werde. Ich begrüße Sie, Frau Wärmer. Guten Tag. Frau Rechtsanwältin Wärmer, Sie kommen gerade aktuell vom 9. Verhandlungstag gegen Herrn Füllmich. Wie hat sich das Geschehen heute aus Ihrer Sicht dargestellt? So laber, sülz, rhabarber, es ist alles so furchtbar. Und dann der Vorwurf? Aus dem hervorgeht, dass Herr Dr. Füllmich beobachtet wurde. Spätestens seit dem August 2021 wurde er vom Verfassungsschutz beobachtet. Es wurden Maßnahmen geplant, wie und in welcher Weise er beobachtet werden kann und was er macht, wurde genau beobachtet, die Bildung des Corona-Ausschusses, wie er vorher auch schon tätig war, nämlich gegen die Deutsche Bank und in den sogenannten Schrottimmobilienfällen. Es wurde dann ganz genau geplant, wie man vorgehen kann, dass man zum Beispiel verhindert, dass er jemals ein politisches Amt bekleiden kann, dass es mögliche strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn gibt. Ja, bla bla bla, wohlgemerkt. Also das müsste man sich eigentlich auch alles en Detail angucken, aber sie sagt, es wurde geplant. Dieses Blatt beweist angeblich, dass etwas geplant wurde. Aber dass Planung allein in Anführungszeichen fast schon eigentlich straffrei ist, nicht nur in Deutschland, sondern international nicht geächtet ist, na, das haben wir schon seit den Traurus-Leaks ja gesehen, wo deutsche Generäle geplant haben, ja, was man im Prinzip machen könnte, wenn man eventuell der Ukraine also Raketen gibt, mit denen sie dann also einen dritten Weltkrieg vom Zaun brechen könnten. Und selbst das, ja, der Fakt, dass man die bei der Planung erwischt hat, hat ja nicht einmal zum Feuern eines dieser besagten Generäle, ja, geführt, sondern dazu, dass eigentlich, ja, großes Schweigen im Walde sich über diese ganze Sache gelegt hat. Und da, ja, stand ja sehr viel mehr im Raum, ja, nämlich ein potenzieller dritter Weltkrieg. Aber wie dem auch sei, also allein dieses eine Statement, ja, könnte ich schon Stunden damit verbringen mit dieser Frau Katja Wärmer. Dafür habe ich jetzt aber meine Gäste am Start, ja, denn die möchte ich auch befragen zu dieser ganzen Sache. Ich hoffe, sie kommen auch gleich wieder eingeflogen. Wo seid ihr hin, ihr zwei? Wartet mal, was ist denn da los? Seid ihr noch da? Ja, da seid ihr. Okay, also, genau, ihr seht, ich habe gebastelt, liebe Freunde. Da muss die Technik auch wieder, sage ich mal, warm werden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bevor wir einsteigen und diese Sachen jetzt wirklich analysieren, das Dossier uns selber angucken und so weiter und so fort. Ihr habt das ja mitbekommen, wie ich das mitbekommen habe. Nämlich eigentlich gar nicht, weil weder du, Uwe, noch du, lieber Gordon, ja, vor Ort gewesen seid in Göttingen. Das heißt, uns alle überrollt jetzt so ein bisschen dann halt diese Schockbombe, ja, diese Information. Und lieber Uwe, jetzt also zu dir, bevor wir das inhaltlich auseinandernehmen, wie hast du das wahrgenommen? Was waren deine unmittelbaren ersten Gedanken in dieser Sache? Ja, also ich abonniere ja viele verschiedene Kanäle und dort tauchte das dann irgendwann mal auf. So, und dann habe ich das Dokument gesehen und dann habe ich gelacht. Gelacht? Weil, ja, also es tauchte bei mir auf dem Telegram-Kanal auf, jemand stellte das ein, habe ich gesagt, das ist ja absoluter Nonsens, ja, so, weil in dem Dokument überhaupt gar keinerlei, ja, ich sag mal, Authentifizierungsmöglichkeiten da waren. Ich habe gesagt, das ist ein Zettel ohne jeglichen Wertinhalt, den kann ja jeder schreiben. Mhm. Richtig, gut, dann selbe Frage an dich, bevor wir den Inhalt und die Form und so weiter uns angucken, weil natürlich liegt uns dieses Dossier vor. Lieber Gordon, wie hast du also von diesem Wahnsinnsdokument, das den Fall jetzt verändern wird, erfahren?
Du bist noch gemutet, lieber Gordon. Oh, Entschuldigung, geht das jetzt wieder mit dem Ton? Ja. Ja, ich habe das geschickt bekommen. Aber ich möchte jetzt mal sagen, also Miseré finde ich echt cool. Ist so der typische Rheinländer. Ich habe im ersten Moment nur gedacht, da auf dem Parkplatz, und haben sie Rainer Kallmund in Robe gesteckt oder was ist da los? Ja, also er sieht schon aus wie Rainer Kallmund. Also ich finde den cool, den Miseré. Aber hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Kallmund, ja, ja. Also, da hat eine Kallmund, ne? Und das ist auch eine gölsche, rheinische Jung, jedenfalls. Gölsche weiß ich nicht. Also guck ihn dir mal an. Also du hast es ja wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen. Original, ne? Also, ich also wenn man es nicht wüsste, ich würde ja sagen, das ist ja Rainer Kallmund, wenn er fast ja nicht gesagt wird, das ist der Rainer Kallmund. Ja, ja. Ich habe gedacht, auf dem Parkplatz grillt der jetzt ein Schwein mit dem Roger, ne? Ach, das da macht er doch gar nicht mehr. Der hat so viel abgenommen, der Kallmund. Also, wie dem auch sei. Und dieser Mann ist ja auch schlank. Ja, man weiß noch nicht, ob der Roger sowas ist, ne? Aber wie dem auch sei, also ob jetzt das Ding echt ist oder nicht echt ist, Warte, wie hast du es erfahren? Das reden wir ja gleich drüber. Wie hast du es denn erfahren? Das würde ich jetzt schon gerne haben. Ich habe das auch gesehen, das Video, ne? Und dann ist mir jetzt was auch zugeschickt worden, ich glaube aus 2020 News, wo eben drin steht, das Ding ist ja, das hat der Roger Bittler ja eben auch gesagt, ob es echt ist oder nicht. Das kann denn noch nicht mal der Kalmund sein, ne? Aber das ist jetzt, also das wird wieder abgelenkt, ne? Da steht die große Verschwörung dahinter. Da geht nicht mehr um die Sachen. Nee. Das ist natürlich rechtlich Blödsinn, Freunde. Selbst wenn es so ist, spielt da keine Geige. Ja? Ja. Natürlich werden solche Leute beobachtet. Was denkt ihr denn? Natürlich. Gut, bist du jetzt schon in der Analyse. Spar dir das, wir wollen eine gute, spannende, unterhaltsame auch, liebe Freunde, an dieser Stelle Sendung haben. Ja. Teilt diesen Stream, weil jetzt wird es wirklich halt hier spektakulär und vielleicht auch ein Stück weit lustig. Also, das ist es. Ja, nach all der Aufregung, es ging um dieses Dokument. Es ist 7 Seiten lang. Es liegt dem gesamten Internet vor. Roger Bittel braucht mich gar nicht. Roger Bittel ist ja geschickt. Man will ja, das weiß ich. Auf jeden Fall hat er es auf seinem Kanal verteilt. Man kann es jetzt auch nicht übersehen, dass er da zumindest also irgendwie eine Assoziation zu der ganzen Sache hat. Sein Wasserzeichen ist ja auf all den 7 unnachahmlich wunderbar geschriebenen Dokumentseiten, also hier nicht zu übersehen. Und das war es dann auch schon. Ja? Also dafür, dass man da im Prinzip Belege gefunden haben will, dass da irgendwie eine riesengroße Operation zumindest also in Planung sei, ist die Sache doch, sage ich mal, ein bisschen dürftig. Gut, also Klardenker Uwe, zurück zu dir. Jetzt siehst du also dieses Dokument. Was fällt dir als erstes, sage ich mal, auf? Inhaltlich, optisch. Es fehlt ja ein Anschreiben, also ein Briefkopf fehlt, Datum fehlt, Absender fehlt. Ja, eigentlich fehlt alles, was zu einem normalen Schreiben gehört. So, also wenn das jetzt zum Beispiel eine Aktennotiz sein sollte, ja, dann müsste ja irgendwie ein Behördenvermerk oder Abkürzung sein, nichts dergleichen. Das heißt, hier wissen wir doch überhaupt gar nicht, wer ist der Verfasser? Welche Organisation ist das? Was für ein Datum ist das? Da ist das vielleicht schon seit 100 Jahren alt. Keiner weiß es, ja. So, das heißt, das ist ein Dokument, ja, das einfach völlig ja unidentifizierbar ist. So, und ein solches Dokument, das kann ich dir in 5 Minuten auch schreiben. Ja, da benutze ich ChatGPT für und sage, schreib mir mal so einen Zettel, ja, und dann mache ich die Welt klar sehen. Wasserzeichen drauf und fertig. Ja? So, das heißt, hier fehlt es doch an dem Nachweis der Echtheit. So, und bei Dokumenten, ja, die sind nur dann von Belang, wenn sie überhaupt als Beweismittel fungieren können. So, und dazu muss doch erstmal ihre Echtheit geprüft werden. Denn sonst könnte ja jeder mit irgendeinem Zettel, mit irgendeiner Aussage herkommen. So, und der Miseré, wann ist denn der bisher im Prozess aufgetaucht? Ja, außer da auf dem Parkplatz. Ja, gar nicht. So, er ist zwar ein Strafverteidiger, ja, so das ist ja soweit in Ordnung. So, und plötzlich taucht er auf dem Parkplatz auf und liest dann Zettel vor. Also das ist ja sowas von lachhaft. Ich dachte, ich bin im Kino. Ja, in der Tat. Ein bisschen spannend ist die ganze Sache auf jeden Fall. Ich möchte eine Sache aufgreifen, die du zu Recht hier kritisiert hast. Also es ist ja eine Sache, sich dann zu fragen, ist es überhaupt alles, sage ich mal, inhaltlich korrekt? Kann das sein, dass der Verfassungsschutz also jetzt den Rainer Füllmich seit Jahren wohlgemerkt schon beobachtet oder nicht? Aber selbst ja in puncto Glaubwürdigkeit, und Glaubwürdigkeit ist ja mehr oder weniger alles vor Gericht, wenn man versucht halt wirklich halt die Gegenseite, den Richter und überhaupt zu überzeugen, ja, kann dieses Dokument ja nicht wirklich punkten. Warum? Weil es fehlt an allen Merkmalen,
Zahlen, die es in irgendeiner Form, wie du richtigerweise gesagt hast, glaubwürdig erscheinen lassen. Ein klares Gegenbeispiel, liebe Freunde, das sehr viel glaubwürdiger ist und deshalb zu Recht aktuell seine Kreise zieht, ist ja die RKI-Protokolle. Ja, ihr kennt alle diese Story, diese Corona-Geheimnisse verbirgt die Regierung. Das ist keine zwei Wochen alt. Es sind Protokolle aufgetaucht. Die sind freigeklagt worden über Jahre von den Journalisten von Multipolar. Und was soll ich euch sagen, liebe Freunde? Zu Recht zieht das jetzt seine riesengroßen Kreise, weil so sieht dieses Dokument dann entsprechend aus. Ja, es wurde dann grafisch nur insofern angepasst, als dass man natürlich Sachen geschwärzt hat, aber ansonsten versucht hat, so viel wie möglich von der Authentizität, hier seht ihr zum Beispiel allein die Mühe, ja, hier ein Logo mal drin zu lassen und so weiter, eben um das zu erhalten. Das hätte Roger Bittel und sein Team, weil, Klammer auf, machen wir uns nichts vor, er sagt ja selber, er macht das nicht selbst, das machen Leute für ihn, wie dem auch sei, da gehen alle eure Spendengelder hin, na, wie dem auch sei, das hätte man ja in irgendeiner Form erhalten können. Dann hätte man sagen können, um Gottes Willen, das sind also echte Dokumente. An der Echtheit zweifelt überhaupt keiner. Natürlich beginnt dann der Skandal rund um die Frage, wie kann es sein, dass man hier drin also Sachen schwärzt. Das nur mal so ein bisschen, liebe Freunde, eben als Gegenbeispiel. Hier noch einmal Ehre mit Ehre gebührt. Das waren die Kollegen von Multipolar, die das also vor, was war es jetzt, 20. März, ja, noch nicht mal zwei Wochen also freigeklagt haben, hier also mehr als 1000 Passagen gefunden haben, die geschwärzt worden sind, und sie haben diese Protokolle im Original nicht nur freigeklagt, sondern bekommen und hier zum Download gestellt. Ja, zum Download hat sie auch Bittel gestellt, bevor ihr sagt, aber Eli, das hat der Roger doch auch gemacht. Ja, aber in welcher Form, liebe Freunde? Das ist eine Übersicht dieses Archivs, das Multipolar zur Verfügung stellt. Und egal, wo ich da reingehe, ihr seht hier die hunderten von Dingen, die ich anklicken könnte. Jetzt mal einfach nur mal in den Raum gegriffen, wenn ich das hier aufmache, ja, sehe ich hier schon die erste Schwärzung. Ja, sehe ich hier schon im Prinzip das Originaldokument mit, in diesem Fall ist es ein kleines Dokument, ja, aber ich sehe, es ist in seiner Authentizität so weit wie möglich eben erhalten geblieben. Und gehe ich auf irgendein anderes, ja, jetzt kriege ich natürlich immer wieder halt auf die Begründung und nicht den tatsächlichen, Sekunde, 1059 Dokument, nein, das ist es nicht, das ist falsch benannt. So, aber klicke ich also auf irgendeins, ja, der anderen Dokumente, sehe ich also sofort, da gibt es also im Prinzip die Protokolle dieser Sitzung und die Schwärzungen, die mittendrin sind. Ja. Aber man versucht, so viel wie möglich eben vom Originaldokument zu erhalten. Also auch das hätte man, weiß Gott, anders machen können. Stattdessen kriegen wir das hier. Ja, dieses in Word schnell zusammengeschissene oder zusammengeschusterte, sucht euch da bitte selber euer Verb aus, ja, Dokument. Jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zu dem Gordon. Ja? Weil Gordon, du bist ja der Anwalt unter uns, und sag mir mal, bevor wir jetzt bewerten, ob das jetzt nur alles stimmen kann oder nicht, ja, Uwe hat zu Recht an der Optik, ja, sag ich mal, da gemängelt. Findest du, dass es von der Sprache, die verwendet worden ist, dass es glaubhaft ist, dass da also ein Verfassungsschutz irgendwie, was weiß du nicht, Sachbearbeiter das verfasst haben mag? Weil die versuchen ja immer schon eine sehr bestimmte Sprache zu verwenden, die der Juristensprache ähnlich ist. Würdest du also sagen, die Sprache deutet darauf hin, dass das echt ist? Eddie, das kann ich dir ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Ich muss dir sagen, dass es mich mehr oder weniger gar nicht interessiert, weil das ändert nichts am Tatvorwurf. Ja, das ist einfach hier Stimmungsmache. Natürlich werden Leute da vielleicht auch angeworben oder so. Was denkt man denn sonst? Das ändert doch aber nichts an dieser ganzen Strafrechtsgeschichte. Das ist jetzt doch, bist du aber im Inhalt. Jetzt bist du beim Inhalt. Also wirklich ganz, ja, ehrlich, wenn ich das hier vorlese, ja, so Corona-Untersuchungsausschuss. Ja, dann musst du mir mal dann, also genau, bis wir nicht angehen. Rainer Füllmich war Mitbegründer eines Corona-Untersuchungsausschusses, der die Maßnahmen und Entscheidungen der Regierung im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie kritisch hinterfragen sollte. Dieser Ausschuss führte eine Reihe von Anhörungen durch, in denen verschiedene Experten aus Wissenschaft und Praxis geladen waren, um ihre Sichtweisen und Erkenntnisse zu präsentieren. Also sehr nüchtern, ne, muss man mal sagen. Man versucht das wirklich erst einmal nur zusammenzufassen. Ja. So, Dieselskandal, internationale Rechtspraxis und so weiter und so fort. Je weiter man dann runterscrollt, umso mehr geht es dann angeblich um eben diese Aktennotizen hier, ja, und dann entsprechend dann halt die Maßnahmen. Weitere Maßnahmen, die Wirtschaftskammer des Landgerichts Göttingen hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Vermerk, die Einzelheiten der Anklage und der Ermittlungen basieren auf den Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen und sind im Rahmen der Unschuld Vermutung bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens zu behandeln. Ja, Sachverhalt. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat am 20. Dezember Anklage gegen Rainer Füllmich, 65 Jahre alt, Rechtsanwalt mit zuletzt bekanntem Wohnsitz in Göttingen, erhoben. Rainer Füllmich wurde bereits im Oktober in Untersuchungshaft genommen und befindet sich seitdem in der Justizvollzugsanstalt. Aktuelle Entwicklungen. Ja, und so weiter und so fort. Es wird vermutet, dass man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausreichende Finanzmittel zu einem erneuten Entzug von der Gerichtsbarkeit vorhanden sind. Also wenn ich das lese, muss ich ganz ehrlich sagen,
sagen, dann hat sich ChatGPT große Mühe gegeben, das in Juristendeutsch zu kleiden, oder? Kann man das kann so sagen? Sein. Ich weiß, was der Verfassungsschutz, wie der irgendwelche Sachen verfasst. Das kann ich hier nicht so sagen. Aber für mich ist es letztens, also zum Schluss ohne Relevanz. Ne? Also ich kann es jetzt nicht einordnen, ob es wirklich echt ist oder nicht. Und selbst wenn es echt wäre, spielt es in meinen Augen gar keine Rolle für die Beurteilung der strafrechtlichen Relevanz. Also insofern habe ich mich da nicht so mit beschäftigt und ich kann's einfach so nicht sagen, ob es echt ist oder nicht. Aber bei Roger Bittel wurde doch eben darüber gesprochen, dass nachgefragt worden ist und dass das bestätigt worden ist, dass es wohl nicht aus den Reihen des Verfassungsschutzes sei. So viel ist doch mitgeteilt worden, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder? Das hast du richtig mitbekommen. Da sind wir unmittelbar in den aktuellen Begebenheiten, die wir zu Recht hier analysieren wollen. Ja, gut, dass du das mit aufgreifst. Also wir halten aber erstmal fest, um diesen einen Punkt abzuschließen. Für mich persönlich, ich bin nicht der Jurist und du hast es dir nicht angeschaut. Ja, also ein bisschen dürftig hier, dieses Segment. Aber wir können es nicht beurteilen, nicht abschließend. Aber ich muss persönlich sagen, als juristischer Laie, es wirkt schon, als hätte man sich hier Mühe gegeben, sei das jetzt ChatGPT oder nicht, zumindest den Anschein zu erwecken, das wäre eine Art Beamtendeutsch. Ja, weil es ist ja nicht geschrieben, wie das Lieschen Müller von nebenan schreiben würde, sondern es hat schon eine gewisse, sage ich mal, so Ausdrucksweise, die für mich dazwischen den Zeilen auf jeden Fall durchkommt. Gut, dann lass uns jetzt die neueste Geschichte gleich mal mit aufgreifen. Entschuldige, da wollte ich hin mit euch beiden. Also, und zwar, wir sind nicht die Einzigen, die sich Fragen stellen. Ja? Wer oder was steckt hinter dem Dossier Rainer Füllmich? Ja? Hat man hier gefunden auf einer Webseite, die heißt alschnerklartext.de. Ja? Und da wird das ebenfalls so ein bisschen analysiert, und gefragt, wo kann das alles herkommen. Aber die treibende Kraft in dieser, sag ich mal, Analyse ist auch hier, wem ihre gebührt, Viviane Fischer. Ja, sie ist ja Adhäsionsklägerin. Sie ist also ebenfalls an diesem Prozess beteiligt. Sie möchte ebenfalls etwas von Rainer Füllmich bekommen oder rausfinden, in erster Linie ihre 700.000 Euro zurück. Und sie hat jetzt also hier auf ihrer Webseite 2020 News einen großen Artikel dazu veröffentlicht, in dem sie geschrieben hat, sie hat beim Verfassungsschutz angefragt, ob das denn jetzt nur alles so stimmen kann. Ja, im beigefügten Dokument findet sich auf Seite 1 die Formulierung, Füllmich initiierte und unterstützte mehrere juristische Aktionen und Klagen in Deutschland sowie in anderen Ländern mit dem Ziel, die Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit der im Rahmen der Pandemiebekämpfung ergriffenen Maßnahmen gerichtsrechtlich überprüfen zu lassen. Das ist gut, die hat Humor, die fragt dann hier nämlich, die fragt den Verfassungsschutz, welche von Dr. Rainer Füllmich selbst in anderen Ländern initiierten Klagen sind Ihrem Haus bekannt? Würde mich auch mal interessieren, welche von Rainer Füllmich selbst in anderen Ländern initiierten Klagen sind Ihnen denn eigentlich bekannt? Und jetzt gibt es also die Auflösung, unter anderem fragt sie aber natürlich auch, okay, ist es denn jetzt nur, kann das überhaupt stimmen? Haben Sie so ein Schreiben verfasst in Ihrem Hause? Und die lapidare Antwort, die wie sich klar angeschlossen hat, deshalb hätte er sich die Anfrage schenken können, kommt hier also von der Pressestelle bfv.de. Eilig, sehr geehrte Frau Fischer, vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir bitten um Verständnis, dass wir aus Gründen des Personenschutzes nicht zu einzelnen Personen uns äußern können, die im Verfassungsschutzbericht nicht genannt sind. Unabhängig davon können wir Ihnen, das ist spannend, mitteilen, dass die von Ihnen aufgeführten Dokumente nicht aus dem BFV stammen. Also so viel dazu auch an anderer Stelle. Der Bundesnachrichtendienst immerhin, der also Geheimdienst in Deutschland sagt, die Inhalte des in Rede stehenden Dossiers, siehst du, da hat man wieder dieses Beamtensprech, die Inhalte des in Rede stehenden Dossiers, nebst ergänzenden Aktenvermerken zur Person Dr. Rainer Füllmich, stammen nicht aus dem Bundesnachrichtendienst und sind diesem auch nicht bekannt. Damit erübrigt sich auch eine Beantwortung Ihrer Anschlussfragen. Gut, Jungs, also, Uwe, du merkst, es ist auf eine Art und Weise formuliert, du siehst, wie es aussieht und du hörst natürlich jetzt auch andere Kommentatoren, die relativ schnell auch angefangen haben, das Thema aufzugreifen. Du hast lange Zeit auch auf deinem Kanal, auf meine Bitte hin, möchte ich fairerweise transparente halber hier sagen, die Füße stillgehalten. Aber jetzt also der Moment, ich habe dich oft abwürgen müssen, jetzt kannst du vom Leder lassen. Inhaltlich kann das stimmen, kann das nicht stimmen, deine Analyse. Also du meinst jetzt alleine dieses Dokument? Ja. Nein, also das Dokument halte ich für Quatsch. Ja, dann also ich halte es deswegen Quatsch, weil eben es geschrieben ist, als ob eine Sekretärin das schreibt vom Sprachstil her. Das ist kein Sprachstil, den irgendein klassischer Beamter macht. Das ist eine Frauensprechweise, ja, auch wenn ich das jetzt nicht feministisch oder wie auch immer meine. Ja,
Das ist eine Art und Weise von jemandem, der im Innendienst sitzt, ja, der hier nur einen Fall zu definieren hat. So, aber die Frage ist, ist das überhaupt echt? So, aus den vorgenannten Gründen sage ich, es fehlt jegliches einzelne Echtheitsmerkmal. Das einzige Indiz, ja, wo vielleicht ein Hinweis sein könnte, dass es eventuell doch echt sein könnte, ist an irgendeiner Passage, da ist, heißt es dann B, Sternchen, Sternchen, ja, also nach dem Motto Quelle BKA oder Quelle BND oder so, sowas. Ja. Der das sehen wir hier. Ist das, glaube ich, ja? Genau. So, genau, Verfasser, genau, das ist es. Ne? So, das gibt es an der Stelle. So, und das ist aber auch das Einzige. Und alles andere ist also äußerst dünne. So, und im Übrigen stimme ich dem zu, was auch der Jurist Gordon Pankalla sagt. Es ist doch für dieses Verfahren völlig belanglos, weil doch sowieso klar ist, dass jeder, der sich so gebärdet, wie Rainer Füllmich sich öffentlich dargestellt hat, auf jeden Fall, ich sag mal, Beobachtung von Datenschutz oder Verfassungsschutz, ich sag mal, auf sich zieht, ja. So, und insofern ist das doch überhaupt nichts Besonderes, ja. Also das wäre eher, also mich hätte eher verwundert, dass das nicht schon viel früher der Fall gewesen ist. Also wenn es hier heißt, ja, seit August 2021, das ist doch lachhaft. Ja, so im Grunde genommen ist doch der Corona-Ausschuss hat doch schon seit seiner Gründung im Juli 2020, hat der doch voll angefangen vom Leder zu ziehen. Und so, und da braucht der Verfassungsschutz ein Jahr, länger als ein Jahr angeblich, um da so ein Papier zu erstellen. Das ist völlig unglaubhaft. So, wir haben doch gesehen, wie es bei den Demonstrationen geht, wie die Leute ja da von den Polizisten und den Ordnungsbehörden behandelt wurden, ja, wie strikt der Staat gegen Andersdenkende vorging. Und jemand, der solche Sprüche gemacht hat, ja, wie Rainer Füllmich in seinen Sendungen, der wird erst nach ein Vierteljahr, ja, wird der erst auf den Schirm gehoben, halte ich für völlig unglaubwürdig. Darf ich mal noch einen Punkt hinterher schicken, der lieber Roger, lieber Haushorn auf dem Kanal, ja, den Leuten im Prinzip sofort hätte vor Augen führen müssen, dass die ganze Scheiße hier, ich spreche heute Tacheles, liebe Freunde, ja, nichts anderes ist als erstunden, erlogen und zumindest also wirklich sehr, sehr dünn vorbereitet worden ist. Also erstens, was du richtigerweise hier angesprochen hast, ja, wir sehen es jetzt hier, es ist so unglaubwürdig maskiert worden, dass es eigentlich fast schon lachhaft ist. Verfasser B, Sternchen, Sternchen, ja, ihr seht es hier gerade, was wird das wohl sein? Natürlich ist es das BKA, sagen wir das alle im Chor, die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, ja, das entsprechend mit mehr Sternchen hier irgendwie zu maskieren. Woher weiß ich das? Wenn man hier weiter lesen kann, Einleitung, das B, Sternchen, Sternchen, hat eine gründliche Untersuchung und so weiter und so fort. Ja, das BKA, das Amt. Ja, wäre es der BND, der Bundesnachrichtendienst, würde dort der stehen. Aber es ist das BKA. Also wir wissen ohnehin schon im Prinzip zumindest einen der Beteiligten aus dieser ganzen Sache. Das ist einfach ganz normale deduktive Logik. Das nächste, liebe Freunde, lieber Uwe, ich weiß nicht mal, ob dir das aufgefallen ist, aber ich möchte jetzt hier gleich schon mal in diese Analyse hier einsteigen. Ihr merkt, liebe Freunde, ich habe einen Monat nicht gestreamt. Ich möchte die Sachen hier raushauen. Ja, ich habe keine Zeit für diese ganze Hausfrauenkacke. 24. August 2021 beginnen also jetzt Schreiben zu zirkulieren, indem man jetzt also eine umfassende Analyse und Empfehlung im Umgang, ja, mit Rainer Füllmich jetzt erst einmal also in den Umlauf bringt. Das ist jetzt noch keine irgendwie Aktionsplan, um Gottes Willen kein Befehl, Zugriff, jetzt muss was passieren. Man redet über mögliche Konstruktionen und Planungen. Ja, redet man, Achtung, jetzt aufpassen, Roger Bittel, ja, jetzt aufpassen, Hausfrauen da hinten, Lieschen Müller. Man redet darüber, wann? Am 24. August 2021. Warum ist das noch einmal relevant? Was hatten wir denn? Was war denn da Ende September 2021? Scheiße, da war doch was. Waren das eventuell die Wahlen? War nicht Rainer Füllmich der Kanzlerkandidat der Basispartei? Hätte er nicht da ein Amt bekleiden können? Ihr wollt mir also sagen, dass das BKA beginnt, Planungen zu machen, den vielleicht schlimmsten hier Corona-Querdenker-Leugner aller Zeiten, der unmittelbar bevorstehend jetzt also in unmittelbar einem Monat gewählt werden kann, und zwar zum Bundeskanzler. Ihr wollt mir sagen, dass dieses BKA, das den seit Jahren schon auf dem Schirm wahrscheinlich hatte, nicht erst seit der in den 90ern ZDF-weit und damit landesweit bekannt war als am Rande des Betrügerischen. Ihr wollt mir sagen, die fangen also quasi 6 Wochen vor der Bundestagswahl an, Schreiben zu zirkulieren, die verhindern sollen in finaler Instanz, dass dieser Mann in 6 Wochen zum Kanzler wird. In 6 Wochen Vorlauf fangen die an, jetzt hier Planungen zu machen, geschweige denn die Ausführungen dieses Plans. Allein das,
Allein die Timeline eurer Logik, liebe Freunde, die ganze Sache ist hinten und vorne erstunken und erlogen. Gut, also zumindest meiner Meinung nach, das, ansonsten müsste man das ja anderweitig präsentieren. Uwe, ich möchte dir noch eine Frage stellen zu dieser Sache. Und zwar, jetzt siehst du also dieses Dokument. Du sagst zu Recht Frauensprech. Ich weiß genau, was du meinst. Ja? Auf diesem Kanal reden wir Tacheles, deshalb darfst du das absolut sagen. Ich muss das jetzt auch hier nicht belegen. Es ist im Internet überall verfügbar. Lest es euch selber durch. Das ist unsere Meinung. Ihr könnt euch eure dazu bilden. So, sag's einfach mal frei heraus. Was glaubst du, wer hat das geschrieben? Also ich möchte es wirklich gerne mal wissen und ich stelle dir auch die Frage dann, stell die Frage nachher dem Gordon Pankala. Gordon, hör mal kurz weg, du sollst ja neutral sein. Ja, das weiß ich nicht, wer das geschrieben hat. Wer könnte es geschrieben haben? Was würdest du spekulieren? Naja, ich sag mal, wenn es jemand, nee, das ist eine Spekulation, da äußere ich mich nicht so. Nee, das will er nicht. Er weiß, es ist im Internet, was im Internet ist, das bleibt dort. Okay, Gordon, siehst du das anders? Möchtest du hier heute mal Tacheles reden? Möchtest du vielleicht eine Spekulation in den Raum stellen? Du musst nicht, du kannst. Mikros an, ne? Ja. Ja. Jedenfalls aus dem Dunstkreis von Rainer Füllmich vielleicht jemand. Ich frage mich, also ich habe es mir ja nicht so genau angeschaut, aber wir haben es ja jetzt hier gesehen. Normalerweise so Behörden schreiben. Sind ja immer an irgendjemand gerichtet. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ja dann eine Aufgabe, oder so, ich berichte an den und den und den. Aber dieses so ja, adressatenlose und dann Sternchen, also da müsste das ja geschwärzt sein. Ja, also so werden Schreiben normalerweise, wie ich es kenne, nicht abgefasst. Ja, weiß ich nicht, aber wie gesagt, ist auch belanglos, dass natürlich Leute aus der Corona-kritischen Szene hier beobachtet worden sind. Ich glaube, das weiß jeder. Das weiß jeder. So. Ja. Und also ich zweifle auch an der Echtheit und könnte mir vorstellen, dass es eben aus der Rainer Füllmich-Ecke kommt, um hier wieder die berühmten Nebelkerzen zu streuen, so wie Rainer das halt immer macht. Er geht nicht auf die Sache ein, sondern er sucht dann so einen Nebenschauplatz. Ja, das war auch mit Viviane Fischer so. Es gab die Vorwürfe gegen ihn und dann hat er sie angegriffen. Das ist immer das Gleiche, ist immer das gleiche Muster. Das funktioniert ja auch ganz gut. So ein großes Erstaunen, dann so, oh, dies und das. Ja, und dann redet also man gar nicht über das, was Sache. Ich möchte da auch nochmal reinspringen. Ja, also was ja auch noch eigenartig ist, dass doch eben die Frau Katja Wörmer, die ist doch die offizielle Rechtsvertreterin, ja, für den Rainer Füllmich. So, von dem Miseré hatten wir bisher nichts gehört. So, ist der Miseré nun Mitglied im Anwaltsteam zur Verteidigung von Füllmich, ja oder nein? So, und vor allen Dingen, wenn doch so ein Papier jetzt an den zugunsten von Füllmich verwendet werden sollte, würde ich doch mal erwarten, dass man das dann der Katja Wörmer zuschiebt, ja, so, und nicht jemand anderen, der bisher überhaupt noch gar nicht aufgetaucht ist. So, ich verstehe, was du meinst. Ne? Sie reißt sich den Arsch auf, ja, geht hier sonst wohin und macht das und übernimmt diesen Fall, was das allein an, sag ich mal, für eine Karriere einer Anwältin überhaupt bedeuten kann. Ja. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Uwe, zum Hintergrund von Frau Wörmer, ist sie nicht ansonsten Scheidungsanwältin? Genau. Ne, also das ist doch auch eigenartig. Miseré ist Strafrechtsverteidiger. Ja. So, und es geht hier um eine Strafrechtsangelegenheit. So verteidigt, formal wird er aber von einer Scheidungsanwältin. Ja. Also warum ist das nicht andersrum? Genau. Und eine Scheidungsanwältin, die sich für ihren Anwalt, also überhaupt diesen Fall zu übernehmen, ist eine Sache. Und dann stellt sie sich also für ihren Anwalt im Regen da vor die JVA, besucht den regelmäßig, steht auch Roger Bittel und seiner ganzen Publikumschaft dort zur Verfügung. Stundenlang informiert sie sie, Klammer auf, für mich mit inhaltslosem Blabla, Klammer zu, aber für sie wird das wahrscheinlich dann, was weiß ich, das Epitom ihrer juristischen Karriere sein. Immerhin darf sie hier, ja, Rainer Füllmich vertreten. Na, wie dem auch sei. Und dann kommt daher irgendwo von nirgendwo, ja, Rainer Kallmund in Spee oder, Entschuldigung, Dr. Christoph Miseré, aber die Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Ja, ich meine, ich habe auch den perfekten Ausschnitt gefunden, oder? Gordon, seit du es gesagt hast, kriege ich es nicht mehr aus dem Kopf. So, also wie dem auch sei, es kommt jetzt also jemand daher und setzt sich ins gemachte Nest, das eigentlich Roger Bittel und Rainer Füllmich und auf jeden Fall auch sie, Katja Wörmer, ja, über Wochen, über Monate im Falle von Füllmich über Jahre aufgebaut haben. Und die arme Dame, die lässt sich einfach so das Butter vom Brot nehmen.
Also Frau Wörmer, da muss ich mal sagen, hier, was ist denn mit Ihrer Wertschätzung? Ja, wo ist Ihre Eigenrespekt, ja, dass Sie diesen Herren da den Vorrang lassen? Was ist das für auch ein taktischer Move, Uwe? Glaubst du, Sie haben den Strafverteidiger dazugeholt, weil man Frau Wörmer das nicht abgekauft hätte? Was hat es damit auf sich? Naja, also das finde ich ist eben eine sehr merkwürdige Angelegenheit. Also einen Reim kann ich mir daraus jetzt noch nicht machen, ja, wie der Miseré da zusammenhängt. Es könnte natürlich schon sein, dass er eben passiv in der zweiten Reihe als Berater dasteht. So, aber es stellt sich ja überhaupt die Frage, warum die Katja Wörmer eben die Verteidigerin ist. Ja. So, und es geht hier um einen Strafrechtsprozess. So, und Rainer Füllmich, der ja sich immer damit rühmte, wie viele tolle Kollegen er hat weltweit, der hat die natürlich auch in Deutschland. Warum gibt es keinen einzigen oder auch gleich mehrere Strafrechtsanwälte in Deutschland, die den Rainer Füllmich aus der Untersuchungshaft und dem Verfahren raushauen? Warum muss er sich einer Scheidungsanwältin bedienen? Hm. Was so. Ist eigentlich mit Frau Dagmar Schön? Ich meine Dagmar, ja, wenn ich dich mal beim Vornamen nennen darf. Wir hatten uns gerade angefreundet. Wir hatten uns gerade kennengelernt. Du warst auf einmal die gefragteste Anwältin Deutschlands, zumindest unter Schwurblern. Du hast doch hier Rainer Füllmich auf einmal vertreten dürfen. Aus der Kalten kommst du daher. Ja, ich habe mich schon damals gefragt, willst du das überhaupt antun? Ja, und auch du bist gekommen und gegangen. Ja, wo ist Frau Dagmar Schön eigentlich hin? Und wer ist Frau Wörmer? Und wer ist Dr. Christoph Miseré? Und wozu braucht es diese drei Anwälte, wenn ein Anwalt vor Gericht steht, der sich selbst verteidigt? Gordon, hast du mitbekommen, wie das, wir sind ja alle nicht Prozessbeobachter, aber glaubst du, so wie du Füllmich kennengelernt hast, der kann da an sich halten? Macht das überhaupt Sinn, dass der andere Anwälte irgendwie, ja, bei sich hat in diesem Prozess? Ich denke, dass das natürlich schwierig ist, ja, wenn jemand selber Anwalt ist, dass dann, grätscht man ja immer rein. Aber ich möchte mich jetzt an eurer Kritik, außer der natürlich humorigen Äußerung, dass Miseré so ein bisschen aussieht wie Kalmund, aber ich mag den, das ist so ein rheinischer Jung und das sind auch gute Anwälte. Warum er jetzt dabei ist, weiß ich nicht. Katja Wörmer hat aber auch andere Strafrechtssachen auch schon gemacht mit Medizinprozessen, wie ich das weiß. Warum und weshalb möchte ich mich jetzt nicht dran beteiligen. Die machen ihren Job, wir machen ihre Arbeit. Ich denke, dass das nicht einfach ist, wenn der Mandant selber Anwalt ist. Ja. Lass mich mal so fragen, lieber Gordon. Du bekommst jetzt das Angebot. Und bei Dagmar Schön muss ich einfach sagen, dass Dagmar Schön ist eine ältere Dame. Da hatten wir auch eine Sendung mit dem Kollegen Markus Heinz. Da muss man auch sagen, das ist eine ältere Dame. Da muss man ein bisschen Respekt haben, finde ich. Sie ist etwas esoterisch angehaucht, ist sie einfach, aber da möchte ich mich an so Sachen ehrlich gesagt nicht beteiligen. Wenn die Rainer verteidigen wollen, dann ist das okay. Und warum er das Team so ausgesucht hat, müsst ihr ihn selber fragen. Da kann ich jetzt so nicht einsteigen, ganz ehrlich. Die versuchen, glaube ich, in ihrer Sicht wirklich das Beste für ihren Mandanten. Und man kann ein bisschen humorig da jetzt... Ich verstehe. Ne? Kürzen wir es ab. Ich stelle dir eine konkrete Frage. Du distanzierst dich von allem, was wir hier gesagt haben. Alles, was hier gesagt wurde, ist in allererster Linie auf meinem Mist gewachsen. Uwe hat damit gar nichts zu tun und erst recht nicht Gordon. Also, wir lassen das jetzt hier so auch im Internet stehen. Dann lass mich dir eine juristische Frage stellen. Wie funktioniert denn das jetzt mit der Beweisführung? Also, wir wissen ja alle, es sind mehrere Termine noch angesetzt. Die ziehen sich also in diesem Prozess noch bis in die Mitte Mai. Und jetzt kommt also auf halber Strecke, mehr oder weniger, kommt jetzt auf einmal so ein Knaller daher. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, wie Christoph Miseré da also aufsteht, Verzeihung, Dr. Christoph Miseré, ja, und das Ding dann also, wie bringt man das ein? Ich meine, hat da der Richter die Geduld, dass er sich das dann im Selbststudium selber anschaut, wird das laut verlesen? Wir waren jetzt beide nicht dabei, aber wie wärst du rangegangen und wie glaubst du, ist es denn abgelaufen, so etwas einzubringen in die puncto Beweisführung? Ja, das ist vielleicht unter dem Aspekt zu sehen, Glaubwürdigkeit oder Hintergründe oder so, aber es spielt für mich jetzt rechtlich nicht so wirklich eine Rolle. Ja, wenn wir jetzt im Gegensatz zu Bittl hier mal ernsthaft berichten sollen, sind es ja meiner Ansicht nach zwei Komplexe der Anklage wegen dieser Untreue. Untreue ist ja ein Tatbestand, Vermögensbetreuung, das heißt, du hast einerseits das Außenverhältnis, da wird irgendwas ausgemacht und im Verhältnis darfst es nicht. So, und das heißt, du verfügst über fremdes Vermögen. Das beste Beispiel hierfür ist immer der Vermieter. Du gibst dir dem Vermieter die Kaution und der passt darauf auf.
Und wenn der Vermieter jetzt sagt, die Kaution, die habe ich mal ausgegeben, die kann ich jetzt aber nicht mehr zurückgeben, ne? Da wäre ja auch jeder sauer, da wäre auch der Rainer Föhn mich sauer. Und das ist wirklich darum, wo es geht. Und da gibt es zwei Komplexe. Da habe ich auch auf meinem Kanal etwas falsch erzählt, weil ich es einfach nicht besser wusste. Möchte ich jetzt auch gerne nochmal klarstellen. Ich habe jetzt in den ursprünglichen Vertrag gesehen von der Ursprungsgesellschaft mit den vier Leuten. Die Frage war ja, wohin muss das Geld überhaupt zurückgeführt werden? Wann ist das Geld angefallen? Für mich hat ja dann mit Viviane Fischer eine zweite Gesellschaft gegründet. Durften sie das überhaupt? Habe ich immer in Zweifel gestellt. Jetzt habe ich den Ursprungsvertrag gesehen. Das Wettbewerbsrecht wurde ausgeschlossen. Das durften sie durchaus tun. So. Jetzt in diesem Zeitrahmen der ersten Corona-Vorschaltgesellschaft, wird das ja, glaube ich, genannt, ist das Geld wohl in diese Wertspeicherei eingeflossen. Das ist der erste Anklagekomplex, dass man eben sagt, da ist was in diese Immobilie geflossen und da wollte es, wenn er die verkauft, zurückbezahlen. Das ist der erste Komplex. Der zweite Komplex ist diese Geschichte mit den Bürokosten, ja, mit den unglaublichen 30.000 Euro im Monat. Da ist dann wieder die Frage, ist das gedeckt, sozusagen Außenverhältnis, Innenverhältnis, durfte er das? Und da wird zur Verteidigung dann immer vorgebracht, Viviane Fischer habe ja die Bilanz gesehen, aber allein die Kenntnis davon heißt ja nicht, dass die Genehmigung im Außenverhältnis geschehen ist für diese 30.000 Euro. Also auch wenn Viviane Fischer wusste, irgendwie, er hat 22 mal 29.750 Richtig, also Euro. das bedeutet 22 erstmal mal. in dem Sinne der Untreue, selbst bei Kenntnis von Viviane Fischer, dass er dieses Geld ausgegeben hat, ist einfach die Frage, war er dazu befugt? Ja, aber Ja? das wissen wir. Das kürze ich mal ab. Das haben Sie ja vor Gericht rausgearbeitet. Soweit habe ich auch Prozessbeobachter Ja, das aber jetzt das sind mitbekommen. doch die entscheidenden Fragen Ich im weiß, aber Jahr. das wollen wir festhalten und Ehre, wem Ehre gebührt. Das Ja. haben die vor Gericht rausbekommen und dann nehme ich Ja. auch den filmischen Schutz. In der Tat waren die alle, wie war das, alleine bevollmächtigt, da zu unterzeichnen. Alle Gesellschafter konnten alleine Mittel freigeben. Ja, und so Ja. hat sich also Rainer Föhn mich offensichtlich eben nicht mit Wissen von Viviane, wobei das bleibt noch zu klären, ob sie es tatsächlich nicht wusste oder nicht, aber auf jeden Fall hatte er die Ist ja egal, Erlaubnis, ob sie es weiß. rechtlich Es ist gesprochen. vielleicht Richtig, ist vollkommen egal. Genau, die haben das guck mal, du rausgearbeitet, musst ja sagen, dass was er ist das denn noch durfte. genehmigt? Was ist denn noch genehmigt davon, was er tun durfte oder was er nicht tun Ja, durfte? aber darum geht es Ja, ja nicht. also Gordon, vor Prozess geht doch, es ja nicht darum. Es das. geht ja, die debattieren ja nicht die 30.000 Euro 22 Monate am Stück. Die debattieren ein Darlehen, das er sich Das ist rausgenommen der hat, zweite dass er Themenkomplex, zu nicht dem ich zurück, kommen wollte. dass er nicht rausgenommen hat. So, dass er nicht zurückgibt. Und darauf möchte ich jetzt kommen. Uwe, in diesem Punkt, also lass uns mal doch beim Prozess bleiben, Ja, weil aber wir machen ein das bisschen sind doch die Prozessupdate. wichtigen Punkte, Ja, Elia, du hast doch, um ich die muss es hier geht, anscheinend moderieren. um die, Ja, lieber ja. Gordon, aber ich muss ja Nee, moderieren. Ich kann den Uwe ja nicht komplett im Hintergrund versinken lassen. Uwe, hast du das Gefühl, dass in diesem Prozess überhaupt noch über die richtigen Themen gestritten wird? Ich frage ganz bewusst, weil du weißt, wie das bei einer Filmischshow ist. So ein bisschen wie wenn man bei ETVC ist. Ja, Eli kann da mal in Sphären abtauchen, genauso ist es bei Filmisch. Streiten die überhaupt noch über das Relevante oder hören die eigentlich nur Filmisch bei seiner Selbstbeiräucherung und so? Geht es überhaupt noch um Gelder und wenn ja, um welche? Nach meiner Meinung handelt es sich insgesamt um einen Schauprozess, um ein reines Theaterspiel, und zwar schon vom ersten Moment an. So, und ich möchte das auch begründen, warum das meine Ansicht ist. So, eigentlich war ja das ursprüngliche Problem, dass zwischen den Gesellschaftern, dass die miteinander nicht klarkamen. Da stellt sich doch die Frage, warum die dann nicht auf normale zivilrechtliche Art und Weise gegeneinander vorgegangen sind. Ja, zum Beispiel, da warum hat man nicht eben Auskunftsansprüche gegen den Rainer Föhn gestellt? Na gut, Hätte er war man ja doch schon in machen können. Mexiko. Ja, aber war ja schon in Mexiko Nein, da und war er doch nicht in Mexiko. Wir reden wir von der reden von Mitte Zeit des 125, 22. ja, von Mitte 22. So. Und da hat man ihn ausgeschlossen, ja, aus dem Corona-Ausschuss, ja, so, und dann gab es die große Sendung, wo sie alle gegen ihn gehetzt haben, den 125. So, warum hat man nicht irgendwelche zivilrechtlichen Mittel genommen? So, warum dauert es dann quasi jetzt ein Jahr weiter, ja, bis dann auf einmal ein Strafverfahren in Gang gesetzt wird? Also es ist mir völlig unbegreiflich, warum vier Rechtsanwälte Forderungen gegen einen Fünften haben und nicht dazu in der Lage sind, zivilrechtlich gegen den vorzugehen, bis heute ja nicht. So, was, warum oder auf welche Weise ist das erklärbar? Gordon, auf welche Weise ist das erklärbar? Warum haben die das Das nicht zivilrechtlich gemacht? ist ganz einfach. Natürlich kannst du das zivilrechtlich machen. Auskunftsklage, du könntest Auskunftsklage erheben. Zunächst erstmal, was muss zurückgeführt werden, was ist überhaupt reingekommen? Das wussten die ja nicht. Ja?
Und das kannst du zivilrechtlich machen. Du kannst es aber, und das ist eine normale Vorgehensweise, würde ich sagen, auch dann, insbesondere wenn sich jetzt hier der Vertragspartner, nennen wir es mal so, in Mexiko mittlerweile befindet, natürlich auch die Staatsanwaltschaft einschalten, wenn es um diese Vermögensbetreuungspflicht geht, die ich ja jetzt eben gesagt habe, und dann sagen, der hat die offensichtlich verletzt. Ja, Ja, aber das und stimmt mit der Zeit, das stimmt mit. wenn im Klage, wenn im Strafverfahren das dann sozusagen attestiert wird, dass es so ist, da kann man ja im zweiten Schritt immer noch die Zivilrechtsklage erheben. Also das ist durchaus normal, dass man das so macht, Aber dann weil das sagst ist du ja auch ein auch, es ist gut, dass Vorteil. sie zuerst strafrechtlich gearbeitet haben. Sagst du ja Ja, selbst, eben. Gordon. Ja, genau. Und vor allen Dingen stimmt das mit der Zeit ja nicht. So, denn der Grund dafür, dass der zweite Corona-Ausschuss gegründet wurde, die 50-50-Gesellschaft, wo Füllmich und Fischer alleine Gesellschafter waren, war ja davon das Zerwürfnis mit den anderen da war. Das heißt, was wir im September 2022 gehört haben, war doch schon in einer fortgeschrittenen Phase. Der Streit zwischen denen war doch schon viel früher. Der war doch schon in 21 gewesen. So, und das haben ja auch der Hoffmann und so weiter im 125. Corona-Ausschuss gesagt. Die haben doch schon seit einem Jahr haben die miteinander Terz gehabt. Ja? So, Richtig. dass der Füllmich war doch nicht jetzt 1,5 Jahre in Mexiko, sondern er ist doch erst ganz zum Schluss nach Mexiko gegangen. Das heißt, die haben 1,5 Jahre lang nichts gemacht gegen ihn. Ja, keinerlei zivilrechtliche Angelegenheit. So, und das ist für Anwälte, meine ich, doch ein überhaupt nicht nachvollziehbares Verhalten. Ja, also die sind ja alle Profi-Anwälte. Sie wurden uns verkauft als die Anwälte, die für uns hier Billionenklagen führen würden. Aber irgendwie haben alle entweder riesengroßes Geld übersehen, das aus den Kassen dieses Ausschusses geflossen ist, ja, oder aber, ja, die haben sich von diesen Anwälten, die es zuerst nicht bemerkt haben, wie viel Geld da im Prinzip verschwindet, aufs Kreuz legen lassen. Und Naja, ich das sag mal so, ist schon das alles sehr. ist ja nur mein erstes Indiz, ja. So, dass ich sage, hier stimmt was von der Zeit her nicht. Ja, es kann nicht sein, dass vier Anwälte rumjammern und 1,5 Jahre nichts tun und dann auf einmal kommt eine Strafanzeige, ja. So, sondern da ist man vorher, ergreift man eigentlich sofort irgendwelche Mittel, ja, man setzt Fristen und. Ja, so nichts davon haben die jemals gemacht, jedenfalls nicht, soweit wir wissen. So, und dann ist auf einmal der Punkt, der ergab sich ja auch aus dem Prozess, dass die Strafanzeige ja sehr wohl in Verbindung eben mit der Staatsanwaltschaft kam. Ich glaube, die Antonia Fischer hat an einer Stelle, ich glaube am 9. oder 8. Tag oder so, ja wortwörtlich sinngemäß gesagt, ja, unser Vergleichsangebot, was der Justus Genau. B. Hoffmann und ich machen wollten, das war ja gar nicht ernst gemeint. Wir wollten ja, dass der Rainer in den Knast geht, ja. So, das heißt, die haben mit der Kriminalpolizei zusammengearbeitet, um den Rainer nach Deutschland zu locken. So, so weit, so gut. So, aber das bedeutet ja, dass im Grunde genommen ja, die Hafenanwälte, vermutlich alle drei, ja, weil die haben ja alle drei die Anzeige seinerzeit unterschrieben, so dass alle Ohne drei sie, Achtung, ohne daran. sie gelesen zu haben. Antonia Fischer hat vor Gericht zugegeben, dass sie teilweise den Inhalt nicht kannte und teilweise nicht gelesen hatte. Ja gut, sie war ja eh, hat ja eh Gedächtnisschwund, ne? Zumindest vermittelt sie den Eindruck. So, das heißt, wir haben also im Grunde genommen folgende Konstellation, dass die drei Hafenanwälte ja offensichtlich einen Deal mit der Kriminalpolizei oder mit der Staatsanwaltschaft gemacht haben. Die sind dann quasi, kriegen dann, wenn sie als Kronzeugen auftreten, ja wohl bestimmte Vorteile. So, das heißt, die sind ja schon mal außen vor. So, Viviane Fischer, die ist ja eh in eine andere Angelegenheit in Klage, ja, oder eben als Adhäsionsklägerin, die ist quasi auch außen vor. So, das heißt, was wir haben, ist ein Sammelsurium von allen Beteiligten aus Corona-Ausschuss und Sammelklage, von denen die Hauptakteure bis auf den Rainer Füllmich im Grunde genommen jetzt schon freigeschrieben sind. Das heißt, der Einzige, der überhaupt noch irgendein Risiko hat, ist irgendwas passieren könnte, wäre der Rainer Füllmich. So, und da kommt mein drittes Argument, warum dann jetzt diesen, ich sag mal, Wackelparagraf mit der Untreue. Ja, so der hat, ich habe mich da mal informiert, ja, ich meine, ich bin jetzt kein Jurist, ja, so für das juristische Bewertungsschema sind da 6 oder 7 Punkte, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen, damit man eine Untreue nachweisen kann. Ja, so, und das ist eine ganze Menge an Punkten, die man dann quasi belegen muss. Das heißt, ich stelle mir die Frage, warum die Staatsanwaltschaft auch bei einem solchen Wackelparagraf den zur Grundlage ihrer Anklage nimmt. Haben die nichts Besseres gefunden? Ja, so, das heißt, hier befürchte ich, weil dieser
StGB 266 ja vermutlich sehr schwer nur zu belegen sein wird, dass der Rainer Füllmich am Ende eben freikommen wird oder vielleicht eine geringe Strafe bekommen wird. Und das war es dann. So, und das Ganze dann in wie vielen Prozesstagen, in 10, 12, 15, 20, für ein Vermögensdelikt ja, von ein paar hunderttausend Euro. Und da reden die tagelang darüber, wie ein Notarvertrag zu Moment, machen Moment, ist. Moment. Es geht um 700.000 plus 600.000. Es geht um 1,3 ja. Millionen ja, Euro, die vordergründig im Raum stehen, die nicht zurückgeführt worden sind. Kein einziger Cent. Die haben sich also vor über einem Jahr, bevor er rausgekickt worden ist, eigentlich schon miteinander überworfen. Deshalb haben Justus und Antonia Fischer und wer war der dritte im Bunde? Tim Plien, auch nicht mehr blicken lassen im Corona-Ausschuss. Ja, Rätsel gelöst an alle Hausfrauen da draußen, die sich fragen, wie das sein konnte. So, und dann aber, als es mit dem Ausschuss langsam aber sicher zu Ende ging und das BKA vielleicht Druck gemacht hat oder was auch immer, da war die Wahl schon längst geschafft und Geschichte. Ja, dann kam auf einmal dann der Rausschmiss. Ja, als man gesagt hat, okay, der zieht ohnehin nicht mehr, das Geld kommt nicht mehr so rein und überhaupt hätten wir dann gerne Ansprüche geltend gemacht und so weiter und so fort, weil der sich damals schon bedient hatte, der füllt mich zu diesem Zeitpunkt und zwar an zwei Stellen. Das vergessen die Leute immer wieder. Es geht nicht nur um die 700.000 Euro, die Viviane zurückhaben möchte, von denen Rainer für mich keinen einzigen Cent zurückgeführt hat, in über anderthalb Jahren, bevor er ins Gefängnis gegangen ist. Ja, es geht auch noch um das Geld, was er im Prinzip für die Sammelklage über Templin hat einsammeln lassen, was ebenfalls jetzt bei Templin gelandet ist. Aber dann ist ja nachher noch der Hausverkauf dazwischen geschaltet. Also ihr merkt eine unfassbare Story, aber wir müssen das in der Chronologie mal nicht vergessen. Und jetzt höre ich dich richtigerweise sagen, so, und diese ganzen Anwälte und diese cleveren BKA-Leute und wer auch immer, die kommen dann mit dem Untreue-Paragraphen. Es wirkt schon ein bisschen dünn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne den ja gar nicht. Ja, und vor allen Dingen, gucke mal, was jetzt viertes Indiz, ja. Der ganze Corona-Ausschuss ja, hat Millionen Umsätze gemacht. So, und diese Millionen Umsätze sind wie ausgegeben worden. Ja, nicht für Untersuchungsausschüsse oder sonst nicht was, sondern zum Beispiel war da mal geplant, für die Pathologiekonferenz 200.000 Euro aufzutreiben. Für eine Pathologiekonferenz 200.000 Euro, ich fasse mich an den Kopf. Nachher waren es dann aber nur 20.000 oder 30.000 laut den Aussagen im Prozess. So, dann musste man 27.000 Euro für E-Mails im Monat ausgeben. So später hat Viviane Fischer gesagt, sie braucht, um ihren Corona-Ausschuss weiterzuführen, 32.500 Euro im Monat und. Das heißt, wir haben, so, und dann wurde noch irgendwie davon geredet, dass der Zibis irgendwie im Laufe der Zeit auch eine Million bekommen hat in seiner Oval-Media. Das heißt, wovon wir doch eigentlich reden, ist, dass ungefähr, ich glaube, in der Summe, die kam, glaube ich, im Prozess auch irgendwo vor, knapp 5 Millionen Euro mit diesem Corona-Ausschuss eingesammelt wurden. Und diese sind quasi versickert, so würde ich das mal behaupten, in innerbetrieblichen Ausgaben. Ja? Mhm. So, das Geld wurde für Technik, für Computer ausgegeben, für E-Mails ausgegeben, für Filmstudio ausgegeben und. So, das heißt, was wir hier haben, ist eine riesengroße Geldmaschine, die einige Leuten, ja, offensichtlich wirtschaftlich von Vorteil war. Und die Frage ist, was genau hatte eigentlich die Protestbewegung davon? Ja? Was hatte die Widerstandsbewegung davon? Meine Befürchtung ist, dass dieses Geld dieser Bewegung im Grunde genommen entzogen wurde. Und vor allen Dingen, die Leute wurden ja mit diesem Fernsehprogramm ja, vor dem Fernseher gehalten. So, und ich habe hier in dieser Serie, die du da anführst, ja in Teil 6 oder Teil 7 und Teil 8, da habe ich die Zitate angeführt, wie die selber sagen, dass sie eine Reality-Show machen. Ja, das sagen die wortwörtlich. Ja, wie wichtig es war, einen guten Eindruck zu machen und familiär zu wirken. Ja, und Wodak sagt, ja, wir waren eine Reality-Show. Ja, die war erfolgreich. So, und das, was wir jetzt hier sehen, das ist für mich die Fortsetzung der Reality-Show. Nämlich, wir haben eine Show, die dem Publikum, und zwar dem Protestpublikum deutschlandweit, wenn nicht gar weltweit, jetzt einen Showprozess vorführt, an dem der auf der einen Seite der böse, böse Rainer Füllmich ist und für die anderen der politisch verfolgte Rainer Füllmich. Und was bei diesem ganzen Prozesstheater völlig ausgeblendet wird, ist, wie viele Leute sich am Corona-Ausschuss und am den Hafenanwälten bereichern wollten oder bereichert haben.
vor allen Dingen, welche Auswirkungen beide Institute ja auf die Widerstandsbewegung der deutschen Bevölkerung gegenüber der Corona-Politik hatten. Ja, um die Widerstandsbewegung zu fixieren auf ein Reality-TV-Event, wo man dann schön vor der Glotze hängt, sich spannende Weisheiten anhört, sich über die Menschlichkeit der oder menschlichen Fehler der Protagonisten dort auch mal aufzuregen und mitzudenken. So, und während man all das macht und das stundenlang, ja, und das gerade immer an Tagen, wo ja man auch hätte zur Demo gehen können und auch andere Dinge machen können, die vielleicht für den politischen Protest sinnvoll gewesen wären. Ja, da ging man dann eben nicht hin, weil das einfach ein viel zu wichtiges Event war. So, also die ganzen, ich sag mal, reine medizinische Aufklärung, die war ja doch nach einigen Monaten schon längst erledigt. Und dann auf einmal kamen immer abstrusere Themen rein, ja, die mit Gott und der Welt zu tun hatten, aber eigentlich nichts mit dem ursprünglichen Thema. Das heißt, spätestens an der Stelle hätte er jedem, der noch irgendwie an den Gedanken dachte, dass der Corona-Ausschuss was mit Protestaufklärung zu tun hat, mal ein Fragezeichen in den Kopf kommen müssen nach dem Motto, was hat denn dieses Thema eigentlich damit zu tun? Nämlich rein gar nichts. Ja. So, das heißt, ich bin der Meinung, ja, und ich habe dazu 8 Videos auf meinem Kanal gemacht, ja, in meiner Playlist von 40, ja, und habe das genauestens analysiert. Und ich bin bis heute der festen Überzeugung, dass der Corona-Ausschuss nichts anderes ist als eine gesteuerte Opposition. Das heißt, von wem auch immer, der die Opposition in Gang gesetzt hat, die wurde in den Gang gesetzt, ja, und zwar gezielt, um den Protest gegen die Corona-Politik in eine bestimmte Art und Weise zu bündeln, ja, dort einen bestimmten Haufen von Menschen zu haben, die dann schön Fernsehen gucken, statt irgendwas gegen die Maßnahmen zu machen. So, und denen es genügt, wenn sie hören, dass jemand tolle Sprüche macht, was man alles weltweit tun wird, ja, so, und wen man alles weltweit kennt und was die Kollegen so alles treiben und welche Erkenntnisse man alles hat. Ja, und das ist dann eben so ein spannendes Programm, ja, in dem man dann eintauchen und in das man versinkt, ja, und dabei einfach das Handeln vergisst. Ne? Und genau das haben wir jetzt auch, genau dieselbe Szenerie. Wir sitzen vor der Glotze, wir studieren alle verschiedenen Prozessbeobachter, wir versuchen zu rätseln, wie es diese komplizierte Grundschuldangelegenheit gelaufen ist. Wer da nun was falsch gemacht hat, wer konnte an das Geld kommen, war es die Schuld des Notars, war es die Schuld von Föhmich, war es die Schuld von Templin? Und mit all diesen völlig belanglosen Fragen befassen wir uns, aber wir befassen uns nicht mit der Frage, warum dieser Prozess überhaupt stattfindet, warum jemand, der lediglich im Verdacht steht, ein paar hunderttausend Euro möglicherweise veruntreut haben, richtig medientauglich, ja, also wirklich wie im Hollywood-Blockbuster mit Handschellen und Bauch in den Saal geführt wird, als ob er ein Schwerverbrecher wäre, der gestern erst 3 Jungfrauen abgeschlachtet hat. So, der 6 Monate in Untersuchungshaft sitzt wegen eines Deliktes, was eigentlich eine Angelegenheit ist, die Unternehmer im zivilrechtlichen Verfahren unter sich klären könnten. Das ist alles, fällt überhaupt niemandem auf, dass es ein bisschen eigenartig ist. Gordon, ich will an dieser Stelle transparent sein. Uwe und ich sind sehr tief im Thema und wir haben so unsere Theorien. Möchtest du dabei bleiben? Weil ich frage aus Respekt, weil wenn du dich von allem distanzierst, was wir jetzt in den nächsten 45 Minuten sagen, dann ist es ja für dich ein bisschen witzlos. Nee, aber also ich würde sagen, es geht ein bisschen zu weit, was der Uwe sagt. Ja, also teilweise kann ich es nachvollziehen. Ich glaube aber nicht, dass einer, der Freitag eine Sendung schaut, dann Samstag, Sonntag nicht zur Demo geht. Also das halte ich für überzogen. Und die andere Sache, im Sinne des Strafrechts hier vorzugehen, ist völlig normal. Vor allen Dingen, wenn einer dann in Mexiko ist, brauche ich das nicht zivilrechtlich zu tun. Und dann hatten wir eben nochmal die beiden Vorwürfe der Büroausgaben und der Rückzahlung. Da müssen wir auch fair bleiben. Ich aus meiner Sicht sagen, wie das dann da gelaufen ist, ist vielleicht schwierig, dem Rainer für mich wirklich einen Vorsatz vorzuweisen, weil er hatte ja tatsächlich offensichtlich vor, nach dem Verkauf des Hauses die Gelder zurückzugeben an die GbR. Ja, und dazu kam es ja nicht mehr, weil Templin ihn das praktisch, sagen wir auf Deutsch, unterm Arsch weggefändet hat. Um da jetzt einen Vorsatz vorzuweisen, wird gar nicht so einfach. Ja, aber ich gehe da auch nicht d'accord mit der Uwe, was der Uwe sagt, da geht ja nur um ein paar hunderttausend Euro. Also ich meine, sorry Uwe, also ein paar hunderttausend Euro sind ein paar hunderttausend Euro. Halte ich für übertrieben, halte ich also auch ein bisschen für eine Verschwörungstheorie. Ja. Was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja,
zu dieser Manifestation des Aneignungswillens, ja. Das heißt also, jemand verfügt über Gelder und zwar im Außenverhältnis so, dass was er im Innenverhältnis eigentlich nicht darf. Ja, da gibt es ja dann Aspekte, wo man sagen kann, da manifestiert sich das nach außen hin, dass man es eben sieht, um Vorsatz belegen zu können. Da muss man aber ganz klar sagen, wenn jemand sich aus Geldern dann einen Vorgarten machen lässt, dann zeigt sich schon, dass er das Geld offensichtlich irgendwo nicht zurückgeben will. Ja, das ist das eine. Das hatte ich mir noch aufgeschrieben. Die andere Sache ist die Überweisung an das Konto der Frau. Da manifestiert sich ja auch dieser Wille, das gar nicht mehr zurückzugeben. Ja, indem ich es woanders hin verschiebe und ausgebe. Das ist ja wohl so gewesen. Und was hatten wir sonst noch hier mit dem Gold? Da steht ja in Frage, wo Viviane Fischer in dem Moment sagte, wir haben hier kein Geld mehr, ich möchte das Geld zurück. Und nach dem Verkauf des Goldes landet es auf dem Konto von Föhmich. Und da sagt ja Roger Bittel, ja, da hätte den Rhein einfach mal fragen können. Da kann ich nur sagen, hätte Fahrradkette, dann hätte das doch machen sollen. Hätte das Geld doch zurückgeben sollen. Und ich nehme das nicht als Lappalie. Und über den Weg des Strafrechts zu gehen, ist absolut korrekt. Aber eine Sache wollte ich noch sagen. Zwei Leute, die ja hier beteiligt waren, der Justus Hofmann und die Antonia Fischer. Justus Hofmann sitzt da gelangweilt, so mit seinem Handy und hat überhaupt nichts zur Sache beigetragen. Da würde ich mir an Rainer Föhmich Stelle, auch, wäre ich auch verärgert. Ja, wenn ich mit vier Leuten was starte und zwei Leute machen überhaupt nichts und dann sagen nachher, aber die ganze Kohle muss zu mir. Das ist ja das, was ich mit der Arbeitseinlage meinte. Hier ist es aber tatsächlich so. Gordon, 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 es streitet niemand über Arbeitsanlagen. Entschuldige, wenn ich jetzt despektierlich werde, aber in dieser Sache lass mal bitte die Erwachsenen vor. Ja, ich habe es Nee, mir jetzt nee, lang nee, nee, genug nee, angehört. das lasse ich jetzt nicht so gelten. Ja, Das lasse ich nicht so Gordon, gelten. Das muss man aber dem Rainer Föhmich auch mal, nein, das muss ich auch ganz klar es geht doch sagen. vor Gericht überhaupt nicht darum, ja, dass die jetzt sagen, aber wir haben so viel am Corona-Ausschuss mitgewirkt, wir wollen jetzt die Gelder zurück. Es geht darum, dass Rainer Föhmich sich 700.000 oder 500.000 oder 600.000 als Darlehen Ja, aber ohne rausgezogen Rainer hat bei den Föhmich wäre das Geld doch gar nicht Hafenanwälten. reingekommen, Ja, das ist wenn doch du vollkommen nur egal. einen Justus Das ist doch Hofmann vollkommen gehabt egal. Es geht doch hättest. nur Nein, das darum, ist nicht Gordon, ich will dich egal. jetzt nicht überschreien, aber Gordon, es geht nur darum, dass er sich Ja, ich Gelder kann mir ja nie genommen hat. ausreden. Dass er sich Gelder genommen hat, der Rainer Föhmich, aus dem Ja. Budget, das er natürlich eingeworben hat, aber das rechtlich Tim Plien gehört mit den Hafenanwälten. Er hat das genommen und er hat es nie zurückgezahlt. Er hat auch, nachdem er rausgeflogen ist aus dem Corona-Ausschuss, nie Anstalten Ja. gemacht. Du hast ja selber gesagt, Motivation und Manifestation und hast du nicht gehört, ja? Auch nur einen Cent davon zurückzuführen. Kein einziger Vergleich ist getroffen worden. Er hatte bereits die Kohle ausgegeben für irgendwelche Swimmingpools und seinen Gartenvorbau. Ja, also eindeutig ist das belegbar, dass er dieses Geld nicht zurückgeben wollte. Es geht Sag ich nicht doch. darum, Ich ja, sage, aber es ist aber ja eine ganz innere klar, es geht Motivation. nicht Wenn darum, du eine es geht Firma mit nicht vier Leuten darum, hast und zwei Leute machen gar nichts, dann kann ja, ich das menschlich, aber zumindest menschlich es geht doch verstehen. nicht um Ja, aber es menschlich, ist es ja geht um juristisch rechtlich. irrelevant. Es geht um Es ist ja rechtlich, juristisch genau. Es geht irrelevant. nur um juristisch. Und juristisch wird ihm Nein, es geht auch angezeigt. ums Menschliche. Nein, es Er ist geht auch ums angeklagt. Menschliche. Menschlich ist der Mann unterirdisch. Er nennt uns eine Teetasse, einen quiekenden Eunuchen und alles Da weitere musst du auch sonst. drüber Ja, stehen. Ich Mr. hatte auch Global, da irgendwie stehe die ich nicht alkoholische drüber. Ich Anwalt kann genannt. diesem Stehe ich Mann auch das nicht drüber. vergessen und ich werde es ihm auch nicht vergeben. Aber er ist für mich menschlich Da musst sowieso du auch unten mal dran durch. arbeiten, musst du auch mal daran vergeben, dass Leute Gut, eben Fehler dass machen. es jetzt hitzig wird, aber lange Rede, Ja. kurzer Sinn, ja? Er steht vor Gericht wegen einer Anklage von Veruntreuung. Und da geht es nicht darum, dass die sagen, okay, wir hätten aber gerne Anspruch auf die 30.000 Euro 22 Monate lang. Sondern die sagen, du hast ein Darlehen von uns bekommen, du hast dieses Darlehen nicht zurückgezahlt, es ist damit veruntreut, weil du hast ja keinen einzigen Cent davon Das zurückgeführt. habe ich doch Nur gesagt, das habe ich darum doch gesagt. geht es. Nein, das hast du nicht gesagt. Du kommst mir dann auf einmal mit, die haben da aber viel zu beigetragen und sonst was und er sei jetzt zu Recht verärgert. Es ist vollkommen egal, ob er zu Recht verärgert ist, wie viel die da beigetragen haben. Wenn man Justus P. Hoffmann auch nur anguckt, sieht man dem sofort an, dass von dem Mann nicht sehr viel zu erwarten ist. Weder juristisch, der hat gerade seinen Doktortitel Verstehe ich gemacht, deine ja, Argumentation verkappter. überhaupt nicht? Die Verstehe. Argumentation ist, dass du mir gekommen bist mit von wegen, ja hier, menschlich ist das nachvollziehbar und sonst was. Es geht nur ums Juristische. Juristisch stellen wir uns die Frage, wie geht die Sache aus angesichts dessen, dass ihm Das vorgeworfen habe ich wird, ja dass es gerade eben Untreue so gibt fragen um wollen, wozu ich hier überhaupt nicht komme. Und deswegen bin ich jetzt raus 500.000 aus der Sendung, dann macht Euro. ihr alleine weiter, Das habe ich weil doch das ist auch. dann genauso beschissen wie bei Bittel TV. Und Aber auf Gordon, das ist nicht. Wiedersehen, ciao, Nein, es ist bye. nicht beschissen. Wir hatten das schon bei Samuel Eckert und das mache ich nicht nochmal mit. Gordon, Sorry. du musst aber auch sehen, dass wir Nein, nicht an mache der ich Sache nicht. vorbei Auf diskutieren dürfen. Wiedersehen. Möchte ich realistisch bleiben Mach, und wie auch du menschlich willst. Ich sein. hatte ja auch Das mache gesagt, ich dass wir nicht. hier Tacheles reden werden. Ich Nein, ich danke dir für komme deine nie zum Einschätzung. Ausreden, sondern dann, da darf ich das nicht sagen, das machen wir später und jetzt darf ich es auch nicht sagen. Und deswegen, dann macht Okay, das Gordon, beide alleine weiter, was das mache ich möchtest du so nicht sagen? mit.
Was möchtest du sagen? Das ist auch nicht in Ordnung. Auch nicht die hässlichen Bilder von Rhein ist auch nicht in Ordnung. Was? Okay, was? Oh, jetzt ist er raus. Okay, naja, gut. Also, sind das die Gemüter, die kochen hier hoch offensichtlich, wenn es hier darum geht, mit Rainer Füllmich oder über Rainer Füllmich in irgendeiner Form zu reden. Gut, wir haben das leider Gottes ein bisschen antizipiert. Ich wollte ja auch Gordon, fairerweise, respektvollerweise, ja, vorhin verabschieden, bevor das so eskaliert. Es ist schade, dass es jetzt passiert ist, aber mein Gott, ja, jetzt haben die Hausfrauen da draußen wieder eine Story, die sie rumschicken können, um zu sagen, der arme Eli, ach Quatsch, der arme Gordon, guckt mal, wie er von Eli behandelt wird. Also, ich meine es wirklich ganz ernst, was ich vorhin gesagt habe, lieber Gordon, falls du das auch nachher anschaut. Ja, also bei allem Respekt, bei allem Verständnis, aber lass uns mal bitte hier Tacheles reden, dafür sind Uwe und ich jetzt da. Ja, also, meiner Meinung nach hat sich Gordon total verrannt. Der kommt schon wieder mit Argumentationen von wegen, ja, ja, aber menschlich ist das nachvollziehbar, weil die haben ja nichts geleistet. Ja, das entschuldigt nicht, ja, dass er rechtlich, ja, dieses Darlehen nie zurückgeführt hat. Ich stelle dir gerne noch einmal eine Frage, lieber Uwe, damit wir zwei hier einsteigen können in dieses Thema, denn es ist noch nicht vorbei, liebe Freunde, trotz Gordon, ja, Uwe und ich wuppen das jetzt. Wird in diesem Prozess, wir wissen ja jetzt, es ist eh ein Schauprozess, ja, aber wird in dieser Sache, von dem, was wir von außen sehen, wird da überhaupt noch über die Substanz geredet, nämlich über Gelder von 500.000 und 700.000, die nicht zurückgeführt werden? Oder worüber reden die eigentlich in dem Prozess? Ja, also es ist eine ganz interessante Frage, die du stellst. Also worüber sie reden, ist über alles Mögliche, über irgendwelche Verfahrensangelegenheiten, zum Beispiel eben diese merkwürdige Grundschuldangelegenheit, als ob das irgendeine Rolle spielt. Ja, also es geht nur um die Frage, ob er Geld hat oder ob er nicht Geld hat. Ja, und wenn das Geld auf irgendeinen merkwürdigen Notarfehler verschwunden ist oder weil er den Notar falsch angewiesen hat, betrifft das doch eigentlich erstmal gar nicht diesen Prozess direkt, das ist doch ein Nebenschauplatz, ja. So, und insofern, ich halte, wie ich vorhin schon sagte, ich halte das Ganze für ein Irrlicht, ja, in dem überhaupt nichts mehr rauskommen wird. So, das Einzige, was mal rauskommen wird, ist, dass man möglicherweise dem Füllmich dann sagen kann, ja, du hast auch deinen Notar nicht richtig angewiesen und deswegen hat es da eben Probleme gegeben und deswegen kann es mit der Zahlung, klappt es nicht. So, und das war's dann. Das heißt, der wird nach meiner Meinung als freier Mann den Gerichtssaal verlassen, so wird triumphieren, sagen können, dass er ja dem politischen Rechtsstaat, der ihn verfolgt hat und monatelang in U-Haft gehalten hat und in Handschellen dem öffentlichen Publikum vorgeführt hat wie ein Schwerverbrecher, ja, der wird dann triumphieren, ja, und dann ja deines Weges gehen. Und alle anderen, ja, die einen Deal mit der Staatsanwaltschaft hatten, die gehen auch ihres Weges. Ja. Und das Ganze, ja, in wie vielen Prozesstagen? 10, 12, 15? Ja, mit einem Ergebnis, was im Grunde genommen nach meiner Meinung relativ vorhersehbar war, wenn man an die Rahmenbedingungen denkt. Ja, so, also da komme ich nochmal auf Gordon zurück, der sagt, ja, das ist ja in Ordnung, wenn man einen Strafprozess geht. Ja, natürlich, aber doch nicht nach anderthalb Jahren. Was haben die denn die ersten anderthalb Jahre gemacht? Ne? Also insofern hat der Gordon nach meiner Meinung hier den Zeitfaktor völlig unterschlagen. Ja, das nämlich schon im Frühjahr 21, die im Streit war. Ja, so, und die Sammelklage war ja schon im Sommer 21 pleite. Darüber haben wir doch damals schon ein Video gemacht, ja, wo Füllmich sagte, die Kohle ist weg. Ja, so, also ja. Sprich, das sind alles Dinge, die im Frühjahr 21 gelaufen sind und die dann erst im Herbst 22, nämlich zu dem Zeitpunkt, als Viviane Fischer ihn rausgeschmissen hat, erst da quasi öffentlich wurden. Aber die sind anderthalb Jahre schon am Laufen gewesen. Ja? So, und insofern ist die Zeitschiene ist hier von ganz markanter Bedeutung, ja, um den Gesamtzusammenhang überhaupt zu umgreifen. So, und da stellt sich genauso bei der Zeitschiene die Frage, wieso denn der Verfassungsschutz und die Kriminalpolizei oder Staatsanwaltschaft in der ganzen Zeit keinen einzigen Ansatzpunkt gefunden hat. So, also wir haben noch gesehen, ja, was der Rainer öffentlich ausgesagt hat. So, wir haben gesehen, ja, wie die später dann Aussagen zu den komischen, ja, Geldern gemacht haben, ja, mit den 22.000 oder 25.000 Euro pro Monat, ja, so mit den Briefen. So, das sind alles solche merkwürdigen Sachen, ja. So, und auch im Prozess haben wir es jetzt gesehen, wie wir Fischer dann im Haus ihrer Familie, wo sie offensichtlich eine Mietvertrag hat, dann untervermietet, aber weil sie nicht untervermieten darf, das dann auf einmal als Beratungshonorar verkauft, ja, oder als Beraterhonorar in Rechnung stellt. Gut, das sind jetzt mietvertragliche Angelegenheiten, ja, das hat mit dem Prozess nur sekundär zu tun, aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo man sieht, so die Leute haben es anscheinend relativ freizügig genommen mit der Beurteilung
Verschärfung der Rechtsauslegung. Ja, so will ich das mal sagen. So spricht, da sind so viele Punkte, die man eigentlich kritisch beleuchten kann, wenn man mal genau hinguckt, aber das macht man nicht. So, man guckt auch nicht auf die Staatsanwaltschaft, man guckt auch nicht auf den Verfassungsschutz. Warum haben die so lange stillgehalten? So, warum brauchen die angeblich dann einen Deal mit den anderen Beteiligten? Da frage ich mal andersrum. Erinnerst du dich noch, dass zum Beispiel Justus P. Hoffmann, der jüngste und unerfahrenste Anwalt von denen, mehrmals in der Bild-Zeitung ein Live-Interview im Video gemacht hat? Wie war das möglich? Ja, jemand, genau, der kaum richtig reden kann. So, wir haben ja gesehen, was er für E-Mails schreibt, ja, wie ein Fünfjähriger schreibt der E-Mails, ja, haben wir doch damals auch besprochen, ja. Ja. So, als er dann für Rainer Füllmich darauf geantwortet hat, warum Rainer Füllmich nicht in deinen Stream kommt, ja, das war ja ein gruseliges Schreiben eines Doktors der Juristerei, doch überhaupt nicht würdig, sondern ein intellektuelles Armutszeugnis. So, und das hat sich ja offensichtlich nicht gebessert, denn wenn ich die verschiedenen Prozessbeobachterberichte mir anhöre, ja, dann ist er ja bis heute nicht dazu in der Lage, vernünftig sich zu äußern. Ja, so ist vielleicht auch kein Wunder, weil er keine aktive Prozesserfahrung hat, jedenfalls noch nicht so viel. So, das heißt, der am wenigsten Ahnung hat, der wird von dem größten Medium Deutschlands mehrfach vor die Fernsehkamera geholt. Warum haben die nicht jemand anders geholt, der besser redet? Ja, so, das heißt, wie ist das möglich? Warum stellt sich da keiner die Frage, wie er da zur Bild-Zeitung gekommen ist? Ja, das heißt, ich vermute, und das ist reine Spekulation, dass da noch ganz andere Kräfte im Hintergrund waren, ja, die diese Organisation, diese Hafenanwälte und auch den Corona-Ausschuss eine schützende Hand oben drüber gehalten haben, die vielleicht sogar den Anschub gegeben haben, sprich die Motivation, diese Organisation überhaupt erst zu gründen. Ja, nicht nur zu gründen, sie haben sie nicht einfach nur toleriert, sie haben sie vielleicht auch ein Stück weit mitfinanziert. Natürlich nicht direkt, ja, sondern über Mittel und Wege. Aber wenn du dich zurück, es gab auch Spendenskandale bei dem Corona-Ausschuss, ja, wo es da Unternehmer gab, die, ich glaube, irgendwo aus Südostasien und so weiter fast schon siebenstellige Beträge geschickt hatten und so weiter und so fort. Als wenn der Bundesnachrichtendienst, wer auch immer, ja, keine Möglichkeiten hätte, Gelder oder Herkünfte von Geldern in irgendeiner Form zu versteuern. So tief muss man gar nicht in dieser ganzen Sache greifen, weil man muss sich eine Sache vor Augen halten, und es ist gut, dass du das rausgearbeitet hast, lieber Uwe. Das kann man nicht oft genug unterstreichen. Ja, diese ganze Bande ist für mich nichts anderes wirklich als eine Bande, hat in allererster Linie eine Funktion gehabt: den Widerstand lähmen und dem Widerstand Geld entziehen. Ihr habt alle diese Stories, aller dieser juristischen Anfänger und Amateure, habt ihr verschlungen da draußen. Ihr Hausfrauen, ja, und Hausmänner oder solche, die es werden wollen. Ja. Ihr habt da gesessen, sabbernd, über Stunden, ja, und habt gewartet darauf, dass Rainer Füllmich hier die Rettung in irgendeiner Form bringt, während sie im Hintergrund entschieden haben, die Regierung und so weiter und so fort, ja, dass ihr im Lockdown bleibt und so weiter und so fort. Und das war ein Empörungsmanagement allererster Güte. Weil wärt ihr alle nicht so konsterniert, ja, vor dem Rechner gesessen und hättet ihr nicht stundenlang alle eure Kraft, eure Potenz, auch irgendwo ein Stück weit eure Wut, ja, ausgelassen beim Rainer Füllmich und gehofft, der wird es für euch schon richten, der wird das schon irgendwie machen. Ja. Naja, dann wärt ihr zum Beispiel mit am Start gewesen am 18.11.2020, als die Wasserwerfer eingesetzt worden sind. Dann wären mehr von euch auf die Straße gegangen und hätten mitspaziert, ja, wo die Polizei schon gesagt hat, noch 2 Wochen länger dieses Spazieren, ja, und wir wären alle eingeknickt. Aber nein, Rainer Füllmich war ja noch da. Kam mit der nächsten Story um die Ecke. Ja? Kanadische tote Kinder. Und dann Michael Swinwood, irgendein Indianerfreund, der jetzt bei den Indianern gelandet ist, selber schon, ich glaube, in seinen 70ern, wenn nicht in seinen 80ern. Ja? Der wird das jetzt reißen, weil er das englische Königshaus verklagt, wohlgemerkt in Kanada. Ja? Und den Papst und dann noch jemanden. Und nichts davon ist je gelaufen, aber Rainer Füllmich hat euch das alles erzählt. Erzählt und erzählt und erzählt. Und natürlich braucht man für so eine Operation, weil es muss sich auch wirtschaftlich lohnen, man muss ja sagen, fairerweise, er ist ein Unternehmer. So ein Ding kannst du nicht alleine wuppen. Du brauchst einen Frontmann. Du brauchst jemanden, der blöd genug ist, ja, auf die ganze Scheiße im Prinzip seinen Namen draufzusetzen, während sich ein anderer die ganze Kohle, ja, in irgendeiner Form in die Taschen steckt.
mit seinem Sunny-Boy-Lächeln. Und du brauchst natürlich auch immer eine Frau an deiner Seite, weil ganz oft ist es ja so, dass man Frauen nicht zutraut, dass die in irgendeiner Form kriminell sein können. Ja? Können diese Augen lügen? Können diese Augen betrügen? Können diese Augen in irgendeiner Form was nicht Wahres sagen? Und die hier, ja, das ist so ein bisschen halt der, ich will jetzt nicht mit Bosetti-Sprache kommen von wegen der Blinddarm und hast du nicht gehört, ja, aber mit gehangen, mit gefangen, ja, die waren zufälligerweise bei den Hafenanwälten und er hier, naja, gut aussehend, kommt immer gut. Auch bei der Bild-Zeitung. Die hatten ein neues Format, das mussten die promoten. Ja, vielleicht hat er noch irgendeine Connection. Wir haben ja jetzt inzwischen auch gehört, das ist ja auch vor Gericht gefallen, glaube ich, die in Anführungszeichen Anschuldigung, zumindest Vermutung. Der könnte Beziehungen haben, der Justus P. Hoffmann, ja, in Geheimdienstkreisen. Wer weiß, ist doch alles gar nicht ausgeschlossen. Das ist doch praktisch, das ist doch nützlich. Den kann man doch positionieren, den kann man doch führen, dem kann man doch sagen, wann er was zu tun hat. Er ist blöd genug, das vielleicht nicht zu verstehen oder alles mitzumachen. Ja, er möchte sich hier einen Namen machen, eine Karriere machen, wie dem auch sei. Ja, und dann sitzt er vor Gericht und macht den hier. Ja, da sieht man doch, die ganze Sache ist vorne und hinten sehr perfide aufgezogen worden. Und Obacht, liebe Freunde, wenn wir jetzt noch eine Stufe weitergehen würden, dann hat natürlich, auch das hat der Uwe inzwischen längst rausgearbeitet auf seinem Kanal, ne? Da könnt ihr euch das alles gerne mal mit angucken. Die graue Eminenz im Hintergrund ist nicht Rainer Füllmich. Rainer Füllmich ist auch wieder nur, sage ich mal, diese streitbare Figur, die den Skandal entfacht, ja, rund um diese ganze Nummer. Der eigentliche Puppetmaster im Hintergrund, liebe Freunde, ja, der tritt fast nie in Erscheinung. Der tritt fast nie in Erscheinung. Aber es scheint doch, als wenn er alle gekannt hätte im Vorfeld. Und er ist doch so für Transparency International, so wunderbar transparent und überhaupt. Aber habt ihr dem jemals getraut? Ich meine, habt ihr ihm wirklich getraut, nachdem er sich in wie viele, 80, 90 Sitzungen neben Rainer Füllmich gesetzt hat und nie begriffen hat, mit wem er da eigentlich überhaupt da sitzt? Ich möchte an dieser Stelle mal diesen Monolog nur kurz pausieren. Ich bin noch längst nicht an meinem Ende. Aber lass uns mal jetzt auf diese neuerliche Posse nochmal zu sprechen kommen. Jetzt gibt es ja dieses Dossier. Wie spielt das Dossier da rein? Weil die unbedarfte Hausfrau jetzt am Endgerät, die wird ja sagen, aber die würden doch nicht den eigenen Mann, ja, würden die doch nicht so preisgeben, ja? Die würden doch nicht belastendes Material jetzt im Prinzip dann finden, das ihn ja eigentlich entlasten soll vor Gericht und so weiter, ja? Also wie diese neuerliche Posse mit dem Dossier dann jetzt also in dieses, in diesen Kosmos dieser Erzählung weben, lieber Uwe, was glaubst du? Ja, ich sag mal, sicherlich gibt es, wenn das jetzt vom Verfassungsschutz wäre, fiktiv, ist nicht auszuschließen, dass es auch beim Verfassungsschutz Leute geben könnte, die die Sache anders sehen und die das dann eben leaken. Das haben wir schon in anderen Organisationen gehabt, dass Geheimnisse nach außen gebracht werden und, und. So, aber ich habe da so meine Zweifel dran, dass das hier so ist. Das hatten wir ja vorhin auch am Anfang besprochen. Ich denke, der Nutznießer ist tatsächlich der Rainer Füllmich, weil er eben hier als ein Opfer des übermächtigen Staates dargestellt wird, was quasi beobachtet wird, der auf dem Kieker des Staates ist. So, und das ist ja ganz schlimm. So, und insofern denke ich, wenn wir mal nach der Frage stellen, wem nützt es, cui bono, ihm nützt es am meisten. Ja, und insofern, oftmals ist es ja so, dass der, dem es am meisten nützt, der auch ist auch in irgendeiner Weise dafür verantwortlich, weil er es getan hat oder etwas unterlassen hat. Das ist natürlich spekulativ, das muss man ganz klar sagen, aber er hat den großen Nutzen davon. Ja, ja, also er ist Rainer Füllmich, ne? Du sprichst von er, wenn du es konkret sagst, Rainer Füllmich. Ja, so, und wir nähern uns ja jetzt langsam dem Prozessende. Es werden ja nicht mehr allzu viele neue Zeugen verhört werden. So, und wenn das weiter so läuft wie bisher, dann wird es eben im Sande verlaufen. Ja, ich habe zwar auch festgestellt, dass Rainer Füllmich einen Fehler gemacht hat, ja, aber das spielt für den Verlauf des Prozesses, glaube ich, keine Rolle. Mhm. Gut, lass uns an dieser Stelle vielleicht auch mal das neueste Statement von Rainer Füllmich mitbringen. Ja? Weil hier sieht man, wer im Prinzip die Leute sind, die ja immer noch bezirzt. Ja? Dass es hier wirklich nur um eine riesengroße Shitshow geht, die nicht zu ihrem Ende kommen darf und die euch ablenken soll. Von von was eigentlich? Den wichtigen Sachen. Es ist ja nicht so, als wenn jetzt gerade zum Beispiel ein mutiges Kollektiv an Journalisten, ich rede nicht von Korrektiv, sondern für Multipolar, zum Beispiel die RKI-Files rausgepackt hätte. Ja? Und jetzt gerade vielleicht auch dieses Jahr Wahlen anstehen und ihr euch vielleicht engagieren und irgendwie multiplizieren solltet, um vielleicht etwas zu bewegen in eurem Sinne für diesen September. Ja? Und just in diesem Moment, just in diesem Jahr, wenn man jedes Jahr Füllmich hätte den Prozess machen können, kommt es also zu dieser neuerlichen, sage ich mal,
dieser Anklage, die U-Haft, in der jetzt die Leute sitzen, zu Tausenden gucken sie noch bei Roger Bittel rein, ja, und lassen sich dieselben Eskapaden, dieselben Stories von damals wiedererzählen. Und ich denke mal, nichts ist klarer als Beweis dieser ganzen Sache, als wenn man sich die Nachricht von Roger Bittel zwar nicht, aber Rainer Füll mich anhört und sein Proxy ist ja Roger Bittel. Man würde ja meinen, dass wenn so ein Dossier online stellt, ich komme gleich zum Punkt, liebe Freunde, ja, dass Rainer Füll mich nichts anderes tut in seinem Statement, als von vorne und hinten, und er hat immerhin 13 Minuten jetzt geredet in einer Audioaufnahme, die gespielt worden ist, dass er nichts anderes tun würde, als hier das alles aufzugreifen. Ja, wäre das alles echt und überhaupt. Ja. Stattdessen äußert er sich genau nullmal über dieses Dossier, meines Wissens nach, in dieser Nachricht. Und er tut etwas anderes. Er tut etwas, was sehr viel mehr kongruent ist mit dem, was Uwe beschrieben hat. Nämlich das Fesseln eurer Aufmerksamkeit. Eures auch, sag ich mal, auch finanziellen Budgets teilweise. Er erzählt wieder eine Geschichte. Und wie tief er bereit ist, dafür zu sinken, dieser Fachanwalt, ja, der früher mal Verbraucher geschützt haben will und so weiter und so fort. Ja, das hält uns diese Nachricht vor Augen. Hört mal rein. Gelaufen vor nicht einmal 2 Stunden auf dem Kanal von Roger Bittel, Original von Rainer Füllmich. Doch in gleich mehrfacher Hinsicht hoffnungsvolle Nachricht. Sie besteht aus 3 Teilen. Wer interessiert ist, kann sich mein vor Gericht vorgetragenes, etwas längeres schriftliches Statement dazu durchlesen, dass wir jetzt einen offiziellen Beweis dafür haben, dass das Strafverfahren gegen mich konstruiert wurde, um mich so lange wie möglich aus dem Verkehr zu ziehen. Sagt nicht mal Dossier. Das sagt er nicht mal. Aber hört mal weiter rein. Jetzt kommt's. Teil 1. Natürlich habe ich mich über Ihre Schreiben immer gefreut, denn Sie haben mich über Wasser gehalten. Aber das, was hier... Er spricht hier direkt mit den Hausfrauen. ...jetzt geschieht, und zwar nach meiner festen Überzeugung getragen von einem für mich zwar unbegreiflichen, aber dennoch unmittelbar spürbaren Schub an positiver Energie. Schub an positiver Energie. Hier geht's schon los. Hört mal weiter rein. Unmittelbar getragen von einem spürbaren Schub positiver Energie. Die Sie mit Ihren Schreiben, aber auch mit den Mahnwachen vor dem Gefängnis und den vielen Besuchern in den mündlichen Verhandlungen vermitteln, ist einfach unglaublich. Als rational denkender Anwalt hätte ich vor ein paar Jahren noch... Er nennt sich selbst rational denkender Anwalt. Jetzt hört mal hin, was als nächstes kommt. ...geglaubt, ich würde mir hier was einbilden, aber das kann einfach nicht sein, denn ich stand... noch nie in meinem Leben unter einem derartigen Druck. 6 Monate U-Haft im Hochsicherheitsgefängnis Rostock, das sich nach Aussage in Anführungsstrichen erfahrener Häftlinge dadurch auszeichnet, dass hier anders als in allen anderen Gefängnissen in Niedersachsen, aber wohl auch in ganz Deutschland, alles dafür getan wird, die Gefangenen maximal zu erniedrigen und sie ihre Ohnmacht spüren zu lassen. Und aus dieser Ohnmacht, in die ihr navigiert werden solltet, gibt es nur einen Weg raus. Achtung. Ich verfüge hier vielleicht noch über 5% meiner Verteidigungsfähigkeit. Ich habe keinen Computerzugriff, keinen Aktenzugriff. Ich kann nicht mit den Zeugen sprechen, die wir benennen wollen, wie man das üblicherweise macht. Dennoch gehe ich hellwach und konzentriert in jede Gerichtsverhandlung. Und es fühlt sich an, fast so, als wäre ich in so eine Art Ritterrüstung aus Energie gekleidet und hätte ein Schwert aus unzerstörbarer Energie in der Hand. In den letzten Tagen wurde diese Anmutung immer stärker. Offenbar ist das von Ihnen zum Ausdruck gebrachte Energiefeld, um es mal so zu formulieren, immer stärker geworden. Es funktioniert. Und ich kann kaum mit Worten ausdrücken, wie dankbar ich Ihnen allen bin. Kein Geld der Welt kann so etwas kaufen, genauso wenig wie irgendwelches Geld der Welt mir die Liebe meiner Frau kaufen könnte, auf die ich maßlos stolz bin. Aber genug der anwaltlich vielleicht unpassenden emotionalen Spirit.
Spiritualität, der anwaltlich vielleicht unpassenden emotionalen Spiritualität, angesichts dessen, dass er ja ein rational denkender Anwalt ist, der so etwas noch für unmöglich gehalten hätte. Er ist gekleidet, lieber Uwe, damit komme ich zurück zu dir, in eine Rüstung aus positiver Energie mit einer Strahlekraft, die trotz dessen, dass er faktisch bei 5% seiner Verteidigungsfähigkeit ist, emotional gesprochen, ja, man könnte auch sagen, unter Drogen gesetzt, ja, jetzt also offensichtlich getragen von diesem Licht in diesem Prozess dort irgendwie wirken, schalten und walten will. Was sagt ihr das aus über den emotionalen Zustand von Füllmich und der Leute, die ihn dahin navigiert haben? Ja, also der emotionale Zustand, den er hier vorspielt, das ist für mich ein Vorspielen, der ist, hat nichts mit dem zu tun, wie er sich tatsächlich verhält, denn nach dem, was ich aus den verschiedenen Prozessbeobachter, Interviews oder Darstellungen sehe und lese und höre, ist er im Prozess dominant, er ist unheimlich klar, er ist sehr präzise, er weiß, wo seine Akten sind, er stellt die richtigen Fragen, er ist auch forsch und mutig, ja, und das alles, ja, ist er aufgrund von anwaltlicher, logischer, rationaler Tätigkeit und nicht aufgrund von irgendwelchen Emotionen, weil ihm irgendjemand gute Nachricht oder gute Energie schickt. Die könnten ihm noch so viel Energie schicken, wüsste er nicht, was er als Anwalt genau zu tun hat, dann könnte er mit dieser Energie gar nichts anfangen. Das heißt, diese Volksrede, die er dort hält, hat mit diesem Schreiben rein gar nichts zu tun. Das ist wieder mal eine typische Füllmich-Schlaftablette, die Leute in eine Traumwelt hineinzuträumen, die mit dem eigentlichen Thema überhaupt nichts zu tun hat. Nicht nur hat sie mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, er greift nicht mal die angeblich potentesten Mittel auf, die ihm hier irgendwie, ja, wo kommen die eigentlich her? Deus ex machina, ja, vor die Tür, vor die Füße gelegt werden. Dieses Dossier, das er nicht mehr in der Lage ist zu benennen, weil wir ja übrigens ja nicht mal wissen, ob das tatsächlich echt ist oder nicht. Und dann geht das noch weiter in dieser ganzen Story, ja, beim BitteTV fällt das ja alles auf fruchtbaren Boden, dieser ganze esoterische Quatsch, den er erzählt. Aber nicht etwa gibt er uns jetzt also ein Update aus seiner Perspektive, wie der Prozess verläuft. Nein, nein. The show must go on, hat auch jemand gerade im Chat geschrieben. Er nutzt sofort die Gelegenheit beim Roger Bittel, der wirklich gar nichts mehr mitbekommt, ja, sofort in seinen Story-Modus der neuesten Neuigkeiten, die draußen ohne sein Zutun passiert sind, um den Menschen vor den Endgeräten wieder einen ans Ohr zu binden. Ritualität. Ich hoffe trotzdem, dass ich durch diese Mitteilung auch Ihnen Grund für Optimismus geben kann. Tatsächlich weiß ich, dass das so ist, denn ich weiß ja, mit wem ich rede. Mit den Hausfrauen. Teil 2. Der herausragende Journalist Paul Schreier hat es, wie ich ja schon mitgeteilt habe, geschafft, bisher geheim gehaltene Unterlagen des RKI herauszuklagen, die belegen, dass Corona keine Pandemie, sondern eine inszenierte Plandemie war. Es spricht alles angesichts der Gleichzeitigkeit dieses Plandemieaufbaus dafür, dass das weltweit auf die gleiche Weise ablief. Überall wurden entscheidende Leute in entscheidende Positionen infiltriert. Und so weiter und so fort. Und jetzt geht es um die RKI-Files. Was hat das mit seinem Prozess zu tun? Er ist Guck mal, Edi, erinnerst du dich, als ich habe mal ein Video gemacht, wo ich 1,5 Stunden von ihm besprochen hatte. Da sollte er eine einzige Frage beantworten und hat dafür 15 verschiedene Geschichten erzählt, ja, und kam nach 1,5 Stunden nicht darauf, die Frage jemals beantwortet zu haben. So, und genau ja. Das haben wir hier auch. Ja. Er erzählt und erzählt und erzählt, kommt von Höckchen auf Stöckchen, aber er kommt nicht zum Thema. Während wenn er im Gericht ist und sich selbst verteidigt, da ist er unheimlich stringent, da ist er unheimlich präzise, da ist er unheimlich klar. Das heißt, der Mann, der auf der einen Seite redet, ja, im Gerichtssaal wie ein professioneller Staranwalt, der sich selbst verteidigen kann, der redet zu seinen Followern, als ob er ein Märchenonkel ist. Das passt nicht zusammen. Richtig, jemand hat hier gerade im Chat geschrieben, ich weiß nicht, ob ich euch das noch einblenden kann, ob das jetzt noch so weit zurückgeht. Nee, leider steht es da nicht mehr drin, aber ich sehe es tatsächlich noch vor mir, liebe Freunde. Und zwar hat jemand geschrieben, Bibu Line, ja, Ehre wem Ehre gewührt, auf YouTube. Ja, abonniert auf YouTube, wenn ihr wollt, liebe Freunde. Der redet wie, Achtung, haltet euch fest, ihr werdet vom Glauben abfallen. Der redet wie Bodo Schiffmann. Ah, nein, auch so einer. Der Star unter den Stars, über jeden Zweifel erhaben. Der eine sitzt in Mexiko, der andere in Tansania. Ja?
alle sind sie vom bösen System dahin verfrachtet worden. Was hat der eine geleistet? Was hat der andere geleistet? Ja, ja, aber vornehmlich will denen der Staat natürlich was und sonst was. Na klar, wer es glaubt, wird selig. Naja, also die reden tatsächlich mit den Leuten, wie als wären sie Kinder, und sie erzählen den Leuten auch Kindergeschichten. Das ist das, wozu sie auserwählt worden sind und wozu Füllmich auf jeden Fall auch befähigt worden ist, denn man hat ihn ja mindestens gewähren lassen. Die ganze Zeit kommt er aus mit der Story, wir haben dieses ganze Geld da ja nur rausgezogen und in Gold angelegt und so weiter und so fort, weil wir befürchten mussten, dass uns gerade als den Prominentesten der Prominenten, ja, hier Kontos gepfändet werden. Er, der sich ja damit brüstet, dass sein Corona-Ausschuss ja Millionen der Menschen erreicht und aufgeklärt hat. Und dann hört man aus der hinteren Ecke, er bringt sie immer wieder vor, irgendein kleines Kollektiv an Ärzten von hast du nicht gehört, irgendein DGFMW, hast du nicht gehört, Netzwerk von Pipapo aus Schieß mich tot, ja, denen haben sie das Konto gepfändet. Nee, nicht mal gepfändet. Gekündigt. Diesen Leuten. Aber dir nicht? Nicht gekündigt? Nicht gepfändet? Gar nichts? Überhaupt nichts? Obwohl du weltweite Relevanz hast? Und wo willst du? Ganz alleine? Ja, im Personalunion, weil die anderen haben ja nichts gemacht. Viviana hat ja nur diese Puffärmchen und so weiter und so fort. Ja, obwohl du also im Prinzip im Alleingang das ganze Corona-Narrativ hättest zu Fall bringen können. Und dir haben sie in den ganzen Jahren kein einziges Mal auch nur einen Klotz ans Bein gebunden, obwohl du die ganze Zeit gesagt hast, Mr. Global sei nicht nur in der Lage dazu, sondern würde das permanent tun und wäre bereit, über Kinderleichen zu gehen. Bitch, please, wem erzählt ihr diesen Schwachsinn? Wir sind hier auf einem Erwachsenenkanal. Also diesen Humbug, ja, das könnte er bei BittelTV verbreiten. Ja, aber da ist doch vollkommen klar, dass also dieser Staat ganz genau wusste, wen er da mindestens also laufen lässt. Und die Vermutung, dass man den sogar befähigt hat, ja, dass man ihm sogar Gelder zugeschustert hat, Leute an die Seite gestellt hat und so weiter und so fort, vielleicht die ganze Gruppe zusammenkompiliert hat, ja, die steht mindestens im Raum. Und so abwegig ist die nicht. Und alle Indizien, wenn man mal nüchtern an die Sache rangeht, ja, die deuten darauf hin, dass in dieser Sache irgendwie etwas nicht stimmen kann. Ja, weil er erzählt, dass er so gefährlich sei, ja, und die ganze Zeit, als es noch relevant war, dieses Thema, als Corona tatsächlich noch ins Wanken gebracht werden konnte, man ihn hat gewähren lassen. Ja, warum denn dann dieser Angriff? Warum dann dieser Angriff? Tja, weil er den Hals nicht voll gekriegt hat. Weil es stehen nun mal auch andere Egos im Raum, dieser Menschen, die da irgendwie in seiner Mitte gelandet sind, ja. Weil er die, ich sag's mal mit meinen Worten, beklaut hat. Ganz raffiniert beklaut hat. Und zwar auf legale Art und Weise. Wieso, das Geld ist doch nur nicht weg, ist doch gar nicht weg. Ich geb's euch nicht wieder. Ich kann's euch in Anführungszeichen gar nicht wiedergeben, weil ich hab's ja schon in den Swimmingpool meiner Frau gesteckt, ja. Aber rein faktisch, hol dir doch das Gold, das du dir nicht holen kannst, weil du sonst meine Unterschrift dafür brauchst, ja. Er hat auf legale Art und Weise, ja, im Wege des, wie sagt er so oft, im Wege des Betruges, sagt er über andere, ja, im Wege der legalen Manipulation hat er da 500.000 hier, 700.000 da rausgezogen, ohne jemals über 2,5 Jahre und 1,5 Jahre Mediation dazwischen, bevor er in U-Haft gekommen ist, ja, auch nur einen Cent davon zurückzuführen. Ja, was sagen da die anderen Akteure, die ebenfalls Miete zu bezahlen haben, die ebenfalls natürlich 100.000 Euro sich ausziehen aus dem Ding, ja, und Robert Zibes, der über die Jahre wahrscheinlich in der Corona-Zeit nie so viel verdient hat wie in diesen 3 Jahren, ja, die wollten auch ein Stück vom Kuchen abhaben, und erst als er konnte sich nicht helfen, als Rainer Füllmich sich auch noch mit denen überworfen hat, naja, da musste man sagen, okay, Rechtsstaat hin oder her, wir tun mal so, als gäbe es hier noch irgendeine Art Justiz. Was jetzt vor Gericht rauskommt, wird ja auch nicht passieren auf Basis von Fakten, weil man lässt ja Füllmich fabulieren. Was glaubt ihr, was für Fakten kann man da rausfinden? Ja, das Urteil, das wird mehr oder weniger feststehen oder auf jeden Fall wird es gefällt werden, nicht auf Basis dessen, was man vor Gericht dann herausfindet. Und auch das ist ja das Tolle für den Staat und für Füllmich, wird er auslegen können, wie er möchte. Gewinnt er, das ist wieder Uwe sagt, kommt er da raus, gestählt, über jeden Zweifel erhaben, ja, und the shit show must go on. Jetzt hat er eine weitere Episode. Jetzt hat er globale Relevanz. Jetzt kann die nächste Pandemie kommen. Und jetzt hört ihr ihm zu. Warum? Weil er war doch im Gefängnis. Wisst ihr noch damals? Wer im Gefängnis war, naja, der muss ja unschuldig sein. In dieser besten Zeit aller Zeiten. Ja? Es ist ja auch nicht so, als wenn wir vielleicht eben sagen, das lenkt von vielleicht etwas anderem ab. Egal wie es ausgeht, ihr werdet ihn feiern, wenn er unschuldig ist. Und wenn er schuldig ist, ja, was glaubt ihr, was dann passiert?
Ihr werdet hinziehen, Kreuzzüge werdet ihr machen, ihr Hausfrauen da draußen, ja, in Richtung dieser JVA oder wo auch immer er dann einsetzen wird, weil er ja das Geld nicht zurückzahlen kann. Er konnte ja nicht mal mehr die Darlehen zurückführen, geschweige denn, wenn jetzt irgendeine Strafe irgendwie auf ihn wartet, die er finanziell begleichen sollte. Wo soll er denn die Kohle herhaben? Er hat sie ja nicht mal mehr. Ja. Also dann werdet ihr erst recht sagen, um Gottes Himmels Willen, der Märtyrer, für uns in Anführungszeichen gestorben, fast wie gestorben in der JVA, dieser Rechtsstaat. Aber der Staat gewinnt, wie das Haus, das Casino. In jedem Fall. In jedem Fall. Und das Beste, was ihr tun könntet, liebe Freunde, ist eigentlich, euch anderen Dingen zuzuwenden, wie der Uwe richtigerweise gesagt hat. Aber ich muss fairerweise zugeben, es ist schon zu köstlich, diese ganze Story. Und für mich ganz persönlich, euch vor Augen zu führen, wie ihr euch habt betrügen lassen. Es ist wie der alte Spruch, natürlich habt ihr euch nicht betrügen lassen. Ja? Es ist einfacher, einen Menschen zu betrügen, als ihn davon zu überzeugen, dass er betrogen worden ist. Aber es ändert nichts an der Sachlage. Dass Rainer Füllmich euch von hinten bis vorne durchgenommen hat wie eine Bahnhofsnutte irgendwo im Frankfurter Bahnhofsviertel. Von hinten, vorne, oben und unten und dann noch über euch drauf gespritzt hat, bis zum allerletzten, aus Mexiko heraus noch eure Kohle gesaugt hat. Ja? Und ihr habt das alle mitgemacht. Und kein einziger von euch ist auch nur auf den Gedanken gekommen, dass der Typ von vornherein dort platziert worden ist, ja, damit genau das passiert. Das ist jetzt die Metaebene, liebe Freunde. Und wenn ihr Bock habt, können wir jetzt noch auf irrelevante Details eingehen, so wie das Dossier und sonst was. Uwe, sorry, 10 Minuten, jetzt bist du dran. Ja, im Grunde genommen kann ich das ja nur unterstützen, weil ich ja mich ähnlich auch schon geäußert habe. Ne? Also the show must go on. Ich persönlich denke, es wird einen Freispruch geben. So, und das Geld wird er nicht zurückzahlen können oder müssen, ja, denn er hat eben einen Fehler gemacht, ja, in der Beurteilung der Grundschuld. Ja, also ich habe mir das mehrfach angehört, was da mit dem Notar und mit der Eintragung der Grundschuld war. Es ist ein bisschen merkwürdige Angelegenheit, aber der Notar hat nach meiner Meinung korrekt sich verhalten. Es gab zwar eine wackelige Stelle, wo es unklar war, ob der Füllmich ihm den Auftrag erteilt hat, das endgültig dann doch abzuwickeln oder nicht. So, aber mit der Aussage, ja, ein Versuch ist es wert, ist so, wie man im normalen Leben redet, möchtest du dieses oder jenes, ja, ein Versuch ist es wert, beurteilt man immer als ja, dann mach mal. Ne? So, das heißt, hier habe ich gesehen, dass der Rainer Füllmich trotz seiner allgemeinen juristischen Expertise immer wieder auch den Fehler gemacht hat, nicht richtig zu begreifen, was eine Grundschuld eigentlich ist. Er erzählt immer, ja, aber die war ja gar nicht berechtigt und da war ja die Forderung und so. Und das stimmt einfach so nicht, was er sagt. Ja? Es spielt keine Rolle, ja, ob die Grundschuld eine Forderung unterliegt oder nicht. Ja? Also der Zahlungsanspruch, ja, die Sicherungserklärung, wie es auch immer heißt, ja, oder Zweckverwendungserklärung, das sind alles Dinge, die dann nachrangig sind. Ja. Zunächst einmal muss der Notar auf das gehen, was im Grundbuch ist, ja, und wie es da reingekommen ist, ist für ihn nachrangig, wenn das rechtens ist. So, und die Frage, ob da jemand Zahlungsansprüche hat, die aufgrund eines Vertrages ihm vielleicht zustehen oder falsch zustehen, das alles hat mit dem Notar rein gar nichts zu tun. So, und wenn der Film mich immer so argumentiert, dann zeigt er damit, dass er nicht verstanden hat, was der Unterschied zwischen Grundschuld und Hypothek ist. Ja, so, und wenn er dann sagt, ja, mach doch einfach mal, ja, dann hat er sich selbst ein Ei gelegt. Das heißt, dass hier die Abwicklung nicht erfolgt ist, ist nicht alleine nur die Schuld des Templins, ja, dass der auf einmal die Grundschuld da aufgeblasen hat, sondern es ist auch die Schuld von Füllmich, dass er den Notar angewiesen hat, eben das so zu akzeptieren. Ja. So, und insofern glaube ich, dass Füllmich hier entweder unabsichtlich einen Fehler gemacht hat oder es war vielleicht sogar ein absichtlicher Fehler, aber das ist rein spekulativ, nämlich dass er dadurch verhindert hat, dass ja, überhaupt irgendwas mit dem Haus passiert. Denn weder kriegt der eine das Haus, noch der andere das Geld sozusagen. Ja? Das muss man sich mal vorstellen. Wo ist dieser Käufer? Ja, ich meine, wo ist dieser, die ganze Story stinkt zum Himmel. Ein Käufer zahlt eine Summe von wie viel? 1,2 Millionen Euro? Ja, kauft ein Haus, jetzt kommt da raus, das ist mit einer Grundschuld belastet, die ist nicht mal über 1,2 Millionen Euro, ist ihm ja auch vollkommen egal, er zahlt 1,2 Millionen Euro, ihm egal, ob diese Grundschuld dann an den, ne, den Gläubiger geht oder was auch immer, er hat seine Schuldigkeit getan, er besitzt jetzt dieses Haus und dieses Haus wird von dem Notar, dem er ja vertraut, dem er sogar ein Honorar zahlt, ja, wird ihm weder das Haus übergeben, noch wird das Geld übergeben an die Person, bei der er dieses Haus gekauft hat, Klammer auf, wer kauft so eine Bruchbude, Klammer zu, ja, und steht dann nirgendwo auf und sagt, hallo,
was denn jetzt mit mir? 1,2 meiner Millionen liegen irgendwo. Ihr kriegt euch alle in die Haare. Aber ich sitze hier auf gepackten Koffern, hab mir meine 1,2 Millionen vom Arsch abgespart und komme jetzt nicht in das Haus rein. Wo ist denn diese Person? Also er kann ja im Grunde genommen nur sich an den Notar wenden, ne? Weil der Notar ist für die Abwicklung zuständig. So, man hat ja im Prozess gesehen, dass also die Leute, also auch teilweise die juristischen Fachleute dort sich ein bisschen unschlau verhalten haben nach dem Motto, ja, haben Sie denn nicht gefragt, wer die beiden Leute waren, die da mit den Templin waren? Haben Sie sich denn nicht deren Ausweise zeigen lassen? Nein, weil der muss sich nicht deren Ausweise zeigen lassen, denn der Notar, dessen Berufsbeschreibung ist, dass er ja gerade der Zeuge ist, dass ein Vertrag geschlossen wird. Ja? So, und wenn jetzt eine der beiden Parteien sich noch Begleitpersonen mitbringen, die bezeugen gar nichts. Denn der Notar ist ein Urkundsbeamter, der Dokumente, der den korrekten Schluss von Dokumenten und Unterzeichnung von Dokumenten beurkundet und bezeugt. So, und würden die anderen irgendeine Bedeutung haben, die jemand mitbringt, dann würden sie in dem Vertrag namentlich benannt werden. Ja? So, in dem Moment, wo sie nicht für die Vertragsabwicklung notwendig sind, spielt es gar keine Rolle, wer die sind und wie viele das sind. So, das heißt also, hier ist eben auch im Prozess rausgekommen, dass einige Leute überhaupt gar keine Vorstellung haben, was der Notar zu tun hat. Ja? So gut, ist vielleicht verständlich, aber man geht nicht so häufig zum Notar. So, aber der hat bestimmte Rechte und Pflichten. So, und wenn irgendwas in der Abwicklung nicht stimmt, ja, und dafür nicht ausdrücklich eine der beiden Parteien schuldhaft verantwortlich ist, dann muss sich der Geschädigte an den Notar wenden. Das heißt, dann geht er den Notar an, der streitet dann womöglich alles ab. Ja, dann muss er sich an den Notar kann man wenden, so, und dann geht das dann seinen zivilgerechtlichen Weg. Ja, und bis dahin ruht dann erstmal alles natürlich. Und es hat sich niemand an den Notar gewandt. In aller Seelenruhe spaziert er da ins Gericht rein und sagt, er ist sich keiner Schuld bewusst und keiner will was von mir. Es ist alles gut. Jetzt schreibt er hier im Chat, es gibt mehrere Käufer, ja, die das im Prinzip zuerst, einer kauft das Grundstück, der andere kauft das Haus. Ja. Natürlich ist das grundsätzlich alles denkbar. Aber es ist gerade verworren genug, dass es noch glaubhaft sein könnte, aber eben schon irgendwie an die Unglaubwürdigkeit grenzt. Ja, dass hier der Film mich daraus wieder eine weitere Story euch binden könnte, euch erzählen könnte, während er in Mexiko was erzählt. Ich hatte ja schon, als wir seinerzeit sprachen über den Wert des Hauses. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, Fernbewertung so, und ich habe relativ deutlich zeigen können, dass also ein Kaufpreis von ungefähr 1 Million oder 1,1 Millionen schon sehr hoch ist, ja, fürs Gesamte. So, und er erzählt was von 1,34 Millionen. Ja, und da habe ich damals gesagt, ah, selbst wenn man jetzt 20% noch Liebhaberzuschlag macht, dann wären wir bei 1,2 Millionen, 1,34 Millionen, also nur mit zwei Augen zugedrückt, und wenn der Käufer ein Vollidiot ist. So, und also für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin vom Beruf eben seit 25 Jahren Bewerter von Immobilien, ja, und aufgrund meiner beruflichen Expertise kann ich auch zumindest die Rahmendaten von Objekten aus der Ferne anhand bestimmt von bestimmten Marktarten sehr relativ genau abschätzen, ja, auch wenn ich natürlich die Details, ja, ich sag mal jetzt, wie es innen aussieht und so nicht sehen kann, aber auch das kann man pauschaliert einigermaßen in den Griff kriegen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das kann jeder, der meinen Beruf lange genug ausübt, also insofern sparen sich dumme Kommentare, ja, wenn sie von der Sache keine Ahnung haben, halten sie einfach die Klappe. So, und ich sage dazu nur, aus meiner Sicht war der Kaufpreis, die Kaufpreisforderung deutlich überhöht. Ja, so, man kann sagen, jawohl, man kann das fordern, vielleicht kommt ja einer, vielleicht kommt auch keiner, kann immer noch im Kaufpreis runtergehen, aber dass er tatsächlich, ja, einen so deutlich überhöhten Kaufpreis erzielt haben soll, halte ich fast für nicht nachvollziehbar. Ja, also, ich meine, es ist für ihn jetzt als Verkäufer schön, da kann er sich freuen, ja, wenn er so jemanden gefunden hat. Der Käufer freut sich ja auch, wenn er ein tolles Haus kriegt. Ja. Also alle Beteiligten sind froh, ja, auch der Immobilienmakler, ja, und der Notar, alle sind glücklich und zufrieden. Aber ich persönlich halte diese 1,34 Millionen für deutlich zu hoch. Das heißt, ich habe so meine Zweifel, ob dieser Käufer überhaupt ein echter Käufer war, sprich ob der Kaufvertrag, der dort geschlossen wurde, tatsächlich überhaupt ja eine reale Substanz hat. Ja, und ich sage das deswegen, ja, weil ich habe auch in meinem Leben in einer Branche gearbeitet, da ging es um Investmentimmobilien, so, und da wurden auch ja, ich sag mal, sehr viele legale Tricks verwendet,
Ja, mit Immobilien, also die ist nicht von mir, ich war damals Immobilienmakler, aber von den Parteien, ja, ich habe ja gesehen, wie die arbeiten. So, und es gibt also sehr viele Möglichkeiten, mit Immobilien Geld zu verdienen oder Geld zu verschleiern und Geld zu verbergen. Das ist alles rechtens, aber die Tricks, die muss man kennen und der Laie kennt sie nicht und das ist dann der, der meistens drauf zahlt. So, und hier habe ich. Es ist ein unbegründet oder ich sag mal nur ein Bauchgefühl. Es ist kein Beweis, es ist keine plausible Vermutung, es ist nur ein Bauchgefühl aus meiner Berufserfahrung. Ich sage, dieser Kaufvertrag, da glaube ich nicht dran. Ich meine, er ist geschlossen worden, offensichtlich. Der Notar hat es ja bezeugt. So, aber ich glaube nicht, dass der Käufer echt ist. Also, dass er wirklich das Ding kaufen wollte, dass er wirklich das Geld hatte, das überhaupt zu bezahlen, ja, da habe ich so meine Zweifel dran. Lass mich diesen Gedanken kurz aufgreifen, lieber Uwe, das finde ich sehr gut. Eine Sache möchte ich noch rausarbeiten. Jetzt gibt es ja die Hausfrauen da draußen, die immer wieder sagen, nein, nein, er ist über jeden Zweifel erhaben, der Filme. Ich hätte dir eben nur Zeit gegeben, der hätte jeden einzelnen Cent zurückgezahlt und so weiter und so fort. Und dann kommt doch immer wieder dieser an den Haaren herbeigezogene, bescheuerte Roger Bittel-eske irgendwie halt diese Ausrede von wegen, ich versuche den O-Ton hinzubekommen. Er hat das Geld in sein Haus gesteckt. Ja? Ihr müsst euch mal vorstellen, dann nimmt also jemand Kredit bei euch. Ihr gebt ihm nicht einfach nochmal 50 Euro, ja, sondern 500.000 und 700.000 Euro. 1,2 Millionen. Und er sagt, die Sicherheit dafür, dass du dir im Falle des wirklich schlimmsten Falles, ja, dieses Geld von mir zurückholst, ja, das ist, dass es halt in diesem Haus drin ist. Es ist ja nicht in dem Haus drin. Er hat das Haus bereits. Stellt sich später raus, er hat es nicht mal, weil es ja mal eine Grundschuld belegt. Aber nur folgt mal bitte der Argumentation. So, ihr gebt also dieser Person 1,2 Millionen Euro Kredit und ihr vereinbart nicht mal, nächste Frage übrigens an dich, lieber Uwe, aber die klammern wir jetzt mal aus, keine Rate der Rückzahlung. Nie. Kein Wort darüber, dass er per Vertrag, Gesellschaftervertrag oder was auch immer, mit der Satzung, die da hatten, nicht hatten, wo sie selber die im Prinzip sich irgendwie zugestehen konnten oder nicht, kein einziges Sterbenswörtchen darüber, wie dieses Geld zurückgeführt werden muss. Nur Wörter darüber, dass es zurückgeführt werden kann, weil eine Liquidität da ist in einer Immobilie, die per Definition keine Liquidität darstellt. Da fängt es ja schon mal an. Und jetzt hat also diese eine Person bei euch 1,2 Millionen Euro auf diese Art und Weise geklaut. Geklaut. Na? So, gibt euch die über Jahre nicht zurück. Über Jahre, überhaupt keine Anstalten. Ihr findet raus, dass die Frau dieser Person nur im zeitlichen Zusammenhang, kein kausaler, na, anfängt, den Garten zu renovieren, einen Swimmingpool zu bauen. Für mindestens einen sechsstelligen Betrag haben die vor Gericht selber rausgefunden. So, das findet ihr also raus, dass dieses Geld da weg ist, da reingesteckt worden ist, kein einziger Cent zurückgeht. Und dann findet ihr raus, ja, Moment, aber jetzt fordern wir das Geld zurück und es kommt nicht. Weder ist das Haus zu verkaufen, es gibt keinen ehrlichen Käufer, wie Uwe sagt, noch ist der Preis authentisch, noch, wie ich gesagt habe, Wiederholung, liebe Freunde, das geht ins Köpfchen, ja, geht ein einziger Cent zurück. Wie, Moment, 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 werdet ihr euch sagen, aber er hat doch 1,2 Millionen bekommen. Die hat er sich doch geholt, irgendwann, ich mutmaße an dieser Stelle, zwischen Mitte 21 und spätestens dann Mitte 22, also in gerade mal einem Jahr, wurde das zurückgefordert. Also sind 1,2 Millionen Euro geflossen an Rainer Föhrmich. Und er will nur, er spielt es ja vor Gericht runter, eine Summe von vielleicht sechsstellig, also 100.000 Euro, in diesen Swimmingpool gesteckt haben. Ja, da werdet ihr sagen, okay, gut, bevor er jetzt das Haus verkauft, 1,1 Millionen müssen doch noch da sein, weil er hat das Geld doch nur, Achtung, Achtung, aufgepasst, liebe Hausfrauen. Er hat doch nie gesagt, ah, ich, Rainer Füllmich, ich weiß besser, was mit dem Geld anzufangen. Ja, deshalb werde ich, Rainer Füllmich, dieses Geld jetzt an mich nehmen, das ihr gespendet habt für den Corona-Ausschuss und werde was damit, Achtung, aufgepasst, machen, kaufen. Nein, nein. Was hat er gesagt? Ich nehme dieses Geld raus, um was zu tun? Es vor einer Pfändung zu schützen? Um es vor einem Einzug zu schützen. Aber das bedeutet doch per Definition, dass das Geld dann sogar doppelt abgesichert ist und noch da ist. Weil niemals hat er euch doch jemals gesagt, dass er dieses Geld verwenden würde. Was bedeutet das? Ich kriege langsam die Kurve, liebe Freunde. Da müsst ihr schon mal um ein paar Ecken denken. Habt ihr schon bei Jens Spahn gelernt. Was bedeutet das? Dass er eigentlich gesagt hat, er nimmt das Geld raus, um es jederzeit zurückführen zu können. Und dann hört ihr, seine Frau kauft einen Swimmingpool. 80% mindestens des Geldes müsste trotzdem immer noch da sein, aber es kommt nicht. Was bedeutet das denn? Er könnte es ja zurückbezahlen, er könnte doch wenigstens eine Ratenzahlung anfangen, die Leute hinhalten und sagen, guck doch mal, ich habe dir doch 15% zurückgezahlt, was willst du doch noch, ich habe doch bezahlt. Ja? Nicht mal das hat er gemacht. Jetzt kriege ich die Kurve. Das Geld ist weg.
das Geld ist verwendet worden. Deshalb muss er ja das Haus verkaufen, damit diese 1,2 Millionen, die er sich geliehen hat, ich sage kreativ geklaut, aber wie auch immer, damit er dieses Geld zurückführen kann. Weil 1,2 Millionen weg sind in einem Jahr. Warum? Ganz einfach. Weil sonst könnte er wenigstens auch nur einen Cent davon zurückbezahlen und könnte sagen, so schlimm bin ich doch gar nicht, hier habt ihr euer Darlehen zurück. Nein, er muss jetzt erst das gesamte Haus plus Grundstück verkaufen, dabei Glück haben, wie Uwe sagt. Und dann sagt er, ja, ja, jetzt kannst du dir die Kohle holen. Warum? Weil 1,2 Millionen Euro weg sind. Da reden wir nicht mal von dem Geld, das weg ist von der Sammelklage, das viele von euch eingezahlt haben. Darüber hinaus, das letzte bisschen, was davon geblieben ist, hat er bei Templin kreativ geborgt. Diese 500.000 oder 700.000 oder was auch immer. Der Rest war schon weg, war schon verpulvert oder zumindest hatte er keinen Zugang. Und jetzt muss er das Haus erst verkaufen, um 1,2 Millionen wieder zurückzukriegen. Obwohl er gesagt hat, er parkt es in seinem Haus. Er hat nicht gesagt, das würde ja bedeuten, da ist ein Wert von 1,2 Millionen von diesem Haus plus 1,2 Millionen, die er sich genommen hat, 2,4 Millionen also bestenfalls, weil er hat sie ja dort nur geparkt und nur für den allerschlimmsten aller Fälle, dass er das ganze Geld ausgegeben hat. Dann kann er sagen, okay, ich kann immer noch das Haus liquidieren, dadurch wird es erst wieder liquide und kann das Geld zurückführen. Ergo, summa summarum, eine Frage an euch, liebe Freunde da draußen im Chat, bitte beantwortet mir die. Rainer Füllmich sagt euch, er parkt dieses Geld. Er wird es nicht verwenden, um Gottes Willen, er ist integer. Er hat ja vieles noch mit euch vor, es geht ja um diesen Kampf, die Sammelklage und so weiter und so fort. So, und ihr hört, das Geld ist weg. Und dann stellt ihr euch vor, er hat 1,2 Millionen mindestens in einem Jahr verprasst. Wer weiß, was sonst noch? Wer weiß, was sonst noch? Weil er hat ja noch 30.000 Euro fast 22 Monate lang parallel zu diesen Darlehen bekommen für Telefonseelsorge. Er hat also mutmaßlich wie viel? 2 Millionen? An die 2 Millionen? In einem Jahr ausgegeben. Während ihr im Widerstand was gemacht habt? Auf wen gehofft habt? Wen finanziert habt? Würdet ihr das hinbekommen? Frage an den Chat. Frage an den Chat. Uwe, du musst mal ganz kurz in den Hintergrund. So, Frage an den Chat. Ich gebe euch jetzt 1,2 Millionen und ich gebe euch die Anweisung, dieses Geld auszugeben und Achtung, in einem einzigen Jahr. Ihr habt euer Budget, ihr seid Lieschen Müller, ihr seid Panty Huntsman, ja, oder ihr seid First Cat, oder ihr seid Rosa 23, oder Schirmpilz, oder Modem Chronist, oder Maria-Original, oder wie auch immer ihr in Wirklichkeit heißt, ja. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Ihr seid normale Menschen, nehme ich mal an, keiner von euch ist ein Millionär. Und ich gebe euch 1,2 Millionen, vielleicht sogar 2 Millionen. Während ihr vorgebt, da draußen dieses Geld für den Widerstand zu horten, zu sichern und so weiter und so fort, würdet ihr überhaupt wissen, wie ihr 1,2 Millionen ausgebt? Während ihr ja noch so tun müsst, als wenn ihr nicht abhebt, ja, als wenn ihr keine Ranch in Kalifornien zu bezahlen habt oder euch neu kauft oder sonst was. Und dann ist ja auch noch das Gold, schreibt ihr hier, Cobro, genau, richtig. Würdet ihr überhaupt wissen, was ihr mit 1,2 Millionen Euro macht? Liebe Freunde, manche von euch werden in ihrem gesamten Leben keine 1,2 Millionen Euro erwirtschaften. In ihrem gesamten Leben werden wahrscheinlich 80% von euch keine 1,2 Millionen Euro erwirtschaften. Das hat der Mann in einem Jahr ausgegeben. In einem Jahr. In einem Jahr. Und das ist nichts für ihn. Und dann stellt ihr euch hin und sagt, na ja, aber das Geld ist doch da. Weil Haus und so. Das Haus, das du erstmal verkauft kriegen musst, zu einer Summe, von der Uwe schon eingeordnet hat, wo die herkommt. Und die ja jetzt, das muss man sich mal vorstellen, die ja jetzt verkauft hat, das Geld da ist und nichts davon, nicht einen Cent zurückgegeben hat. Weil haltet euch vor Augen, Mitte 22, Bruch mit dem Corona-Ausschuss. Er fliegt hochkant raus. Er beginnt im Hintergrund eine Mediation mit den unterschiedlichen Playern dort, die Justus Hoffmann und was auch immer wie heißen. Es geht darum, Gelder zurückzubezahlen. Und er macht es nicht. Obwohl er dann irgendwann, noch vor seiner Verhaftung, in Mexiko sitzend oder nicht, ist ja egal, in der heutigen Zeit, der digitalen Zeit, das Geld haben sollte oder zumindest also die Argumentationsgrundlage hat, zu sagen, ja wieso, mindestens die eine Schuld, Marcel Templin, die kann ich doch jetzt von mir weisen, weil du hast doch die ganze Kohle. Ja?
Aber sogar seiner ehemaligen Mitstreiterin Viviane Fischer, neben der er über hunderte Sitzungen gesessen hat, gönnt er keinen einzigen Cent. Im Gegenteil, er sagt, die hat sich auch 100.000 Euro rausgezogen. Die hat alles davon zurückbezahlt. Das war nicht ihr eigenes Geld. Sie hat sich da ein Darlehen geholt, von dem ich nicht weiß, ob sie es zurückbezahlt, aber das kam nicht aus ihrer Tasche. Lange Rede, kurzer Sinn, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Sie hat sehr mächtige Freunde. Ja? Aber sie hat das zurückgeführt. Und du, Rainer Füllmich? Nichts. 1,2 Millionen, obwohl das Haus verkauft ist und mindestens ein Teil der Schuld beglichen ist, sondern du treibst es weiter auf die Spitze, wenn ich dich mal duzen darf, lieber Rainer, ja, zahlst weiterhin keinen einzigen Cent und wunderst dich dann, warum Viviane Fischer auf einmal als Adhäsionsklägerin in dem Prozess sitzt, der dir gemacht wird, weil natürlich dieser Staat davon profitiert, zu sagen, das ist die perfekte Vorlage für uns, ein Nährboden, die nächste Show abzuziehen, damit Tausende da draußen, ja, nicht in ihre Mitte kommen, in ihre Kraft kommen und irgendetwas anderes damit Positives anstellen, um mal in eurem Vokabular zu machen. Also Frage an die Unbedarften da draußen. Was würdet ihr tun mit 1,2 Millionen Euro in einem einzigen Jahr? Freunde, das kriegt man nicht anderer nicht mal vererbt als Konsequenz eines ganzen Lebens von vorherigen Generationen. 1,2 Millionen Euro, die er geparkt hat im Swimmingpool seiner Frau. Leck mich am Arsch. Uwe, finde deinen eigenen Weg. Keine Ahnung, jetzt musst du danach setzen. Du bist gemutet. Da waren die anderen aber auch nicht besser. Denn wir haben ja gesehen, Viviane Fischer wollte ja dann, nachdem sie ja die 700.000 nicht wiederkriegte, wollte sie ja Schuldscheine ausgeben. Ja, also quasi wertlose Schuldscheine. Sie konnte das Geld schon nicht eintreiben und suchte dann völlig hirnamputierte Käufer, ja, die dann diese wertlosen Schuldscheine kaufen. Ja, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, haben wir, glaube ich, auch mal besprochen, ja. Also dann gehört ja schon eine derartige Dreistigkeit zu, ja, seinen Followern ein solches Angebot zu machen, völlig wertlose Scheine anzudrehen, ja. So, und dann zu erzählen, ich brauche 32.500 Euro im Monat. Erst erzählt sie ja der Rainer, der mit seinen 27.000 für die E-Mails, das ist dann zu viel, ja, aber sie braucht 32.500, nee, 32.300. So, also, genau. Was bitte braucht eine Ein-Personen-Show, ja, mit Viviane Fischer in einem Studio, ja, was ihrer eigenen Familie angeblich gehört, wo sie nur Untermieterin ist, ja, und das dann weitervermietet, ja, als Beraterin für den Corona-Ausschuss, ja, für 800 oder 1000 Euro im Monat, ja, netto. So, was braucht die, wofür braucht die 32.300 Euro im Monat? So, also fällt denn einem da in diesem Corona-Ausschuss-Fanclub auf, ja, so wie bescheuert man sie hält, ja, dass man ihnen jeden Monat 32.000 Euro aus der Tasche ziehen will, obwohl dieselbe Person bei der anderen Person gesagt hat, das ist ja völlig unnötig, dafür braucht man keine 27.000 Euro plus Mehrwertsteuer plus 1.500 Euro Reisepauschale, das kann man auch mit 800 Euro machen, hat ja meine Freundin so und so auch gemacht. So, und der Herr Ziebis kam im Prozess doch auch irgendwie raus. Was hat der im Laufe der Jahre bekommen? 1 Million oder was? Ja, ja. So, das habe ich nicht so ganz genau verstanden, habe ich mir nicht so genau gemerkt, aber im 125. Corona-Ausschuss, da hat er ja selber wortwörtlich gesagt, also ich zitiere jetzt mal näherungsweise, dass er dann so nach 2 Jahren feststellte, dass sie irgendwie so 200.000 Euro an Spenden hatten, die eigentlich ja dem Corona-Ausschuss zugeordnet waren, die fälschlicherweise aber an die Oval Media gegangen sind. So, das heißt, was hat denn der für eine Buchführung gehabt, dass ihm nicht aufgefallen ist, dass er 200.000 Euro zu viel bekommt? So, was hat der Corona-Ausschuss für eine Buchführung gehabt, dass sie nicht gemerkt haben, dass ihnen 200.000 Euro Spenden fehlen? So, und was hat der Herr Ziebis für einen Steuerberater gehabt, dass dem nicht auffällt, ja, dass er quasi 2 Jahre lang falsch versteuert. Ja? Also ist ja äußerst eigenartig. Ja? So, das heißt, wir reden hier von Summen, die in die Hunderttausende gehen, und zwar bei allen. So, und dann kommen die anderen zwei Kasper, so nenne ich sie mal, ja, also mit Kasper meine ich völlig unbedarfte, unfähige Rechtsanwälte, ja, genau diese beiden, so, die keinen Handschlag machen, das ist die Argumentation ja
von Gordon vorhin gewesen. Ja, die ist ja auch richtig, nur die hat mit dem Prozess nichts zu tun. Und die genau. sagen dann ja, wir wollen aber ein Viertel des Geldes haben. Ja, so, das heißt, obwohl ja in der Satzung angeblich ja drin stand, ja, dass sie alle ehrenamtlich arbeiten, kommen die jetzt an und sagen, sie wollen Geld haben. Tja, ja, und das muss man sich mal vorstellen, das muss man sich mal vorstellen, Stichwort Dreistigkeit. Also Viviane, das ist schon eine Hausnummer, ja, so eine Sache da im Prinzip in den Schuldscheinen zu machen. Aber diese beiden Experten hier, ja, haben über Marcel Templin sich an der ganzen Sache auch mindestens in irgendeiner Form bereichert, über die Jahre hinweg, ja. Und dann nimmt man denen die 500.000, die sie nie reingebracht haben, die sie nur verwaltet und wirklich mal geparkt hatten, nimmt man die weg. Die holen sich über irgendeinen korrupten, hast du nicht gehört, ich weiß nicht mal, ob es den wirklich gibt, Notar, ja, 1,2 Millionen aus diesem Hausverkauf zurück, haben also 700.000 Euro Gewinn gemacht. 700.000 Euro Gewinn. Und waren es jetzt, sich hinzusetzen in den Gerichtsstand und zu sagen, der hat Gelder veruntreut. Also ich meine, das ist, die Eier, die diese beiden haben, die passen nicht auf 5 Männer gleichzeitig. Da muss ich schon ehrlich sagen. Also Herr Justus P. Hoffmann, ich sage es Ihnen auch ganz offen ins Gesicht, ich halte von Ihnen weder juristisch noch menschlich die Konversation, die wir hatten, besonders viel, um es mal wirklich nett auszudrücken. Aber das ist eine Nummer, die Sie da abziehen. Alter Verwalter! Und im Hintergrund zwei Hintermänner, die so geil sind, liebe Freunde, dass während wir uns über alle diese Leute zu Recht echauffieren und totlachen, ja, dass diese Personen, zwei Personen, sich ins Fäustchen lachen. Ja. Der eine, Marcel Templin, der steht ja über diesen ganzen möchte gerne Experten in der Pyramide dieses legalen Betrugs, den die da alle an euch vollführen, an eurer Zeit und eurem Spendengeld. Aber der wird ja jetzt erst aussagen, er ist ja komplett außen vor geklammert gewesen die ganze Zeit, obwohl sein Name auf den Verträgen stand. Stattdessen über wen debattieren wir? Über Justus P. Hoffmann, ja. Antonia Fischer, Klammer auf, wer? Ach, das war die Fischer? Nee, die andere? Oh, ich verwechsel immer die Fischers. Die sind so irrelevant, Klammer zu. So, und wenn man die alle abgefrühstückt hat, wenn man mit denen allen durch ist, ich sehe schon, Uwe, du hast genauso viel Spaß wie ich heute. Ja, dann kommt er aus dem Dunkel rausgeschwebt. Ja, wie, könnt ihr euch erinnern, liebe Freunde? Uwe, ich muss dich mal zur Seite nehmen, damit die Sache hier wirken kann. Aber habt ihr noch den König der Löwen? Habt ihr den noch vor Augen? Denn das Zeichentrickding, ich weiß, das ist geklaut bei den Japanern, ist mir jetzt wurscht. Ja, und ich rede auch nicht von der blöden animierten 3D-Version, die danach irgendwie Cash-Cow für Disney war. Gut, war die erste auch von Disney, aber da war Disney auch gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wisst ihr noch? Ja, bei König der Löwen, bitte sagt mir, dass ihr die Szene kennt. Gerade ist Mufasa niedergetrampelt worden von dieser Herde Gnus. Ich hoffe, ich spoilere das für niemanden. Der Film ist inzwischen bald 30 Jahre alt. So. Und der arme Simba, er kommt runter in diesen Canyon da. Und er ruft nach seinem Vater. Vater, Vater, Mufasa, wo bist du? Ja, und dann sieht er ihn dort tot liegen. Und er weint. Er beginnt bitterlich zu weinen. Er weiß, weil Scar es ihm einredet, der böse Onkel. Er weiß, er hat es verursacht. Er weint so bitterlich. Er versucht, unter die Pranke von seinem toten Vater zu kommen. Und er weint so bitterlich. Die schlimmsten Tränen, die Animateure damals jemals auf einer Kinoleinwand gebettet haben. Er weint so bitterlich. Und dann passiert es. Im Hintergrund verzieht sich noch langsam der Nebel des Staubes der riesengroßen Herde an Gnus, die niedergetrampelt hat, alles, was ihnen in den Weg gekommen ist. Und zurückgeblieben ist nur noch dieser Staub, der sich langsam, wabernd noch, aber nichtsdestotrotz langsam legt. Und aus diesem Staub heraus, aus der Unkenntlichkeit, tritt hervor. Zuerst ein Schatten, dann ein Schemen. Und dann, liebe Freunde, Scar, gesprochen von Jeremy Irons. Er tritt hervor aus diesem Schatten und er sagt, Simba, was hast du getan? Wer kommt hervorgetreten aus dem Schatten und sagt, füll mich, was hast du getan? Während er im Hintergrund den Film mich da erst überhaupt hingebracht hat. Wer ist das? Wer ist dieser Scar im Hintergrund? Frage ich mich. Ich frage für einen Freund, Uwe, du bist gemutet. Die Frage ist natürlich ganz interessant und ich antworte für einen Freund.
Wenn man also die zeitlichen Abläufe anschaut, wie die Leute zusammengekommen sind, wer kannte wen? Also stellt sich heraus, dass also einige Leute kannten sich schon Jahre zuvor. Also zum Beispiel war der gute Herr Dr. Wodak war einer der Vorsitzenden von Transparency International. 10 Jahre lang, bis er dort dann anlässlich seiner Corona-Aussagen ja rausgeschmissen wurde. So, dann wer war noch in Transparency International? Zum Beispiel war dann der Rainer Füllmich einige Jahre später. Der sollte dann dort eine juristische Gruppe leiten. So, die ist dann zwar mal gegründet worden, genehmigt worden, aber die hat nie eine Arbeit aufgenommen. In dem einen Jahresbericht wird darüber gesprochen, dass sie entstehen soll. Im zweiten Jahresbericht wurde sie schon nicht mehr erwähnt. So, wer war noch bei Transparency International? Zum Beispiel Justus P. Hoffmann. Wer war noch bei Transparency International? Zum Beispiel der Rechtsprofessor Martin Schwab. So, Martin Nein, Schwab, wen, das Teddybärchen. Ja, wen kannte er doch noch? Er war, glaube ich, im Jahr 2016 oder 2018, das weiß ich nicht mehr genau, hat er doch zusammen mit Rainer Füllmich, ich glaube, wo war es, in Göttingen oder wo, einen Vortrag gehalten, jeder einen eigenen zum Thema Deutsche Bankimmobilien. Das heißt, die kannten sich vorher. So, dann haben wir, wen kannte denn der Rainer Füllmich noch? Ja, er kannte dann zum Beispiel natürlich den Justus P. Hoffmann, der war ja übrigens ja Doktorand bei dem Schwab. So, an dem Justus P. Hoffmann hing dann aber auch noch, oder an dem Film hing ja auch noch der Temprin dran und da dran wohl noch die gute Frau Antonia Fischer. So, auf der anderen Seite haben wir dann, wen kannte denn eigentlich der Dr. Wodak. Dr. Wodak hatte mal vor ein paar Jahren mit dem Robert Zibis einen Film gedreht. Ja, nach dem Motto, wer ist WHO, wer ist WHO? Haben die mal einen Film gedreht. So, der gute Zibis war ja früher mal beim öffentlichen Rundfunk, bis er sich mit Themen beschäftigt hat, die dazu geführt haben, dass man ihn am öffentlichen Rundfunk nicht mehr sehen wollte. Von da an lief es wohl nicht mehr ganz so gut. Ich habe mal ein Dossier erstellt, finden Sie auf meinem Kanal, wo man dann sehen kann, was er so für Büros hatte, wo die waren, ja, und dass die überhaupt nicht so den Eindruck erwecken, als ob da ein großes Team von Filmemachern sitzen würde. Ja. So, und ja, also der hatte dann irgendwann mal mit dem Wodak den Film gedreht und die beiden, die treffen sich dann zufälligerweise, da gehen doch die Schilderungen ein bisschen durcheinander, vermutlich im November 2019, also gerade nachdem das Coronavirus in China wütete, treffen die sich zufälligerweise im Zug und unterhalten sich. Sie sind ja alte Bekannte, haben ja mal bei einem Filmprojekt gearbeitet. Ja, und dann im Januar sprechen Sie dann nochmal und Wodak möchte dann auf einmal seine ganz wichtige Aussage machen. Und das war jetzt quasi zu Pandemiebeginn, da gab es bei uns noch gar kein Corona so ungefähr, sondern da gab es nur ja, die Befürchtung, dass Corona hier wild werden würde. Und da machen die beiden einen Film, in dem der Dr. Wodak erzählt, ja, wie schlimm das ganze Leben und die Welt und das Virus ist und dass ja das vielleicht gar nicht so schlimm ist und der Staat. Ja, und mit diesem Video wurde er katapultiert aus dem Nichts heraus zum Anti-Corona-Papst in Deutschland. Und alle, die sich jemals mit Corona dann beschäftigt haben, haben gesagt, ja, der Wodak war der Erste. Ja, der war der Erste, bevor in Deutschland auch nur irgendeine Maßnahme gemacht wurde. Und kurze Zeit danach stößt dann auf einmal auch Viviane Fischer damit rein. Und dann kommt auf einmal der Füllmich aus Amerika wieder, seinen guten alten Freund zu besuchen. So, und was macht Viviane Fischer? Macht eine Baseline-Studie, die innerhalb von kürzester Zeit 70.000, 80.000 Namen generiert. So eine Frau, die bisher mit Medizin nichts am Hut hatte. So, und die kannte den Wodak woher? Indirekt über eine Bekannte, auch schon vor Jahren. Das heißt, alle Leute, die wir dort haben, waren auf die eine oder andere Weise entweder direkt oder in zweiter Linie mit Dr. Wolfgang Wodak verknüpft. So, und dann kann man sich die Frage stellen, ja, und was soll das bedeuten? Der große Mann ist doch völlig untadelig. Ja, er ist untadelig. Er sitzt immer als Berater dabei. So, er ist so untadelig und ist ein so guter Analytiker, dass er ja den Schweinegrippenskandal
ich sage jetzt mal angeblich, enttarnt hat. Aber er konnte nicht erkennen, dass der wichtigste Mitarbeiter im Corona-Ausschuss, der Rainer, dass der ein Schlitzohr ist. Das hat er, war er so enttäuscht, das hat er im 125. Corona-Ausschuss ja kundgetan, was das für ein böser, böser Bube ist und wie schlimm er von ihm enttäuscht ist, dass er das ja überhaupt nie von dem erwartet hätte. Und dann sage ich mal, Moment mal, wenn man 10 Jahre lang Vorstand in einem Institut ist, was Korruption aufdecken will und Transparenz erzeugt, eben Transparency International, dann sollte doch der Blick für solche Sachen geschärft sein. Wie kann man dann jemanden, der ein Cowboy ist und immer mit der Winchester rumfuchtelt, wie kann man dem dann blindgläubig glauben? Wie kann man überhaupt, das ist jetzt nochmal eine Metaebene obendrauf, glauben, dass die Transparency International ein tolles Institut ist? Schauen Sie sich mal deren Gründungsgeschichte an, wo die herkommt. Ja? So, da hat mal jemand aus einem internationalen Bankenbereich, ja, Weltbank. Freunde, Uwe, du machst sofort weiter, aber Freunde, ihr merkt, wir sind nicht in Kansas. Wir sind nicht mehr in Kansas, Dorothy. Es ist zu geil. So, Uwe, wir machen eine Sondersendung über Transparency International, aber reiß es bitte nur kurz an, weil sonst wird es hier heute zu lang. Okay, also ich sag mal kurz, also Transparency International, wenn man da genauer hinguckt, ich würde es mal in einfachen Worten sagen, ist von Beginn an ein Sauhaufen gewesen. Ja, und zwar ein derartiger Sauhaufen, der seine eigenen Skandale hatte, zum Beispiel mit Mitarbeiterausbeutung und ähnlichem drum und dran. Ja, sprich, dass dieser Verein, der für Transparenz antritt, das tut der mit Sicherheit nicht. Und da hat jemand wie Herr Woda das weiße Gewissen der medizinischen Alternativen schon weit der Schweinegrippe, der sitzt 10 Jahre im Vorstand und hat das nicht mitgekriegt. Und dann wird er da rausgeschmissen, wegen seiner alternativen Meinung, so, und trifft dann zufälligerweise auf seinen alten Kumpel aus dem Wilden Westen, so, und da gibt es verschiedene Erzählungen zu, wie das dann kam, wer eigentlich wen mit wem bekannt hat, ja, bekannt gemacht hat. Aber es ist eindeutig, dass sie sich zusammentaten und alle kannten sich mehr oder minder. Und das, finde ich, ist doch äußerst erstaunlich, ne? Dass also die Leute, die hier so eine erfolgreiche Pandemie-Antipolitik machen, alle irgendwie miteinander bekannt waren und alle ja merkwürdige Verhältnisse haben. Wir haben da Rechtsanwälte, die völlig unfähig sind. Wir haben einen Rechtsprofessor, einen ganz namhaften, der ist überall dabei als Mediator. Der ist bei der Basis als oberster Schiedsrichter, ja, des Schiedsgerichtes. Er ist überall dabei, wo der Protest was macht. So, aber er hat niemals irgendwo die Finger drin. Also, das ist auch immer eigenartig. Immer dabei sein und für nichts verantwortlich sein. Und was war im Prozess, da gab es doch auch so eine merkwürdige Sache, da hieß es doch, ja, wir haben dem Professor dann das zur Mediation oder zur Weiterbearbeitung übergeben, ja, die Vollmacht, er sollte das da klären. Und dann wurde aber im weiteren Verlauf kein einziges Wort mehr darüber geredet, was er denn gemacht hat. Ja, und in welcher Form und ob das irgendjemand kontrolliert hat. Dass diese Spur, diese Aussage verlief einfach im Sande. Ja. So, das heißt, wir haben hier zwei Personen, die ja im Hintergrund sind und man sich die Frage stellt, wieso sind die immer dabei? Wieso bedarf es eines Wolfgang Wodak, ja, bei medizinischen Themen schon, aber bei den nicht-medizinischen, wieso ist der dabei? Wieso bedarf es eines Herrn Schwab, der dann die Leute berät, und das haben wir dann auch im Prozess gesehen, der also für irgendwelche Widerspruchsverfahren dann Rohschreiben, so wurde es, glaube ich, gesagt, an die Hafenanwälte gibt, die dann lediglich ihr Namenszeichen oben drauf machen und das dann an die Behörde weiterschicken. Ja? So, das heißt, die sind noch nicht mal dazu in der Lage, ihre eigenen rechtlichen Angelegenheiten zu klären, bedürfen dazu ihres Mentors. So, und der so tief drin ist, der bei allen Sitzungen dabei ist, nicht bei allen, aber der bei den Mediationssitzungen dabei war, der weiß von nichts und hat überhaupt noch nicht mal ein Gefühl dafür gehabt, dass hier irgendwie der Rainer krumme Sachen machen könnte. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ist das wirklich vorstellbar? Ich habe da so meine Bedenken. Ah, Uwe, es ist so erfrischend. Freunde, jetzt seht ihr das mal, wie sich das anhört,
wenn Leute mit kritischem und wachem Sachverstand sich so einer Sache widmen. Ihr könnt mir nicht erzählen, liebe Freunde, im Chat oder sonst wo, Uwe, du musst nochmal hier ein bisschen springen, dass du nicht verdeckt wirst. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwie irgendetwas in eurem Hinterkopf da kitzelt. Irgendeine Form der Skepsis ein bisschen animiert. Wisst ihr, warum ich das hundertprozentig weiß? Weil ihr fast zu 100% wahrscheinlich hier aus Leuten besteht, die auch damals bei Corona gemerkt haben. Und das hat ja begonnen womit? Mit einem leichten Kitzeln im Hinterkopf. Dass ihr gemerkt habt, das kann doch nicht stimmen. Ich kann es nicht beziffern, ich kann es nicht belegen. Aber bevor ein Bodo Schiffmann es mir in seiner YouTube-Botschaft verklickert hat, bevor ich es vom Corona-Ausschuss bestätigt bekommen habe, wusstet ihr doch schon zu suchen, um diese Menschen zu finden. Weil es ist ja nicht so, als wenn die vom YouTube-Algorithmus vorgeschlagen werden. Und jetzt könnt ihr mir nicht erzählen, dass was wir hier niedergelegt haben, in inzwischen, wie lange sind wir auf Sendung? Jetzt, na gut, der zweite Stream läuft ja schon anderthalb Stunden. Ja, wir sind seit 21.15 Uhr live. So, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das, ich habe ohnehin gar kein Auge in den Chat zu gucken, ich bin einfach mal ehrlich, liebe Freunde, ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht irgendwo die Substanz erahnen lässt, von der wir euch hier nur so einen Hauch mal mitgegeben haben. Freunde, wir kratzen hier nur an der Oberfläche, was Uwe und ich in privaten Gesprächen mit Whisky in der Hand, ja, über diese Gesellschaft und diese Leute da gesagt haben, gedacht haben, belegbar inzwischen, ne, in unseren Hintertaschen parat haben, um es nur mal rauszulassen. Das würde ganze Bücher füllen, mehr als der Homo Animinicus oder was auch immer da, was Viviane geschrieben hat, wo sie den Namen von Rainer Fümmich draufgeschrieben hat. Ja. Und all diese Sachen, in Anführungszeichen, haben wir noch in der Hinterhand. Wenn wir jetzt anfangen würden mit der Geschichte von Transparency International, allein der Name, guckt euch mal an, diese ganzen US-finanzierten Stiftungen, wenn die sich immer wieder nennen, For Democracy und hast du nicht gehört, ja. Es ist ja eigentlich von vornherein, wenn man weiß, worauf man schaut, und das ist halt eben die Lebenserfahrung, liebe Freunde, ist es doch, das ist transparent, die Intransparenz von Transparency International. Und wenn man eben weiter guckt, als nur ja, von der Wand bis zur Tapete, wie Kati immer wieder so schön sagt, ja, dann sollte einem doch auffallen, dass diese ganzen Zufälle ein paar Zufälle zu viel sind. Dass es doch nicht sein kann, dass diese Crew sich genau so findet, schwuppdiwupp nicht mitbekommt, dass Hunderttausende in deren Taschen versickern, die sie sich jetzt im Nachhinein nicht mal mehr gönnen. Das könnt ihr mir doch nicht erzählen, dass euch das nicht auffällt. Und Ulrike, du stellst Fragen, die gehen noch in eine ganz andere Richtung, Ulrike Hofer auf YouTube. Aber was ihr merkt ist, wenn man Fragen stellt, und zwar die richtigen, anstatt einfach nur alles wie gegeben hinzunehmen, dann kann man auch Antworten finden. Nur das Problem, liebe Freunde, es kann sein, dass die Wahrheit euch nicht gefällt. Aber ist sie dann nicht trotzdem die Wahrheit? Die Grünen haben jetzt gesagt, auch Wahrheit kann Desinformation sein. Jetzt versteht ihr, warum ich gegen diese Partei kämpfe. Mit meinen Mitteln. Medial. Gut, Freunde, ihr merkt, ich könnte eine Sondersendung machen zu jedem einzelnen Segment, das Uwe hier heute rasiermesserscharf, wie er es vorgelegt hat. Ich habe das Gefühl, Uwe, in diesem Duo, weil du selbst bist ja jeden gefühlten Tag online, lange Rede, kurzer Sinn, in diesem Tandem hier hat uns die kurze Auszeit gut getan. Wir werden nicht wieder einen Monat warten, bis wir die nächste Sendung machen, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr vieles, was wir der Welt noch verklickern müssen. Nicht unbedingt, dass wir den Lauf der Welt verändern könnten, aber fuck, es macht Spaß. Es macht Spaß, euch durch den Bildschirm beim Denken zuzuschauen. Und ich denke mal, mit niemand Besseren kann ich das so eloquent und spaßig machen wie mit dir, lieber Uwe. Also, lass uns langsam aber sicher diesen Stream zu einem Ende bringen, bevor wir uns endgültig hier verlieren. Ihr kriegt noch mehr von Uwe, wenn ihr wollt, wenn ihr klar sehen wollt. Auf seinem Kanal die Welt klar sehen. Ja, damit ich das hier nicht bewerbe wie irgendein Gebrauchtwagenverkäufer. Lieber Uwe, was gibt es bei dir auf dem Kanal? Warum sollten die Leute da reinschauen? Ja, klar sehen heißt genau hingucken. Clever denken heißt die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und dann kann man auch frei und unbeschwert handeln. Also im Moment beschäftige ich mich mit politischen Reaction-Videos, aber es gibt auch in den bisschen älteren Sektionen gibt es schöne Playlisten, zum Beispiel Goldesel Corona-Ausschuss. Da gibt es 40 Videos rund um den Corona-Ausschuss und es gibt auch ungefähr 30 Videos zur Sammelklage, was allem, was da zusammenhängt, und ungefähr 30 Videos rund um das Thema die Bahn.
Basis, wer sich dafür interessiert, die 60 Videos zum Thema Protestbewegung, wie man die optimieren könnte oder müsste oder zu kritisieren hätte, die habe ich alle ins Archiv gestellt. Die sind im Moment jetzt nicht aktiv zu sehen. Ja, also das findet man dort und einfach mal reinschauen, wem es gefällt, abonnieren, wem es nicht gefällt, einfach weiterklicken. Genau. Also Uwe hat seine Schlagkraft erhöht, seine Frequenz auf jeden Fall erhöht, während ich mir eine wohlverdiente nicht mal Pause gegönnt habe, weil ihr seht ja, was denkt ihr, wo das alles herkommt? Ne? Über die Technik haben wir heute noch gar nicht geredet. Aber während ich im Prinzip mich ein bisschen zurückgezogen habe, hat der Uwe das mehr als wettgemacht. Aber ihr merkt's, zusammen ist man weniger allein und ich bin so froh, lieber Uwe, ja, dass jetzt hier alles, ne, heute hat's noch gewackelt, aber bald nicht mehr, ja, dass hier alles jetzt wieder zu stehen scheint und dann könnt ihr euch gefasst machen. Auf einen Satz heiße Ohren, liebe Freunde. Uwe schwitzt, ich schwitze, ja, aber das ist es uns wert und euch hoffentlich auch. Der Sommer steht vor der Tür und es wird ein heißes Wahljahr. Was glaubt ihr, was wir da noch an Bullshit da draußen werden demaskieren müssen? Da kommt noch einiges auf euch zu. Uwe, wir haben heute das eigentliche Titelthema gefühlt, eigentlich sowieso nur angekratzt. Aber ich glaube, an dieser Stelle müssen wir es auch mal gut sein lassen. Ich danke dir, dass du mit am Start warst. Vielleicht noch, damit nicht nur meine Meinung im Raum steht, bitte ordne noch mal ein aus deiner Perspektive, ja, dass Gordon Pankala uns so überstürzt verlassen hat an dieser Stelle. Ich will dir jetzt gar keine Worte in den Mund legen, aber welche Gedanken findest du dazu? Ja, also ich sag mal so, das ist ein bisschen ein Mentalitätsunterschied, wobei ich der Meinung bin, dass Gordon hier für meinen Geschmack überreagiert hat, weil er eben auf Dinge hinaus wollte, die jetzt direkt mit dem Thema nichts zu tun hatten. Also jetzt explizit darum, ob nun die anderen, die zwei Mitarbeiter oder zwei Geschäftsführer was getan haben oder nicht, das spielt gar keine Rolle, weil es darum geht, dass wir über den Prozess reden wollten, ja, so was prozessrelevant ist und nicht was menschlich relevant ist. Das mag zwar sein, dass man sagt, ja, die müssten eigentlich was tun und wieso wollen die Geld sehen, wenn sie doch eigentlich nichts getan haben. Ja, aber das ist nicht Gegenstand des Prozesses. Die sind doch nicht angeklagt und Rainer Füllmich ist angeklagt. Ja? So, und insofern denke ich, hat er hier nach meiner Meinung an der Stelle falsch gelegen. So, ich fand auch, dass er falsch gelegen hat bezüglich der Einordnung mit der Relevanz der Strafanzeige, dass er nicht erkannt hat oder nicht zur Kenntnis genommen hat, dass die eben zeitlich viel zu spät gekommen ist, ja, und dass man in der Zwischenzeit eben andere Sachen hätte machen können. Also insofern, ich glaube, natürlich verstehe ich es, wenn er dann von dir geblockt wird oder unterbrochen wird, dass er sich dann verärgert fühlt, ja, zumal er ja selber ein aktiver und erfolgreicher Kanalbetreiber ist. Aber ich glaube, hier hätte er dann auch ein bisschen disziplinierter sich verhalten können und sollen. Ja, und wenn er eben dann geblockt wird, sich auch die Frage zu stellen, ob das dann nicht im Sinne der Sendung auch richtig ist und nicht das als persönlichen Affront zu betrachten. Ne? Auf jeden Fall glaube ich, das hast du jetzt nicht gesagt, aber ich hoffe, es kommt zwischen den Zeilen heraus. Weißt du, dass ich es nicht feindselig gemeint habe? Ja, ich hätte da jetzt den Papst unterbrochen, wenn er mir am Thema vorbeigeredet hätte. Und ich weiß auch auf jeden Fall von dir, auch wenn du das jetzt auch nicht explizit gesagt hast, dass auch du das nicht böse gemeint hast, sondern dass wir nur im Sinne der Stoßrichtung dieser Sendung. Ne? Ich wollte ihn ja nicht mal rauskanten, ne? Aber dass wir ihn halt wenigstens ein bisschen halt hier unterbrechen mussten. Gut, Uwe, also pass auf, bevor wir uns verlieren, danke dir für deine Teilhabe an dieser Sendung. Es macht Spaß, wieder auf Sendung zu sein. Ich habe es vermisst, ich muss es dir ganz ehrlich sagen. Es war einfach wieder ein Genuss, diese ganze Sache hier im Prinzip mit dir ein bisschen aufzurollen. Ja, mal so ein bisschen, ne, den Deckel hochzumachen und anzufangen, sich das anzugucken. Gott bewahre, Rainer Füllmich mich davor, wenn Uwe und ich Prozessbeobachter wären. Und wenn wir, ja, wie diese ganzen Mirkos und wie sie alle da draußen heißen, ja, und andere Hausfrauen, die da Protokoll führen und so weiter, ja, Gott bewahre, wenn wir dastehen würden, in jeder Verhandlung sitzen würden und danach mit unserem Rasiermesser scharfen Verstand gewappnet. Ich glaube, den kann heute keiner in Abrede stellen. Ja, wenn wir da im Prinzip vom Leder ziehen müssten, dann müssten die sich wirklich warm anziehen. Gut, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und es steht ja noch einiges ins Haus. Also insofern folgt dem Uwe und macht euch drauf gefasst. Uwe, wann machen wir es? Wann werden wir es endlich machen? Du und ich, wir zwei. Einfach einen YouTube-Kanal, wo es nur uns zwei gibt. Ja, das wäre doch mal was. Das können wir gerne mal privat bereden. Ja, ja, vielleicht müssen wir mal machen. Urlaub können wir mal loslegen. Ne? Genau, alles klar.
Gut, Urlaub, muss ich mal im Wörterbuch nachschlagen. Fremdschlag-Nachschlagewerk, was das für ein Wort sein soll. Aber gut, ich weiß, was du meinst. Das ich danke dir. Muss nicht jeder wissen. Muss nicht jeder wissen, kann sich auch nicht jeder leisten, aber ist vielleicht ein gutes Konzept. Ich danke dir für heute. Wir machen keinen Urlaub, wir machen nur für den Moment, ja, hier einen Cut und folgt Uwe auf die Welt klar sehen. Ich kann ihn nicht oft genug erwähnen, loben und ich denke mal, der Mann spricht für sich selbst, wenn er sagt, was sagt er zum Abschluss? Jetzt musst du nochmal nachdenken. Klar sehen, clever denken. Richtig, klar die sehen, Welt. Clever denken, frei handeln. Richtig. Naja, siehst du, es ist halt schon spät, aber hättest du den jetzt noch punktuell, weißt du, hättest du den noch gesetzt, dann wäre es Oscar-reif gewesen. Mein Gott, wir nehmen auch den Emmy, ja, und ich danke dir für deine Teilhabe. Also, mach's gut, wir sehen uns bald wieder, aber ich moderiere noch ab, ich melde mich dann morgen bei dir. Ciao. Ja, tschüssi. So, da geht dahin der Uwe und wir zwei, zusammen mit den Hunderten, die ihr da seid, liebe Freunde, ja, die, wir sind noch da. Wir sind immer noch am Start. Und eigentlich müsste ich sagen, ja, wie es sich bei einem guten Kanalbetreiber gehört, ja, jetzt kommt ihr ins Spiel, ja, jetzt kommt die Just Chatting-Sektion, ja, und das Segment, in dem wir uns darüber unterhalten, was ihr so von mir haltet, von unseren Gesprächen haltet, von allem haltet, was wir hier so tun. Aber machen wir uns nichts vor, liebe Freunde, es ist 0.12 Uhr und früher oder später müssen wir alle ins Bett. Es ist bereits die kommende Woche. Es ist bereits Montag, ja, der erste Tag dieser kommenden Woche hat gerade vor 12 Minuten begonnen. Und ihr, so wie ich, werdet wahrscheinlich ins Bett gehen wollen. Spannend finde ich, was ich hier so schreibt. Ich hoffe, dem Richter fällt es auf. Das ist gut. Aufklärung auf YouTube. Mirko hat sich schon ausgeklinkt. Der hat wieder was Wichtiges zu tun. Gut so. Ja, der merkt, dass man halt eben von so etwas nicht leben kann, liebe Freunde. Weder ich kann das, noch Uwe kann das, noch Gordon kann das. Das können eigentlich nur Leute wie Robert Zibes. Ja? Und die können sich das leisten, aus ganz anderen Gründen. Hier redet ihr untereinander. Ulrike sagt, die haben es nicht anders verdient. Anja, wer auch immer Anja ist, hier, Anja Bohn schreibt, also Anja, ich habe dich gerade gelobt, aber irgendwie, nee, entschuldige, Ulrike habe ich gelobt, ja, aber hier, Anja, also weißt du, liebe Hausfrauen da draußen, wenn es euch nicht gefällt, dass ich euch immer wieder so ein bisschen halt metaphorisch Hausfrauen nenne und damit ja auch ein wenig, ne, eine Anspielung mache auf den beschränkten Horizont, den der ein oder andere von euch eventuell haben mag, ja, dann lohnt es sich wenigstens die deutsche Rechtschreibung zu beherrschen. Ihr seid die schlimmsten Lästerer. Das Wort seid, ja, wird in diesem Fall halt, obwohl man es nicht raushört, hinten mit einem D geschrieben. Aber gut, was so eine Hausfrau ist, das muss vielleicht nicht unbedingt die deutsche Rechtschreibung beherrschen. Aber Freunde, ihr belegt meinen Punkt einfach immer wieder selbst und ich bin zu alt für den Scheiß, hier auf Eierschalen um euch herum zu tanzen, wenn ich euch sagen muss, dass ihr leider Gottes euch von einem Blender habt vorführen lassen. Ja? Weil nichts anderes als ein Blender ist dieser Mann hier, ja? Und jeder, der das in irgendeiner Form anders sieht, naja, der hat nicht in die wundervollen Augen dieses Mannes geblickt. Jemand hat vorhin im Chat gefragt, ob ich an den Lippen von ihm irgendwas retuschiert hätte. Gottes Himmels Willen, ich würde nie auf die Idee kommen, Rainer für mich zu retuschieren. Der ist so wunderschön, wie das Leben ihn halt eben so schreibt, ja, und macht und darstellt. Und leider Gottes sieht er dieser Tage so aus, wie er halt eben da aussieht. Und an diesem Bild ist auf jeden Fall nichts manipuliert. Das Einzige, was ich getan habe, ihr könnt das O-Ton so nachschauen auf dem Kanal von Martin Lejeune. Das ist ein Screenshot, ja, von seinem Interview mit Rainer Füllmich. Und ich habe das einfach nur gespiegelt. Ja? Also normalerweise guckt er halt dann nach rechts, in diesem Fall guckt er halt nach links, damit es besser aufs Thumbnail passt. So, aber ansonsten habe ich hier nicht nachhelfen müssen. Das macht der Rainer Füllmich schon ganz alleine. Gut. Komm, reite nicht auf den armen Hausfrauen rum. Nee, in der Regel sind es die Hausfrauen, die auf mir rumreiten, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann morgen ist Sonnenfinsternis in Israel, ist etwas geplant. Das ist spannend, Freunde. Ne? Zu Israel habe ich ja auch noch gar nichts gesagt. Ne? Muss ich mal vorstellen. Ich als so ein bisschen halt der Vorzeige-Jude in der Bewegung. Ne? Hat schon alles seinen Grund, liebe Freunde, warum ich zu dem Thema nichts gesagt habe. Alter, was ein arroganter Pfau. Ja? Schau mal in den Spiegel. In den Spiegel muss ich nicht schauen. Ich schaue in den Vorschau-Monitor meines Streams. Da sehe ich mich zur Genüge. Wie ein professioneller Tänzer, der sich permanent halt im Spiegel sieht, sein Abbild kennt, ja, denke ich mal, weiß ich, was es dort zu entdecken gibt. Und anders als vielleicht manch einer aus dem Team von Rainer Füllmich, kann ich noch in den Spiegel schauen und muss mich nicht vor dem ekeln, was ich darin sehe. Die Bevölkerung spaltet sich immer mehr. Das ist halt so, nicht die Lippen, die Zähne, sagt Aufklärung. Nein, auch an den Zähnen von Rainer Füllmich habe ich nichts verändert. Ja. Die sind so wunderschön, wie sie hier glänzen, wie alles natürlich glänzt an Rainer Füllmich.
Man hätte darauf besten müssen, einen Antrag auf Feststellung, also ihr seht, womit ich es hier zu tun habe, ne? Man hätte darauf bestehen, wahrscheinlich meint er, bestehen müssen, aber besten wurde geschrieben, einen Antrag auf Feststellung der sachlichen und örtlichen Zuständigkeit der US-Bezirksgerichte für deutsche Staatsangehörige. Dann wäre die Maske viel früher gefallen. Ich verstehe nicht mal den Satz und ich bin, weiß Gott, liebe Freunde, nicht auf den Kopf gefallen. Und wie das in dem Prozess rund um Rainer Füllmich helfen sollte, verstehe ich überhaupt nicht. Lieber Andreas Harm. Ja, okay, hellblau auf dunkelblauem Hintergrund. Das muss ich mir auch nochmal anders überlegen da hinten. Die Aktion mit Gordon war extrem unangenehm. Ja, Sunshine 123, extrem unangenehm, aber vielleicht extrem notwendig. Ihr habt ja gesehen, in welche Richtung wir hier heute mit Uwe debattiert haben. Und wenn ich mir vorstelle, leider Gottes, dass Gordon da dabei geblieben wäre, ich glaube nicht, dass das für ihn produktiv gewesen wäre oder für unser Gespräch, das wir hier führen wollten. Also an dieser Stelle, lieber Gordon, sieh es mir nach. Ich hoffe, wir können Freunde bleiben oder Freunde werden. Ja? Und ich habe es nicht böse gemeint, aber ich hatte dich gewarnt. Wenn du mit uns auf Sendung gehst, ist es nicht so, wie wenn du mit XY oder Z auf Sendung gehst. Wir sind nicht in einem Kuschelverein und in der Regel kannst du auch vieles ab. Und du kannst mir auch gerne Kontra geben, ja? Aber es muss in der Sache Kontra sein. Und du warst im Begriff, und das sagt Uwe nicht nur, weil er mein Freund ist, ja? Du warst im Begriff, vom rechten Pfade abzukommen. Ja? Das hätte uns in dieser Debatte jetzt nicht vorwärts gebracht. Und wenn du die harschen Wahrheiten, die wir hier in den Raum stellen, ohnehin so immer wieder nur relativieren möchtest, ja, hat das natürlich seinen Platz und seinen Ort, aber vielleicht nicht das erste Mal, wenn ich sie formuliere, weil ich versuche, das, was du getan hast, was du zur Genüge getan hast, du meldest dich tagtäglich mehrfach auf deinem Kanal, lieber Gordon, ja. Ich versuche, meine Meinung darzulegen, dazu habe ich ein Recht, und wenn du sie angreifen möchtest, wenn du sie widerlegen möchtest, steht dir das frei, kannst du das gerne tun, ja. Aber dann lass mich sie erstmal formuliert haben, lass uns sie zusammen durchdenken. Und dann komm gerne wieder und du weißt, ich kann das ab, ja, wenn du mich hier zerpflückst, ja, wie ein, ja, was wird denn zerpflückt, wie ein gerupftes Huhn, ja, dann kannst du das gerne machen, ja, stehe ich dazu, wenn du mir das beibringst, dass die Hafenanwälte da in irgendeiner Form doch Relevanz hätten und so weiter und so fort in diesem ganzen Prozess, aber da musst du wirklich halt schon korrekt kommen und ich lasse mit mir Sachen nicht machen, wo ich halt sage, die tun nichts zur Sache. Ist leider so und bitte verstehe das in meinem ganzen Herzen, lieber Gordon. Ich meine es nicht böse. Ich hätte hier den Papst rausgeschmissen, wenn er hier heute am Thema vorbei argumentiert hätte. Ja, ich hoffe, wir kommen darüber hinweg. Wir hatten schon den ein oder anderen Moment, in dem wir beide vielleicht Sachen gesagt haben, die wir bereut haben. Aber was gut ist, wir haben uns immer wieder zusammengefunden. Und an dieser Stelle abonniert Gordon Pankala. Auf seinem Telegram-Kanal hat er auch schon einiges wieder zu seinem Ausstieg hier auf der Sendung oder in der Sendung gesagt. Und ich bin mir sicher, er meint es nur gut, ich meine es auf jeden Fall nur gut. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann hinter uns lassen können. Bei der nächsten Gelegenheit rufe ich dich wieder an und frage dich, ob du in den Stream willst. Was soll ich dir sagen? So, was ist dein Auftrag hier, fragt Anja Bohn. Mein Auftrag hier ist, euch zu sagen, dass ihr bitte den Kanal abonnieren sollt. Dann erfahrt ihr, was mein Auftrag hier ist. Und der ist nicht vom Verfassungsschutz. Oder was auch immer ihr mir hier ansonsten unterstellen wollt. Wobei wohlgemerkt, an diesem Schluss jetzt hier nochmal ein kleines Bonmot, ja, ein kleines Amuse-Bouche für die Leute, die wirklich am Ende dran geblieben sind. Denn dass ich ja hier an allem schuld sein soll, das steht ja für einige der Beteiligten bereits fest. Denn, Freunde, was soll ich euch sagen? Ah, lieber Roger, es tut mir so leid, dich immer wieder so vorführen zu müssen, aber du umgibst dich mit Hausfrauen der allerbesten Art. Nadine Lukas, eine regelmäßige Vertraute unseres, sag ich mal, Austauschs, immer wieder irgendwie im Begriff, mich zu erwähnen, wann auch immer es ihr passt, hat in einer Sendung, ja, von, ich glaube, vor einer Woche oder so, ich glaube, das war der 4. oder was auch immer, im April, hat sie, als rausgekommen ist, diese ganze Sache mit dieser, ne, sehr wahrscheinlich gefakten Akte, als der Bittel dazu eine Sendung gemacht hat, schreibt auch hier tatsächlich Nadine Lukas, liebe Freunde, also zumindest nennt sie sich so hier. Ja. Guckt mal hier. Würde mich nicht wundern, wenn E.T. mit drin steckt. Ja. Also E.T. ist in dem Fall nicht der Außerirdische, sondern ich. Also Elia T. Der hat schließlich ständig unterirdisch gegen Rainer gewettert.
Ja? Also, weil ich jetzt hier gewettert habe, ja, stecke ich da in dieser ganzen Sache mit drin und wohlgemerkt, es ging halt um diese Akte. Und wenn ihr glaubt, das war nur Zufall und das war nur die Meinung einer Person, nein, derselbe Roger, mein Gott, er tut mir echt leid. Er hat halt aufs falsche Pferd gesetzt und er weiß es bis heute noch nicht. Ein Reini 56 legt hier nach und sagt, nach Kenntnis des Dossierinhaltes kann man nicht ausschließen, ja, nach Kenntnis des, oh, hier kommen sie, ja, mit ihrem, sie haben hier einmal kurz ein Dossier gelesen mit einem Vokabular, das sie inspiriert hat und sie wollen zeigen, dass sie es auch drauf haben, ja. Reini 56, nach Kenntnis des Dossierinhaltes kann man nicht ausschließen, ah, sehr juristisch clever formuliert, dass eventuell, das IT eventuell auch von den Diensten eingebunden wurde. Ja, also ich bin jetzt laut Reini 56 von den Diensten eingebunden. Naja, was soll ich euch sagen? An diesem Satz stimmt eigentlich nur eins. Und das ist, dass meine Abkürzung ET ist. L-I-A-T. Ansonsten denke ich mal, könnt ihr euch euren Teil hoffentlich langsam aber sicher denken. Gut, Freunde. Also ich hatte Spaß, ja. Hattet ihr Spaß? Ihr seid zu Hunderten noch online. Ja? Also ich danke euch, es ist 631 Menschen sind hier gerade noch online, plus Crowdbunker. Dankeschön, nett von euch. Ich habe gar nicht damit gerechnet, ich war über einen Monat lang offline. Ich kann euch gerne erklären, warum, aber nicht heute. Ja, das können wir in einer Sondersendung machen. Jetzt, da die Technik steht, werde ich öfter Sendungen machen können. Wenn die Zeit wieder zurückkommt, dann würde ich das sehr gerne tun. Dominik Huth, mein Guter, ich grüße dich. Ja, nach Berlin die allerbesten Grüße. Schön, dass es dich gibt. Ich hoffe, es geht dir gut. Neues Studio. Nein, altes Studio, aber es ist ordentlich aufgepimpt worden. Ich denke mal, das kann man schon sagen. Was ich von euch gerne wissen wollte, Freunde, ist, ob euch das was gebracht hat. Ihr müsst das nicht jetzt beantworten. Der eine oder andere wird sagen, ah, Eli hat hundertprozentig recht, aber in dieser Gesellschaft unter Schwurblern, die von den Toleranzgutmenschen, ja, bei Roger Bittel geprägt ist, die ja im Prinzip alles in Grund und Boden schreien, wenn man seine Meinung äußert. In so einer Gesellschaft wage ich es nicht, meine Meinung vielleicht öffentlich hier in diesem mitlaufenden Chat zu schreiben. Wenn es euch so geht, dass ihr Angst habt vor Roger Bittel und den Hausfrauen, die ihr dort rumkommandiert, ja, dass ihr hier nicht öffentlich sagen wollt, was ihr zu diesem Stream zu sagen habt, Freunde, ja, dann folgt mir auf ET Video und Content, auf Telegram, schreibt mich gerne an. Die Quellen zu diesem Stream, wie immer nach jedem Stream, auch dort hinterlegt. Und ich hoffe, da bringen sie euch was, dass ihr das Studium dieses spannenden Falles weiter in Personalunion vortragen könnt. Also wer möchte, wer sich hier nicht traut, schreibt mir gerne privat. Und wenn ich die Zeit finde, kann ich vielleicht sogar darauf reagieren. Ich fülle die Teetasse gerne, sagt Tobias Stoll. Lieber Tobias, ja, darauf erstmal einen Schluck aus der Teetasse. Bibu Lida, was? Schreibt, dem Film ist alles zuzutrauen. Danke für den Gruß, Dominik Huth. Ja, danke, dass du vorbeischaust. Danke, dass du zu so später Stunde noch da bist. Die Besten der Besten sind halt immer noch am Start. Wenn man natürlich nur Klicks will, ja, genau, weil ich mir so viele Gefallen tue, ja, indem ich hier den Star der Bewegung kritisiere, für die Klicks natürlich, aber irgendwas, genau, und dieses Argument, nachdem ich fast 6 Wochen nicht mehr online gewesen bin, ja, tue ich alles für die Klicks, ja, genau. So, Grüße an Kati, jeder sollte hinterfragt werden, sagt Anja Bohn, sehr zu Recht. Tea Time, richtig, Tea Time auf Englisch richtig geschrieben, aber mein Name mit 2 Es. Pix Kaffee, gut, ihr seid schon bei anderen Themen. Eigentlich können wir uns glücklich schätzen, in dieser aufklärenden Zeit geboren zu sein. Möge jeder das Beste für sich daraus machen. Kölner 1963, ja, also wenn das dein Geburtsjahr ist, dann Hut ab. Ja, schön, dass du noch am Start bist. Aber eigentlich gab es diese Aufklärung schon immer. Es gab immer die, Achtung, jetzt werden euch die Köpfe explodieren da draußen, den Feministinnen, die alten weißen Männer, die Stammesältesten, die wer auch immer, ja, die gesagt haben, hey, pass mal auf, ich habe ein bisschen was erlebt in diesem Leben, ich habe ein bisschen was verstanden, ich erkläre dir das mal, wie die Welt so funktioniert, weil, setz dich hin, ja, junger Padawan, Geduld du haben musst und so weiter und so fort. Die Yoda-Figuren, die kennt man, der Abraham aus der Bibel und so weiter und so fort. Das ist doch keine neue Erfindung. Und ganz natürlich gravitiert man dahin, fühlt man sich diesen Leuten hin angezogen. Und ihr könnt nicht erzählen, liebe Freunde, dass ich A, nicht weiß, wie man erzählen muss. Erinnert euch zurück an die Simba-Story. Und zweitens, dass da nicht irgendwo Substanz dran ist an den Sachen, die ich sage. Insbesondere, wenn ich dann mir Stunden nehme, um die zu überlegen, anstatt einfach nur zu tun. Ja, was sagt man da? Yes! Ich hoffe, ihr wisst, auf wen ich anspiele. Ja, also, und der dritte Punkt vielleicht.
Ihr könnt nicht wirklich in Abrede stellen, dass ich nicht verdammt unterhaltsam bin, ja, wenn ich diese Sachen so rüberbringe. Gut, davon also bald mehr. Und lieber Kölner, 1963, solche Leute, auch wie mich, ich bin ja weiß Gott jetzt auch nicht irgendwie die Neuerfindung des Rades, die gab es schon immer. Nur jetzt gibt es einen Unterschied. Jetzt gibt es das Internet. Und im Internet, liebe Freunde, da könnt ihr eine Sache tun. Zwei Sachen eigentlich. Ja. Ihr könnt abonnieren. Ja, das geht ganz einfach, denn mich gibt es auf all diesen Kanälen, ja, ganz neuerdings auch auf Rumble, D-Live, Crowdbunker, YouTube, X, Twitter, Getter, Facebook, Telegram und bald muss ich diese Liste wahrscheinlich noch erweitern, um wirklich zensursicher zu sein. Also ihr könnt sehr gerne euch dort mir anschließen und wenn ihr es wirklich ganz, ganz dicke habt, liebe Freunde, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr sagt, um Himmels Willen, ja, was der Illi hier rausballert, ja, das ist in Zitronen nicht... Das ist in Zitronen nicht aufzuwiegen, auch wenn wir es weiß Gott versuchen. Ja, dann könnt ihr ja gehen auf etvc.de/danke. Da könnt ihr auch vielleicht die eine oder andere Eurone hinterlassen. Ansonsten gibt es hier die IBAN für die, die das ganz klassisch mögen. Ja, aber ansonsten allen vorneweg vielen herzlichen Dank. Oben und unten an der Spitze meiner Dankescharts, Tobias Stoll, ich danke dir für die 40 Euro, die du auch geschickt hast am Anfang des Monats, mein Guter. Nichts vergeben, nichts vergessen und nichts unter den Tisch kehren. Ich kriege das von dir. Du bist der Einzige, das sage ich ganz offen und ehrlich, ja, von dem ich dieses Level an Unterstützung bekomme. Und weiß Gott, deshalb, ich hoffe, es ist dir auch nicht unangenehm, erwähne ich dich hier an dieser Stelle, du hast auch heute nochmal 10 Euro, 1000 Zitronen sind 10 Euro, ja, in den Chat geballert, in Zitronen. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Ja, ich hoffe, du kommst auf deine Kosten in dieser Angelegenheit und ich gebe mir die größte Mühe, ja, auch deine Erwartungen zu erfüllen, indem ich einfach meine Erwartungen an mich selbst erfülle. Ja, ich möchte für Wahrheit einstehen und klipp und klar Tacheles mit euch reden und wenn das bei euch ankommt, dann ist das gut. Also, Dankeschön für die Unterstützung und Zitronen an Tobias Stoll, C. Kalmar, J. Gentleman, Skycrack, Elbo 59 und Pudelkern. Ja, sie haben teilweise nur 10 Cent gegeben, aber das sind 10 Cent mehr, als was die meisten von euch gegeben haben. Und alle anderen, die ich an dieser Stelle nicht erwähnen kann, auch euch vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, so ihr sie mir denn in Aussicht stellt. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Abonniert bitte den Kanal. Gruß zurück nach Berlin an Silke Sunshine. Scheußliche Politik, Ausrufezeichen, ist auch mit im Chat. Ich danke dir, dass auch du noch mit reinguckst. Und alle anderen. Ja, was auch immer ihr tut, liebe Freunde, zu dieser späten Stunde, wenn euch der Wind des Widerstandes ins Gesicht bläst, lasst es bitte heute und jeden Tag das Nachdenken sein. Weil wenn ihr diese eine Sache tut, die da heißt Nachdenken, wird das in der Regel, liebe Freunde, wie immer eine produktive Angelegenheit für alle Beteiligten. In diesem Sinne, liebe Freunde, danke fürs Zusehen. Macht es gut. Aber macht's. Tschüss. Ich bin raus. Euer Illi. Bis zum nächsten Mal.